Darüber sprechen. Ich habe zugehört. Genau, lass uns fertig machen. Okay? Es geht einfach darum, ich weiß das, aber Christen werden auch angegriffen und viel mehr. Verstehst du? Und in unseren Büchern steht nie geschrieben, dass wir irgendetwas machen können, aber bei euch steht geschrieben, bei euch steht geschrieben, der Welt gehört Allah, der Welt gehört Allah. Ja, wenn denn sonst? Der Welt gehört Allah, die Scharia gilt auf der gesamten Welt. Wenn ich spreche dir hier mit Muslimen oder mit Heuchlern. Guck mal, wieder locker. Welche Länder? Nenne mir die Länder. Ganz kurz, die Befehl Allahs gilt auf der ganzen Welt. Ich spreche mit Muslimen oder spreche mit Heuchlern? Lass uns doch mal reden. Wieder locker, ganz kurz. Ganz kurz, Ikhwan. Schau, erstens, alle Welten gehören Allah, nicht nur die Erde, alle Welten. Rabbul Alamin, das ist der erste Vers in der ersten Surat al-Fatiha. Amen. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Ja. Amen. Gehen wir aber weiter. Dass Scharia in jedem Land herrscht, das ist schon mal falsch, was du sagst. Die Gesetze Allahs sind allgemein immer gültig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Daulatul Kufar lebe, also im Land der Ungläubigen, hier zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland oder so, da muss ich mich bei ihnen, was ihr hier integrieren nennt, aber so, dass ich meine islamischen Werte immer noch beibehalte. Das heißt, ich gehe immer noch zum Gebet, ich darf immer noch beten, fasten etc. Aber ich lebe hier ja nach dem deutschen oder beziehungsweise nach dem österreichischen Gesetz und nicht nach dem Scharia-Gesetz. Das heißt, wenn vor mir jetzt zum Beispiel ein Muslim zu einem Christen wird hier in Österreich, dann liegt es ja nicht an mir, weil wir nicht in einem islamischen Staat sind. Wir sind jetzt immer noch in einem christlichen Staat. Das heißt, hier kann er das frei machen. Aber zum Beispiel in einem islamischen Staat, da kann er nicht den Irtad frei machen. Das ist der Unterschied. Deswegen die Scharia ist zum Beispiel nicht in Österreich oder in Deutschland gültig. Da wollte ich halt deine Aussage korrigieren. Darf ich eingehen? Darf ich etwas sagen, ohne unterbrochen zu werden? Ich möchte nur kurz auf Fischen reden. Weil, aber lass uns jetzt Abu Bakr noch etwas sagen. Aber wieder locker, du hast sehr viele Sachen halt wieder vermischt. Und das finde ich halt immer schade. Aber guck mal, ich sage dir eine Sache. Vielleicht warst du wirklich Muslim. Ich glaube daran zu 100%, dann hast du den falschen, wenn das stimmt, hast du den falschen Islam kennengelernt. Und jetzt hör mir genau zu jetzt, bitte. Ich glaube auch dir, dass du einen inneren Hass entwickelt hast dadurch, dass du den falschen Islam kennengelernt hast. Weil ich würde das auch tun. Aber, und jetzt kommt das wichtige Aber, ich glaube auch daran, dass wenn zum Beispiel jemand in Iran ist und auch die falsche Scharia kennenlernt und sie selber hautnah erlebt, dass er dadurch einen inneren Hass zum Islam sozusagen entwickelt. Und ich glaube das auch. Und ich hätte das selber auch. Aber, und jetzt ist das wichtigste Aber, dass du mit deinem eigenen Verstand nicht es hinterfragst und nicht nachguckst, ohne diesen Hass nicht beiseite zu legen, dass du ehrlich zu dir selber bist und dich nicht durch deine Emotionen und deinen Hass leitest und alles deine Augen und Ohren zumacht, wenn dir jemand, zum Beispiel Onkel Dawa oder viele Leute auch, dir explizit Sachen erklären und du sie dann extra nicht verstehst, damit lügst du dich nur selber an. Dann hast du das nicht mehr in der Hand. Und deswegen sage ich dir, du hast noch deinen Verstand, du hast noch dein Leben und informiere dich mal mit dem richtigen Islam und dann guck nochmal nach. Und dann guck nochmal. Das Leben will ich dir nur ans Herz legen. Und wie gesagt, diese ganzen Sachen, die du vermischt, ich muss mich als Muslim in dem Land, wo ich mich aufhalte, egal wo es ist, an diese Regeln halten. Das heißt, die Gesetze des Deutschen gilt für mich genauso. Weil sonst dürfte ich nicht, ich dürfte rein islamisch gesehen nicht mal mit der Bahn schwarz fahren. Weil dass ich damit den Staat betrüge. Es gibt viele Sachen. Deswegen sage ich dir, wenn du die Scharia wirklich kennenlernen würdest, okay, dann würdest du ganz anders darüber denken. Deswegen sage ich dir das nur, verwechsel nicht bewusst Sachen, sondern informier dich mit gewissen Sachen und informier dich mit allen Seiten. Und nicht nur diese eine Seite des Islams, die du falsch kennengelernt hast, okay. Denn, weil, wie gesagt, da fühle ich dich, aber ich fühle dich nicht da ab dem Moment, wo du deinen Verstand dann wieder ausmachst und dich von deinem Hass leiten lässt. Das okay, bist du fertig? Also darfst du jetzt was sagen? Kann ich was sagen? Also auf jeden Fall zu den Leuten hier unten in den Kommentaren. Ich stumme nicht nur Christen, ich stumme auch Muslime, die respektlos reden über andere Religionen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich gesagt haben wollte. Ihr könnt weiterreden eigentlich. Also, kann ich jetzt sprechen? Mhm. Okay, also, höre dir alle zu, die da drin sind. Also, ich bin hier reingekommen und habe Mekka gefragt, spreche ich hier mit Muslimen oder spreche ich hier mit Heuchlern? Sie haben gesagt, hier die ganze Zeit, sie würden die Gesetze hier akzeptieren.
In dem Sinne, sie leben da deutsche Gesetze oder österreichische, man weiß jetzt nicht mehr genau, deutsche Gesetze. Also, die Gesetzgebung gebührt nur Allah. Die Scharia fängt bei dir im Herzen an. Die Scharia fängt bei dir an und dann geht die Scharia nach draußen. Die Scharia gilt bei meinem Zuhause und wenn ich nach draußen gehe, gebührt nur Allah die Gesetzgebung. Takufa bi takut. Okay? Ich lehne die Gesetzgebung von alle anderen ab. Demokratie. Takut. Ich lehne alles ab. Hör zu, lass mich jetzt aussprechen. Lass mich aussprechen. Okay? Lass mich aussprechen. Also. Koran und Sunna, Scharia. Alles, was außerhalb das ist, ist der Takut. Okay, ich akzeptiere diese Gesetze nicht. Bei mir im Herzen ist dieses Land, wo ich lebe, Herr Scharia. Okay? Und ihr könnt, solange ihr wollt, sich an der Demokratie halten oder was auch immer. Für mich ist das nicht islamisch. Verstehst du? Für mich ist das nicht islamisch. Auch wenn ich zum Beispiel in Deutschland nicht das Gesetz, nicht die Scharia herrscht, dann gilt trotzdem für mich in meinem Herz die Scharia hier in diesem Land, wo ich bin. Verstehst du? Und scheißegal, ob jemand dagegen was hat oder nicht. Und so war ich. Okay? Und ich weiß nicht, was ihr denkt, dass ihr zu mir sagt, ah, ich halte mich, ja, ich bin hier, da in Deutschland oder so. Ich meine, ja, es gibt natürlich Regelungen, okay, weil hier eben hat Allah noch nicht die Scharia reingetan, oder? Ist noch nicht Scharia. Aber ist das, was ich euch sage? Ich spreche hier mit Muslimen. Verstehst du? Ich müsste mich nicht erklären wegen da Scharia und da Gesetze und bla bla. Ich kenne das alles. Ich komme rein und ich spreche mit euch über Religion. Was ist Scharia wieder lokal? Erzähl mal. Aber du kommst leider ganz kurz. Hör zu, ich habe gesagt, die Gesetze. Nein, nicht wenig Halbwissen. Ich habe es euch nur gesagt. Hör zu. Ihr sagt, ich habe es euch gesagt, dass wenn ihr Mann, der Prophet oder Allah beleidigt, zum Beispiel, dass laut Scharia muss zum Beispiel der Person umgebracht werden. Ja, natürlich gibt es Regelungen. Genau. Aber hör zu, natürlich gibt es Regelungen und. Hör zu, natürlich gibt es. Hört dazu, ich spreche nicht halb, ich spreche mit euch oberflächlich. Ich spreche gerade oberflächlich. Nein, du redest nur die Hälfte. Nein. Achi, ganz kurz bitte, damit ich Salam sage. Ihr habt mich nicht einmal richtig aussprechen lassen, Mann. Weißt du meine? Kannst du mich bitte die Geschwister begrüßen, bitte, ich bitte dich. Erstens, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine Geschwister. Wieder Luca, wenn wir reden, inshallah, mit Respekt und wie letztes Mal ich dich gut behandelt habe, ist sehr gut. Hey, Luca, ich sage dir ganz klar, hör zu, mich interessiert nicht, was du sagst. Verstehst du? Nein, du mit dir spreche ich. Egal ob du Respekt, du verdienst keinen Respekt. Hör zu. Wenn du willst, du kommst zu mir. Es ist keine Angst, hör zu. Du sagst, Jesus Christus war homosexuell. Du sagst, Jesus Christus, mich egal welcher Extrem. Du hast gesagt, Jesus Christus ist homosexuell. Du kannst mit mir sprechen, bei mir im Stream. Wieder locker, darf ich dich kurz was fragen? Hey, höre dazu, ihr habt mich nicht mal richtig aussprechen lassen, Mann. Höre dazu, ich habe angefangen, ihr habt mich nicht mal aussprechen lassen. Jesus hat dich so beigebracht, dass du Angst hast. Aber Kassim, lass ihn reden, komm. Ja, lass wieder locker kurz den Punkt fertig machen. Ja, jetzt bin ich schon lange draußen, Mann. Verstehst du, ich spreche mit euch hier. Es ging einfach um was. Ich bin reingekommen. Herzlich und wir haben über. Abu Qasim, ich habe es zu dir gesagt. Du hast gesagt, Jesus Christus war homosexuell. Wenn du mit mir sprechen willst, kommst du bei mir im Stream, sei ein Mann. Ich war mehrfach bei dir. Hör zu. Du täuschst dich. Du bist ein Täuscher und das weiß jeder. Dein eigener Bruder wissen, wenn deine Brüder ehrlich sind, sie wissen,
wissen, du bist ein Täuscher. Du bist ein Täuscher. Ey, hör zu. Was ein Geschlafen, Mann. Was ein Geschlafen. Du bist so ein langweiliger Mensch, Mann. Ey, niemand hat Angst von dir. Niemand hat Angst von dir. Ey, tu in dir diese... Hör zu. Nein, niemand hat Angst von dir, Mann. Du rennst weg. Ey, jeder, der da drin ist, jeder, der da drin ist, mehrfach war ich bei ihm, immer wieder bin ich online, dann kommt er rein, aber er rennt weg zu mir oder zu unserem Bruder, kommt er nicht. Also, ey. Also. Jeder geht bitte auf Stumm, ganz kurz. Jeder geht bitte auf Stumm. SOA, also. Lass wieder Lukas seinen Punkt fertig. Ja, danke, Mann, danke. Vielen Dank. Eben, vorher habe ich mit euch gesprochen darüber, dass ich gesagt habe, dass wenn jemand der Prophet beleidigt, muss er umgebracht werden. Natürlich unter einer Scharia gibt es verschiedene Bedingungen. Aber es gibt auch Menschen, die hier vielleicht so etwas ausführen möchten und ausführen. Okay? Falsch. Und, na, aber ob für dich falsch ist, bedeutet nicht, dass für jemand anderes falsch ist. Es gibt auch verschiedene Lehren, verschiedene Menschen. Schau mal, es gibt Menschen wie ein Abu Qasa, die total hasserfüllt sind. Verstehst du? Total verrückt und besessen. Aber höre dazu. Er ist jederzeit bei mir willkommen. Ich darf jetzt reden. Onkel Dava, er ist jederzeit bei mir willkommen. Ach, Bruder, kannst du so lange ich hier drin war, bin der Käfer. Du hast nicht zu melden, der Käfer bist du. Du bist unter meinen Schuhen. Nicht ich unter dich. Du bist unter mich, nicht ich unter dich. Der sitzt gerade. Sure 3, Vers 55. Wir stehen über dich bis zum Tag der Auferstehung. Der kann nicht. Wieder Luca, ich habe eine Frage an dich, wieder Luca. Du kennst doch den Krieg, den Irakkrieg. Da hat George W. Bush gesagt: Irakkrieg, ey. Ich bin Christ. Moment mal. Ich bin Christ. Ich habe keinen Tötungsbefehl. Geschwister, entweder ihr seid mit uns oder gegen uns. Es waren 3 Millionen, über 3 Millionen Tote durch ein Zitat von Jesus. Wie kannst du dir das, wie kannst du das jetzt leugnen? Kannst du uns erklären? Hezekiel, Kapitel 49, 6, warum Baby müssen sterben? Ja, das bringt jetzt nichts. Hezekiel, Kapitel 49, 6, deswegen in Irak wurde das gemacht mit Hezekiel, Kapitel 49, 6, dass dein Gott hat befohlen, sogar Baby müssen sterben. Kamele müssen sterben. Also ich komme aus Bosnien. Täusche, du bist ein Lügner, ein Täuscher, das weiß jeder. Jeder kennt dich schon, Abu Qasa, dass du ein Täuscher bist. Ich frag dich, im Bosnienkrieg sind alle muslimischen Moscheen zerstört worden, aber christliche Kirchen nicht. Warum? Indianer im Namen der Bibel. Ausrottung Indianer im Namen der Bibel. Ich kann das jetzt beweisen. Bitte. Ja, jetzt wollen wir nicht so weit zurückgehen. Okay. Meine Frage ist nur an Vida Loca. In Bosnien sind alle Moscheen zerstört worden von den serbischen Christen, aber die Kirchen nicht. Warum? Achi, das Aber bleib doch nicht, damit wir eine Ordnung hier haben. Weil das Schreien, dann fängt er Nazi-Bruder, ganz kurz, damit wir hier eine Ordnung haben. Ich will mit ihm, Bruder, Onkel Dao, Amir, bitte ganz kurz. Okay, Nazi-Bruder, ganz kurz, bitte geh ganz kurz auf Stumm, ich bitte dich. Wieder locker, wärst du bereit, jetzt mit Abul Qasim hier zu reden oder eine Debatte zu führen? Also, alle, die da hier drin sind. Ich war bei Abu Qasim sicher 10 Mal. Ich habe Videos, ich habe Beweise, mehrfach habe ich mit dem Typ gesprochen. Mehrfach war ich bei anderen im Stream, so wie jetzt, und er ist reingekommen und ich habe mit ihm gesprochen. Jetzt sagt, hör dazu, und jetzt sagt er, der kann sagt, ich hätte Angst, er hätte mit der Schürze. Ey, lass mich jetzt aussprechen. Angsthase, lass mich aussprechen. Lass mich aussprechen. Schau mal, wie er Angst er hat. Schau mal, wie er Angst hat. Mehrfach war ich bei ihm, mehrfach war ich da. Aber er hat Angst, zu mir zu kommen. Er erzählt, ich wollte Geld verdienen. Er verdient Geld hier. Der Käfer verdient Geld hier. Er beleidigt Israel.
Alter, er beleidigt Jesus, er beleidigt die Bibel, er beleidigt das Wort Gottes. Er ist kein Muslim. Dieser Typ ist kein Muslim. Er ist kein Muslim. Und jeder, der mit ihm zusammen ist, ist ein Käfer. Allah warnt euch. Islamisch gesehen, Allah warnt euch vor so einem Käfer. Allah warnt euch vor so einem Käfer. Er ist kein Muslim. Jeder, der mit ihm zusammen ist, ist ein Käfer. Jetzt kann Abu Kadum reden, okay? Abu Kadum, ganz kurz, ich werde nicht etwas sagen. Abu Bakr, lass Abu Kadum reden, bitte. Was soll das? Du verdienst kein Respekt. Okay, dann jetzt. Zeige Respekt, dann bekommst du auch Respekt. Du erzählst, entschuldige dich, dass du gesagt hast, Jesus Christus, Isa war homosexuell. Entschuldige dich, dass du sagst, Isa war homosexuell. Lass mich ausreden. Entschuldige dich, dass du sagst, Isa war homosexuell. Abu Trakke, Arsch, jetzt lass mich ausreden. Entschuldige dich, dass du sagst, Isa war homosexuell. Du Käfer, du bist ein Käfer. Du mein verdammt nochmal, lass mich ausreden, ja, mein Ausreden. Subhanallah, wie du Feigling bist. Erstens, unserer. Entschuldige dich, dass du sagst, Isa war homosexuell. Was du mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam machst, kannst du dich jetzt stummen. Erstens, der Käfer. Wallahi, immer wenn ich reinkomme, komme, der beruhigt sich niemals, weil er weiß innerlich, wir waren in Debatte 3 Stunden bei Bruder Yunus. Ich bin ganz ruhig. Entschuldige dich, dass du gesagt hast, Isa war homosexuell. Entschuldige dich. Warum willst du nicht, dass ich ausrede? Ich will, dass du dich entschuldigst, dass du sagst, Isa war homosexuell. Du bist ein Käfer. Ich meine, ganz kurz, hört auf, gemischt zu reden, wallahi, ganz kurz, schau. Wiederloke, lass den Bruder Abul Qasim ganz kurz. Er sollte zuerst entschuldigen, dass er sagt, Isa war homosexuell. Doch, er erzählt immer wieder, Isa war homosexuell. Er soll sich dafür entschuldigen. Okay, Wiederloke, lass ihn kurz aussprechen, bitte. Lass ihn kurz aussprechen. Wallahi, das ist unglaublich. Bruder. Achi, das ist deine Stimme. Also, ey, Onkel Dabba, ich sage dir nochmal, ich gehe sonst runter. Ey, hör zu, ich gehe runter, da kann er ausreden, so viele wie. Hör zu. Und er soll sich entschuldigen, dass er gesagt hat, Isa war homosexuell. Ey, denk, was du willst, ich habe einen Sohn bei mir, ich habe ein Kind bei mir. Du bist krank und besessen, Mann. Du bist ein kleines Kind. Hör zu. Lass mich ausreden. Onkel Dabba. Er soll sich entschuldigen, dass er sagt, Isa war homosexuell. Lass mich ausreden. Okay. Achi, stand da ganz kurz. Subhanallah. Ja, wenn du aber sagst, er soll sich entschuldigen dafür, dass er gesagt hat, Jesus ist homosexuell, genau, müsstest du dich aber auch genauso entschuldigen, dass du sagst, ich mache es dann. Ich habe schon gemacht bei ihm im Stream, hör zu, Er war bei ihm im Stream und hat gesagt, entschuldige dich, dass du den Prophet Mohammed beleidigt hast. Ich habe mich mehrfach entschuldigt. Ich habe Frieden gesucht. Er wollte es nicht. Er soll jetzt aussprechen und sich entschuldigen, dass er sagt, dieser war homosexuell. Ein alter Mann wie mein Opa und trotzdem der Rest nicht ausländer. Ich suche Frieden mit euch allen. Okay, wieder locker. Also, er soll sich entschuldigen, dann entschuldige ich mich auch. So geht es immer in den christlichen Chats ab und ich mag das nicht, deswegen gehe ich raus. Das ist genauso wie in den christlichen Chats. Ich möchte in Ruhe reden, wenn ihr es nicht könnt, gehe ich raus. Ja, das ist unser Stream. Ja, Bruder, ich versuche hier Ordnung zu machen, aber ich kann keine Ordnung machen, wenn hier alle gemischt reden. Das ist ein Mischsalat. Warte ganz kurz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Achi Abul Qasim hat sich wieder locker dafür entschuldigt, dass er Muhammad alaihi salam beleidigt hat. Achi, ich will reden erst, Bruder, bitte. Ich bitte dich, Bruder, Onkel. Wallahi. Frag ihn, wenn er wahrhaftig ist, wird er zugeben und sage, ja, ich habe mich mehrfach entschuldigt bei ihm im Stream. Erst kannst du mich ausreden lassen. Warum hast du Angst? Ach, Abul Qasim, lass mich nicht zum Wort kommen. Wallah, der weiß schon, was ich mit ihm mache. Okay, komm kurz zu deinem Wort und dann klären wir das gemeinsam mit ihm. Ach, der lass mich nicht zum Wort. Erstens, der Kafir, der beleidigt jeden Tag, dass jeder weiß, ja. Trotzdem, ich habe ihn, wallahi, 1000 Mal widerlich beerdigt, dass jeder weiß. Waren wir bei Bruder Yunus, der lass mich gerade nicht aus. Wenn ich das rede, dann kommt er gleich. Also, waren wir bei Bruder Yunus, in der Debatte war drei Stunden. Sein Freund, der nennt sich King, Jesus King, der ist abgehauen und hat ihn im Stich gelassen. Der hat gesagt, in Debatte, seid billahi alaikum, Leute. Wer schläft in Debatte? Der ist in Debatte eingeschlafen.
und dann hat gesagt, ich muss nicht antworten. Sogar die Christen haben Zweifel bekommen. Die haben scheinbar Argumente, alle, der Widerlocher und sein Freund. Und dann hat der Bruder Hamdi das, ich habe zu ihm gesagt, du widerlegst nur scheinbar Argumente und ich stelle Sachen von der Bibel. Dann hat der Widerlocher keine Frage beantworten. Am Ende hat Beleidigung abgehauen. Er ist in Debatte eingeschlafen. Wallahi, wenn er lügt, sag einfach nein und ich zeige das sofort das Video. Er ist eingeschlafen in Debatte. Das ist erstens. Zweitens, er war das lange hier, ein paar Monate bei mir war und ich habe zu ihm gesagt, entschuldige dich, dass du Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt. Und er hat gesagt, okay, ich entschuldige mich, aber gleichzeitig hat dann gelogen mit Ziege nochmal und hat einen Bruder von mir beleidigt. Vor einer Woche oder zwei Wochen nochmal war er bei mir in meinem Stream und ich habe ihn sehr, sehr, sehr gut behandelt. Er selber auch bestätigt gleich. Ich habe ihn sehr, sehr, sehr gut. Das ist eine Woche oder zwei Wochen. Ich habe ihn sehr gut behandelt. Wir haben über die Trinität, habe ich nochmal beerdigt. Am Ende, was er hat gemacht, hat den Bruder Tawhid beleidigt in meinem Stream, weil ich Bruder Tawhid gefragt habe, ob ich, wie findest du die Debatte? Und dann der Bruder Tawhid hat die Wahrheit gesagt, hat gesagt, der ist wurde komplett rasiert. Und dann hat mein Bruder beleidigt. Der selber bestätigt das. Das eine Woche oder zwei Wochen ungefähr. Ich habe vergessen. Auf jeden Fall in meinem Stream. Ach, ich bin gleich fertig. In meinem Stream. Ja, so, ich liebe so. Diskussion ist so ruhig, ist so, ist gut. Auf jeden Fall habe ich sehr gut behandelt. Der selber ist ja da. Kann auch das gleich bestätigen. Also gut behandelt, am Ende aber rasiert komplett. Am Ende, es wollte abhauen, hat beleidigt. Und ich kenne diese Taktik von Christen. Wenn sie nicht antworten können, dann beleidigen sie, damit wir sie rausschmeißen. Geschwister, müsst ihr den Kopf speichern. Ich rede mit Erfahrung. Ich mache das 8 Jahre mit Christen und mit Atheisten, mit Schia, mit so weiter. Die, wenn sie nicht antworten können, dann beleidigen sie. Genau wie die Widerlocher macht, ja. Gleich ich später denn. Und ich will jetzt, bevor ich fertig bin, dass ich, was ich gesagt habe, der selber sagt, dass ich muss sich entschuldigen. Erstens, eure Jesus ist nicht Isa a.s. Eure Jesus ist verflucht, laut Galater Kapitel 3, Vers 13. Und er ist Feigling, Johannes Kapitel 7, Vers 1 und Matthäus Kapitel 4, Vers 5. Ich habe nicht von mir etwas gesagt, das laut der Bibel. Und was ich gesagt habe, dass er sich, oder homosexuell, das steht auch in der Bibel. Stelle ich dir wieder locker, wenn eine Frau dich anfasst und du nie, oder du wirst nicht, oder du bekommst keine Erektion. Bist du ein Mann oder nicht? Wenn du keine Erektion bekommen kannst. Also kann ich jetzt sprechen? Okay, ich bin gleich fertig, dann bist du dran. Wir wollen warte dann noch kurz. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe einen Sohn hier. Und ich habe gesagt, ey, wer soll nicht bei so einem Dreck einschlafen, Mann? Wer soll nicht bei so etwas einschlafen? Ey, hör zu, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Er soll sich entschuldigen, er soll sich entschuldigen. Hör zu, alles, was ich sage, das mit der Ziege. Eben, hör, siehst du, ey, wer lässt hier nicht wem aussprechen? Wer lässt hier nicht wem? Ich habe mich stumm geschaltet. Ich habe gesagt, er soll sich entschuldigt und er labert dir nur Lügen. Ich muss dann zuhören und ich soll nicht einschlafen bei so einem Dreck. Ganz kurz, Abu Qasim, du hast gerade selber bestätigt, wie der Loka hat sich dafür entschuldigt. Achi, das ist lange hier, Achi. Warte ganz kurz, bitte. Lass mich ausreden, bitte, Bruder, ich bin gerade fertig. Achi, stanna. Achi, Khalina, khallas, Willi. Okay, khallas. Schau mal, der ist jetzt ruhig. Entschuldige dich, dass du sagst, dass Isa war homosexuell. Entschuldige dich dafür. Nein, er soll sich dafür entschuldigen. Er soll jetzt zeigen, dass er ein Mann ist. Er hat bestätigt, ich habe mich entschuldigt. Und ich bin bereit, mich nochmal zu entschuldigen. Aber er ist ein Christenhasser. Das ist Hass. Das ist Hass. Wieder locker. Du hast mein Wort. Wenn Abul Qasim jetzt hier fertig spricht, werde ich Abul Qasim darauf hinweisen, dass er sich entschuldigen soll dafür. Ich muss runter. Ich habe ein Kind hier, Mann. Wie viel Mann muss ich das sagen? Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe meinen Sohn hier. Ganz kurz. Okay, Abul Qasim, dann mach bitte schnell fertig. Abu Bakr, warte ganz kurz. Lass Abul Qasim schnell fertig machen. Ich will nur erklären, was Amir gesagt hat, weil wieder locker. Ach, wieder locker hat nicht viel Zeit, hat er gesagt. Lass den Bruder Abul Qasim schnell fertig machen. Ich will doch nur Abul Qasims Wort. Ja, lass ihn, Achi, lass ihn.
ihm. Ich gebe meine Zeit vertrau ihm. Vertrau mir, ja. Vertrau mir. Ja. Abul Qasim hat gerade es dir erklärt. Also, höre dazu. Warte schnell. Jeder, der zuhört, warte schnell. Jeder, der zuhört. Ich entschuldige mich bei euch, jeder. Hör zu. Ich warte schnell. Ich entschuldige mich bei jedem hier. Wenn ich euch irgendwie beleidigt habe oder so, ich entschuldige mich bei euch. Aber ich spreche auch, ich sage zum Beispiel, tausend, da steht geschrieben. Das ist so. Hör dazu. Ich werde es nicht aufhören. Höre dazu. Ich werde es nicht aufhören. Also, über Islam zu sprechen. Nein, hör zu, niemand schauspielt hier. Ich habe gesagt, ich entschuldige mich bei euch. Aber er soll sich jetzt entschuldigen. Er soll zeigen, dass er nicht ein haserfüllter Mensch ist und sich entschuldigen und dann gehe ich runter und ihr könnt so viel reden, wie ihr wollt. Von Christen. Die beleidigen nicht nur den Propheten, die beleidigen alles im Islam. Ganz genau, ganz genau. Und ich bin hier. Und ich entschuldige mich bei euch. Ich verspreche, ich sage, ich mache aber trotzdem weiter. Alle, alle, die nichts zu sagen haben, die stummen sich. Silenz, du stummst dich. Onkel Dabar, du stummst dich. Und nur Abu Chatim und wieder Luca sprechen, okay? Ja, das, genau. Ganz kurz, bitte. Wieder locker. Ich will dir das nur wiedergeben, was die Abul Qasim gerade gesagt hat, damit du das verstehst. Sorry, du sagst, Bruder, du sagst wieder locker, du sagst, du willst eine Entschuldigung von ihm. Okay, und er hat dir gerade damit gesagt, ich bin bereit, Wallah. Abul Qasim hat gesagt, dass derjenige, den er als homosexuell bezichtigt hat, ist nicht er, sondern die Bibel gewesen und er sie nur zitiert hat, okay? Weil er dir damit sagen möchte, dass... Das ist eine Lüge, das steht nicht in der Bibel. Bitte lass ihn ausreden, bitte. Wallahi hat es doch gesagt. Bitte, Guck mal, er hat doch gesagt, wenn ein Mann keine Erektion bekommt, das ist in der Bibel so, dass er von einer Frau, okay, eingeölt wurde im ganzen Leib. Und er würde damit erklären, ganz kurz... Okay, kein Problem, bitte, gleich. Er möchte dir damit erklären, dass ein Mann, der nicht, sage ich mal, Erektion bekommt bei einer Frau, dann sollte er natürlich laut dieser Aussage der Bibel dann nicht auf Frauen stehen. Das heißt, das müsste er sozusagen homosexuell gewesen sein. Und das wollte er dir wiedergeben. Damit hat er nicht gesagt, dass Jesus bei euch ein Homosexueller war, sondern dass es die Bibel so hinstellt. Das wollte ich dir sagen. Kann ich jetzt zum Wort kommen? Nein, jetzt lass mich zum Wort kommen. Ey, höre dazu. Hör zu, jetzt lass mich zum Wort kommen. Nein, lass jetzt mich zum Wort kommen. Hör zu, ihr labert alle hier die ganze Zeit. Jede hier, die da drin ist, ist Zeuge. Ich bin gekommen, ich habe einen Frieden verlangt. Ich habe meine Hand gestreckt. Also, sie beleidigen weiter die Bibel und stellen Jesus als Homosexueller dar. Homosexuell war euer Prophet, die sie den Bauch küssen gelassen hat. Okay, das war euer Prophet. Okay, jetzt beleidigt er. Siehst du? Genau das habe ich gemeint. Genau. Nein, jetzt geht jeder auf Stumm. Genau das habe ich gemeint. Hättet ihr das gerade geklärt, dann hättet ihr den Propheten jetzt nicht beleidigt. Das habt ihr jetzt gerade verursacht. Achi, der wollte ich meine, nein, das habt ihr gerade verursacht. Wallahi, ihr seid dafür schuld, dass ihr jetzt Mohammed beleidigt habt. Alayhi salatu wassalam. Achi, können wir gleich wiederlegen? Lass mich schuld, Wallahi, ich gehe hier raus. Achi, Bruder. Onkel Dawa, Geschwister. Okay, tamam. Khair, inshallah. Schau mal, Geschwister. Erstens, der Kafir, ich kenne seine Taktik. Okay? Das ist lange hier. Und deswegen der Bruder, ach, Onkel Dawa. War das deine Frage? Habe ich das richtig verstanden? Nochmal bitte, ich habe eine Nachricht bekommen, deswegen kurz, ich war kurz weg. Deine Frage war, ob ich in aller Nahe bin, sag mal, ob ich Erkenntnis darüber habe, dass man sagt, dass Allah uns verbieten würde, in diesem Land wie hier zu leben. Wie Deutschland. Ja. Ja, als Moslem, ja. Okay. Und wer das tut, hat gar keine Verbindung zu Allah. Nein. Wir dürfen hier leben, aber wir dürfen den Staat nicht dienen. Also zum Beispiel zum Polizei gehen oder zum Bundeswehr, das dürfen wir nicht. Oder ein Ding sein. Ja, ihr müsst die Demokratie... Nein, das dürfen wir nicht. Okay, guck mal. Warte schnell. Ihr müsst die Demokratie... Nein. Oder? Was? Was nein? Er hat gesagt, er darf hier leben, aber er darf nicht zum Beispiel Polizist werden und so, ne? Ja, also was so den Staat dient, aber so arbeiten, das darf ich nicht. So, zum Beispiel Verkäufer decken oder so, das ist normal. Aber bei Polizisten und Richtern, das dürfen wir nicht. Ich weiß, welche Video du dir das angeschaut hast und welche Frage da gestellt worden ist, ja? Nein, aber, ich weiß. Ich sag dir, deine Antwort ist falsch. Das ist richtig.
Möchte einer von euch beiden so hier vielleicht ein, zwei Verse vorlesen aus dem Koran, was Allah dazu sagt? Ich bin ehrlich, ich kenne mich mit dem Koran nicht aus, bin noch gerade dabei. Aber ich weiß, dass wir dürfen den Staat nicht dienen, aber wäre das ein islamisches Land? Also zum Beispiel wie Saudi-Arabien, da darf man... Guck mal, 95. Darfst du für einen Ungläubigen arbeiten? Wie, was meinst du damit? Darfst du für einen Ungläubigen arbeiten? Also, meinst du jetzt so einen Laden oder so? Ja? Was meinst du jetzt? Was meinst ja, darfst du für einen Ungläubigen arbeiten? Die Frage von dir ist, ob mein Chef ein Ungläubiger sein darf und ich unter ihm arbeiten darf. Walla, ich weiß nicht genau, aber ich glaube schon. Ich weiß nicht genau, Walla. Ja, ich frage dich. Ja, ich ich glaube schon, weil... Was also hat das mit unter der Scharia dürftest du für einen Ungläubigen arbeiten? Nein, ist doch nicht die Scharia, die existiert doch gerade aktuell. Wo ist die Scharia? Ist nicht bei euch in eurem Herzen. Okay. Fängt die Scharia nicht bei euch zu Hause an, in eurem Herzen, bei euch zu Hause, in eurem Tun und dann wird nach Hause getragen, weil die Welt gehört Allah. Oder die Welt gehört Allah und die Scharia muss überall herrschen. Wieder locker. Ich habe eine Frage an dich. Welche Voraussicht braucht eine, also welche Voraussetzung braucht die Scharia? Die Voraussetzung für die Scharia ist, dass man, zum Beispiel, es gibt verschiedene Aussagen, zum Beispiel, wenn der Mächtig kommt, oder wird er das Kalifat ausrufen. Siehst du? Es geht darum, dass zum Beispiel eben der Mächte kommt, wird das Kalifat ausrufen und dann wird eine Scharia herrschen oder gerechte Scharia. Dankeschön. Oder es gibt auch andere Aussagen, indem man die Tauhut stürzt und überall langsam die Scharia implementiert wird. Man braucht eine Scharia. Eine Scharia funktioniert nur mit einem. Nein. Die Scharia auf der gesamten Welt sprechen wir hier, nicht nur in Deutschland. Die Welt gehört Allah und nicht nur Deutschland. Du hast recht, richtig. Eben, die Scharia auf der gesamten Welt. Das heißt, du musst kämpfen mit deinem Mund, mit deinen Augen, mit deinem Körper, mit deinem Schwert, wenn es sein muss, für die Scharia. Es geht hier, schau mal, die Scharia. Es sind zu wenig. Ihr seid zu wenig, das ist es. Wieder locker, schau mal. Es geht gar nicht um die Mehrheit oder um die Minderheit. Ja? Genau. Unsere Propheten. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat damals Kriege gewonnen, obwohl sie in der Minderheit waren. Es geht hier nicht um Mehrheit oder Minderheit. Darum geht es hier überhaupt nicht. Es gibt auch heutzutage siehst du, dass es Kriege gibt, wo die Minderheit sogar gewinnt. Es hat nichts damit zu tun mit Minderheit oder Mehrheit. Natürlich hat das damit zu tun. Lass mich doch mal zu Ende sprechen. Wieder locker. Komm mir nicht mit diesem, komm, hör auf. Ja. Also ich sag dir noch einmal. Um eine Scharia, damit die Scharia existiert, ja, damit die Scharia handgehabt wird, damit sie genommen wird, dafür brauchst du einen Khalifen. So einfach funktioniert das nicht. Wenn es keinen Khalifen gibt, dann gibt es auch keine Scharia. Deswegen ist immer Mahdi der Nächste. Verstehst du? Und somit kommt die Scharia. Das habe ich auch gesagt, aber trotzdem muss der Islam verbreitet werden auf die ganze gesamte Welt. Der Islam wird verbreitet mit Worten. Schau mal, wir kommen auch so weiter. Wir brauchen nicht Schwerter zu zücken oder sonst irgendwas. Das siehst du selber. Warum werden dann Christen in Pakistan umgebracht aufgrund ihrer Religion? Erkläre mir mal. Das sind IS-Mitglieder, die das machen. Das hat nichts mit dem. Komm, ich sage dir was. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das Umbringen und was ist IS? Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist nichts mit dem Islam zu tun. Ich sag dir noch einmal. Schau mal. Wenn die Scharia herrscht, darf ein Christ seine Religion predigen. Auf die Straße, unter dem Scharia-Land. Nein, also darf er nicht. Und wenn er trotzdem macht, was geschieht? Ja, dann wird er halt, wie es in manchen islamischen Ländern passiert, geköpft oder so. Also, ich habe gesagt, in Pakistan passiert das und ihr sagt nein. Und jetzt gäbe es mir doch recht. Was jetzt? In Pakistan gibt es keinen Khalifen. Jetzt sage ich dir noch einmal, ihr sagt, es existiert nicht. Sie praktizieren es. Sie praktizieren, es gibt zu. Guck mal, ich sage dir was, okay? Diese Aussage ist ganz schön gefährlich, aber ich sage dir was. Wenn sie es praktizieren, ja, dann praktizieren sie es, ja, ohne,
ohne, und ich sage dir, ohne dass sie es dürfen. Denn, ich sage dir noch einmal, die Scharia existiert nur mit einem Khalifen. Ja? Nur mit Khalifat kannst du das machen. Das funktioniert nicht einfach irgendjemand, ich bin Moslem, ich arbeite, habe einen Vollzeitjob und dann komme ich nach Hause und sage, ja, jetzt urteile ich über den und jetzt urteile ich über den. So funktioniert das nicht. Nicht jeder, der unfair ist. Aber in Pakistan, Afghanistan und anderen Ländern gibt es aber eine Mullah, gibt es ein Alim, die haben dort Gelehrte. Ich auch nicht, dass es im Namen von Dings ist. Aber sie haben dort Gelehrte. Was haben sie für eine Rechtsschule okay, dort? Ich frage dich wieder locker, ich frage dich eine Sache. Wenn ein Christ jemanden umbringt, ja? Wenn ein Christ jemanden umbringt, sage ich dir auch, er hat das im Namen Jesus Christus gemacht? Aber, hör zu. Das steht ja nicht in der Bibel. Bruder, bitte, das tu mir einen Gefallen, stell das alles, ja, bitte, tu mir einen Gefallen. Guck mal, ich würde ja verstehen. Wir gehen in die Holland T-Shirt. Schau mal, ich würde ja verstehen, dass ihr mit einem ganz kurz, ich gehe kurz raus, ich komme gleich wieder, ja? Ich komme gleich wieder. Guck mal, ich würde ja verstehen, dass ihr mit etwas argumentiert, worüber ihr Wissen habt, ja? Aber hier kommt ihr nur mit Halbwissen. Ich sage dir noch einmal, die Scharia existiert nur mit einem Khalifen. Also Halbwissen, wenn ein Christ jetzt in Pakistan, hört zu schnell. Wenn ein Christ in Pakistan das Wort verbreitet, wird er geköpft. Wenn du hier bist, wirst du nicht geköpft. Okay, warte, Realität. Wir sprechen hier über Realität und was tagtäglich passiert. Ihr seid hier, ihr droht mit Mord, ihr beleidigt Mutter, die ganze Familie, alles. Also nicht ihr jetzt. Nicht du, okay, muss mich korrigieren. Warte schnell, viele von euch, aber das kommt aus dem Islam, verstehst du das nicht? In islamischen Ländern, wenn wir predigen, werden wir getötet. Ihr seid hier und predigt eure Sache mit Aggressivität. Ich habe jemals mit Aggressivität predigen gesehen. Viele von euch, mein Bruder, okay, zu, viele von euch. Lass mal ganz kurz reden, bitte, bitte. Bruder, bitte, eine Sekunde, bitte. Da. Okay, also nochmal wieder locker. Du kennst mich, ja? Du weißt genau, dass ich immer, wirklich immer, in jedem Stream mit dem größten Respekt komme. Ich weiß, ich nehme Stimmt dich das? Aus, ich sage okay, nicht du, ich meine nicht bin dich. Bin ich ein Muslim? Ey, du bezeichnest dich als Muslim, ich aber es gibt andere, die sich auch... Aber da, andere so, da, handeln nicht nach dem, was Allah ihnen sagt, verstehst du? Nur, guck mal, entweder sind das die Leute... Großgelehrte, sie haben mehr Wissen als du und die praktizieren es. Ey, hör mal zu, gelernt, studiert, Mann. Das stimmt überhaupt nicht. Hör mal zu, diese Aussage, dass du sagst, dass wir im Namen Islam Allahs töten, Wort kann ja niemals unter Kraft gesetzt werden und es steht nicht ein einziger Vers im Koran nur mit Khalif. Okay, ey, aber du sagst, warum werden hier Christen in islamischen Ländern umgebracht und so? Was ist mit den Wir rufen nach Frieden. Christen rufen nach Frieden. Wir wollen Frieden. Wir wollen predigen können in eure Länder, so wie ihr hier predigen könnt. Wollen wir dorthin gehen und das Wort verbreiten. Und wenn ihr das nicht akzeptiert, seid ihr Hasserfüllte und Christenhasser. Seid ihr immer mit Frieden gekommen? Warum werden Muslime, also Uiguren in China gefoltert? Das werden Christen auch. Dort werden Christen auch gleich. Was mit Israel und Palästin? Israel, wir sind Christen. Du sprichst mit Christen. Wir sind gegen alles das, was ihr wollt. Die Repression, Unterdrückung von anderen Gläubigen. Wir sind dagegen. Ey, wieder locker. Dürfte ich dich was fragen? Ja, wir sind auch dagegen. Warte, 95. Diese Aussage ergibt keinen Sinn. In Israel werden Kirchen abgerissen. Weil ja, nein, Christen gegen Christen. Eben, ja, gegen Christen. In Israel, das ist auch nicht gut. In China ergibt gar keinen Sinn, weil China ein atheistisches Land ist und gleichzeitig ja, nicht nur Uiguren und die Christen verfolgen. Ist doch egal. Ist nicht egal. Das ergibt keinen Sinn, was du ziehst das jetzt alles auf Kissen, aber die sind keine Christen.
Ja, und? Der Staat ist nicht mal Christen. Ich ziehe nichts auf. Hör mal zu, ich habe nichts auf Christen gezogen. Ich habe gefragt, warum redet ihr nicht darüber? Ich habe nichts auf Christen bezogen. Wir reden gerade darüber. Wir sind Christen, wir haben damit nichts zu tun. Ich mag sogar Christen. Okay, eine andere Frage. Würdet ihr Christen euch dafür einsetzen? Nein, würdet ihr nicht. Würdet ihr Christen euch dafür einsetzen, dass die Uiguren gerade umgebracht werden? Bruder, ich setze mich nicht bei jedem einzelnen Mord ein. Natürlich, das macht keinen Sinn. Warte. Wenn ich auf der Straße sehen würde, ein junger Mann, sagen wir mal im Alter von 15, 14 Jahre alt, Muslim, er wird angegriffen. Denkst du, ich gucke da nur zu und sag, ja, Muslim wird kaputtgeschlagen? Wieso aber nur im Alter von... Was hast du für Gedanken? Wieso nennst du einen? Darf ich sprechen? Ich habe eine Frage gestellt. Lass mich doch meine Frage. Du kannst mir doch nicht... Werf mir doch die Dinge nicht in den Mund. Ich habe lediglich gefragt, ob ihr euch dafür einsetzen würdet. Würdest du dich einsetzen, wenn ein Christ umgebracht würde? Ich würde mich für jeden Menschen einsetzen. Kann man, dann bist du aber ein Käfer in deiner Religion. Das stimmt überhaupt nicht, Digga. Du hast keine Ahnung. Ich bin kein Käfer. Was redest du? Hey, Dad, du sagst doch jetzt gerade, die sollen euch respektieren. Er will sagen, er würde denjenigen helfen. Und du sagst dann aus der Ecke, der ist ein Käfer. Warum sagst du das? Ich zitiere, nimmt nicht die Juden, nicht die Christen zu Schutzherren. Wahrlich, ich sage euch, wer es tut, gehört wahrlich zu ihnen. Guck mal. Also ich hoffe wirklich, ohne dich zu beleidigen, ne? Aber du bist der deutschen Sprache mächtig, da bin ich mir ganz sicher. Also guck einmal, du hast gerade gesagt, ich bin ein Käfer, wenn ich einem anderen helfen würde. Oder woher soll er wissen, ob er ein Christ oder Jude ist? Darf ich sprechen? Wenn nicht, dann gehe ich runter, dann kannst du deinen Stream gerne weitermachen. Aber so Bruder, ich habe gerade funktioniert. Du hast gerade eine Aussage getroffen und ich möchte darauf antworten. Findest du das fair oder findest du das nicht fair? Ja oder nein? Das war doch gerade nicht mal Kufal, wo geredet hat. Das war dein Kollege. Nein, ich war das, Bruder. Ich war das. Gerade eben. Ich mein, aber er hat mich trotzdem Käfer genannt. Also noch einmal, guck mal. Die Aussage war, wenn ich jemand anderen auf der Straße sehen würde, der auf die Fresse bekommt, der gerade Schläge bekommt, der unfair behandelt wird und ich gehe als Muslim dazwischen, ob er ein Christ oder ein Jude oder sonst irgendwas ist, ist abgesehen, er ist ein Mensch und ich helfe dieser Person. Ja? Okay. So, und ich helfe dieser Person, sagst du gerade laut dem Islam, bin ich ein Käfer. Warum? Warum sagst du das? So, jetzt lass mich weiter argumentieren. Du sagst, laut dem Islam bin ich ein Käfer, wenn ich irgendjemand anderen, also jetzt kurze Vorstellung, okay? Ich habe Feierabend, ich laufe gerade nach Hause. Jetzt sehe ich, um die Ecke wird gerade jemand zusammengeschlagen und ich setze mich ein. Jetzt bin ich ein Käfer, weil ich mich für einen Christen oder für einen Juden eingesetzt habe. Und dann nimmst du den Vers, dass du sagst, ihr sollt nicht die Christen oder die Juden zum Schutzherren nehmen. Also, guck mal, du sagst gerade, ich helfe jemand anderem und jetzt nimmst du den Satz Schutzherren, als würde ich ihn als meinen besten Freund oder als würde ich ihn als meinen Schutzherren benutzen, wenn ich ihm helfe. Was ist das für ein Ding? Was redest du da, bitte? Und woher soll er wissen, ob er ein Christ, Jude oder sowas? Woher soll er das wissen? Er hilft einfach ein Mensch. Ausweis fragen, weißt du, bist du Christ, dann darf ich dir nicht helfen, laut dem, weißt du? Ja, er hat diesen Satz nicht verstanden mit Schutzherren. Ich komme gleich. Aber ganz kurz, wir haben über eine Sache geredet, ja, über die Muslime hier in Europa und so, und ihr seid jetzt ganz weit gegangen. Ich weiß nicht, warum wir vom Thema jetzt abgewichen sind. Sehr gut, das habe ich mir auch gedacht. Weil mir eine Frage gestellt wurde, darum. Okay, beziehen wir uns jetzt mal auf das Thema über Europa, die Muslime in Europa. Ja, in Europa, in Amerika und so leben, genau. Also, jemand, wer sagen was will, da kann er gerne jetzt was dazu sagen. Also noch einmal, ihr sagt, weil wir Muslime in Deutschland leben, ja, in einem vom christlich geprägten Land leben. Nein, die letzte Frage war, warum ihr euren Glauben hier verbreiten dürft und wir unseren Glauben nicht bei euch. Jetzt nicht ablenken. Schau mal, du verstehst eine Sache nicht. Ich erkläre dir kurz was. Dein Argument nicht, ich verstehe etwas nicht. Red nicht drum herum, fass es kurz und knapp. Ich,
Ich kann eine Sache nicht kurz und knapp allerdings, weil ich würde einen Satz sagen, dann würdest du das so hinnehmen. Deswegen rede ich außenrum, okay? Also, es gibt genug arabische Länder, wo die Juden ihren Synagogen haben, wo die Juden ihren Bereich haben, wo die Christen ihren Bereich haben. Und unter was für Umständen? Unter was für Umständen? Was für Umstände? Sie haben ihre eigenen Bereiche. Was heißt die Umstände? Ja. Ach, ich will, willst du mir sagen, die dürfen in Arabien, ja? Auf der Straße gehen und Bibel an die Menschen verteilen und Versteh mich nicht falsch. In Saudi-Arabien kenne ich mich nicht aus, aber ich kann dir sagen, was in anderen Ländern abgeht. Welche Land? Sag mir einen. Tunesien, Marokko. Da gehen die Christen auf der Straße, so wie ihr hier in Deutschland macht, und sagen zu den Leuten, kommt, unser Glaube ist das wahre Glaube. In Tunesien bin ich bei dir. In Marokko bin ich nicht mehr bei dir. Da wärst du kaputtgeschlagen. In Marokko wirst du kaputtgeschlagen. Bruder, in Tunesien, guck mal, ich selber bin Tunesier, Bruder. Auf Tunesien kannst du auf Straßen gehen und Leuten das Evangelium predigen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ich will, ja, okay, in Marokko sagst du nein. In Marokko sagst du nein. Bist du in Safi, bist du in Ketama, bist du in Wijda, bist du in Casablanca, schlagen die dich kaputt. Das ist die größte Lüge, die ich mit Abstand jemals gehört habe. Okay, dann nimm jetzt eine Bibel, fahr nach, ich bezahle dir ein Ticket nach Marokko. Nach Warum? Mujda, hey, warte mal ganz kurz, warte mal, was ist das für ein Vergleich? Du sagst, ein Muslim soll die Bibel predigen, was ist das, was redest du da, bitte? Ja, du willst mit deiner eigenen Haut erleben, Hallo? Du sollst mit deiner eigenen Haut erleben. Ich bitte dich, was antun? Redest du da? Was warum soll ich mir das antun? Wer sagt, warum sollst du mir das antun? Die Leute in ja, die Leute. Da redet wieder drum herum, erklär uns das. Erklär uns das. Wie soll ich denn darauf eingehen, wenn ich einen Satz anfange und dann jemand anderes erklär es uns. Ich erkläre es dir. In Marokko dürfen sie predigen. Das nicht ist Marokko, Problem. Wir reden von Europa. Warum ihr hier euren Glauben verbreiten dürft? Ihr stellt mir 50 Fragen. Ich habe eine Frage. Wir reden gerade über Marokko. Dann wird mir gesagt, komm wieder zurück. Also was Nein, wir bleiben jetzt kurz bei Marokko. Rede über Marokko. Dann seid euch untereinander einig, erstmal, worauf ich antworten soll. Marokko, Bruder. Antworte bitte auf Marokko. Also ich sage dir noch einmal, selbst in Marokko, haben die Juden ihre Synagogen und die Christen ihre Kirchen. Und sie gehen auch auf die Straße und predigen, ohne auf die Fresse zu bekommen. Deswegen ist dieser Marokko ist aber auch noch ein sehr harmloses Beispiel. Da hast du ein schlechtes Beispiel gemacht. Ich kann dir nur die Beispiele nennen, die ich selber gesehen habe. Ja, Marokko ist ja auch gibt es also eine Kirche, willst du mir sagen? Ja, Marokko ist ja noch sehr locker. In Marokko gibt es Kirchen und da gibt es auch Synagogen für die Juden. Weil Marokko viel profitiert von Europäern, deswegen ist das da sehr locker noch. Darum geht es natürlich. Natürlich. Es geht ja nicht darum, dass diese Leute, die Juden dort normal leben, dass die Christen dort normal leben. Nein, nein, es geht nur um richtig. Ey, dieser Junge hat nicht gelogen. In Marokko gibt es wirklich Kirchen, ja? Gibt's auch. Warum soll ich denn lügen? Ja, gibt's. Aber die Sache ist, warum? Die Frage war immer noch, warum das hier in Europa normal ist, dass jetzt hier verbreitet. Voll schön. Ja, weil deutsche Gesetz erlaubt es. Und zum Beispiel arabische Gesetz erlaubt es nicht. Dann soll es Deutschland ja verbieten. Gehen wir mal in den Iran, ne? Iran macht seine eigenen Regeln. Lass mich mal kurz ausreden. Der Iran lebt nach der Schahid. Oh mein Gott. Sharia, die leben nach Sharia ohne Khalifat. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und unser Prophet, hallo, bitte, ich hör dir noch mal kurz. Sag mal bitte, sorry, aber, lass dich kurz aussprechen. Also, die Christen dürfen nicht auf Persisch predigen. Die dürfen nur entweder auf Aramäisch oder auf Kurdisch predigen. Aber wenn man auf Persisch predigt, kann man vors Gericht kommen und eine Haftstrafe. Kurdisch? Seit wann darf man auf Kurdisch Koran zitieren? Ich meine doch Bibel gerade. Bitte nicht beleidigen. Aber warum sagst du Bibel? Entschuldigung, ey, das kommt einfach so raus. Sorry. Also, man darf den Koran nicht auf Persisch, also die Bibel auch nicht auf Persisch oder auf Arabisch zitieren, weil sonst kann man vor das Gericht kommen und entweder geköpft oder eine Haftstrafe bekommen, man kann gefoltert werden. Man darf nicht die Bibel predigen, ansatzweise auf der Straße, weil entweder du wirst von der Polizei eingesammelt und kannst auch sterben, oder du wirst von den Menschen da verprügelt, also das ergibt gar keinen Sinn, was ihr gerade hier sagt. Wir Christen dürfen nicht predigen. Das stimmt nicht. Also guck mal, ich will dir kurz was erklären. Ich rede doch gar nicht. Achso, wer redet denn? Ich nicht, Wallah, ich nicht.
Das ist kein Witz. Warte mal. Willst du mir sagen, ich darf in Iran Bibel predigen? Nein, ich darf nicht. Guck mal, ihr fragt mich immer Länderfragen. Wir reden über Islam, wir reden nicht über Länder. Ja, Bruder, weil wir checken nicht, Bruder, dass du überall den Koran predigen darfst. Aber wenn wir in einem Land von euch mäßig, sagen wir mal jetzt, was predigen. Ja, da gibt es Gesetze, da sollen christliche Länder auch. Die würden doch alle den Islam verlassen, Mann, wenn die Leute da hinten die Wahrheit lesen würden. Deswegen verbieten die das, ist doch ganz klar. Komm bitte nicht. Mein Freund, die würden doch alle das lesen. Das ist die Hauptfrage. Wenn die Leute den Koran lesen würden, ohne Vorurteile zu haben, wie ihr sie gibt, dann würden sie besser verstehen, als so, wie ihr sie darlegt. Ja. Okay, also sollen wir uns das auch alles schön malen, so wie du das. Ihr nehmt immer einen Satz und daraus macht ihr dann eure Vorstellung, ja. Philosophiert ihr. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht darauf eingehen, weil sonst wird das respektlos und auf diese Stufe wollen wir. Okay, also wir philosophieren und du nimmst das alles beim Wort, oder wie? Das, was ich weiß, ja. Warte, nein, du nimmst alles beim Wort, wir philosophieren. Hast du also, gerade gesagt? Dreh meine Worte nicht, ich habe gerade gesagt. Nein, du musst aufpassen, was du sagst. Ich passe ja auf, ich bin ja schon vorsichtig genug. Okay. Deswegen sage ich ja auch zu manchen Dingen, wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Ja, also wir philosophieren, aber habe ich verstanden. Ihr philosophiert, ja. Okay. Beziehungsweise, okay, weißt du was? Ich drück's mal ein bisschen härter aus. Ihr philosophiert nicht, nein, ihr stellt die Dinge absichtlich schlecht hin. Nein, wir stellen die nicht absichtlich schlecht hin. Wir schreiben ein christliches Dings hier. Wir zitieren. Das ist eine Lüge. 95, das ist eine ganz große Lüge. Wenn ich es halten würde, dann würde ich theoretisch ein Gesetz der Bibel jetzt brechen. Die nächsten. Nein, wir zitieren nur. Wir machen hier keine Lügen, wir zitieren. Und falls du nicht damit einverstanden bist, dann erklär uns. Ich habe mich mal gefragt. Das war Barik Odinison oder keine Ahnung, wer das war. Ich habe mich gefragt. Ach so, sorry. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Wer war da? Ich warte, bis ihr fertig seid, denn ich will ein paar Fragen stellen, aber ich warte, bis ihr fertig seid. Ich habe ein paar Sachen gestellt, ja. Also am Anfang, ich wollte eigentlich nur über dieses Thema kurz besprechen, aber ihr seid jetzt schon in Tunesien und Iran gelandet. Ich verstehe das nicht gerade. Allah, mein armes Land da. Ja, das ist, weil ihr so 1000 Fragen stellt gleichzeitig. Lass mal auf die ursprüngliche Frage gehen und dann. Wir lesen das, was in den Büchern steht und fertig aus. Welches Land was macht, ist gerade ist schon traurig, aber lass mal nicht darüber reden. Ich sag hier noch einmal, die Länder. Aber eine Frage, wo du Tunesien erwähnt hast, sehen sich Tunesier als Araber? Ja. Was ist das denn für eine Frage, bitte? Was hat das denn jetzt schon wieder mit dem Ei? Nein, weil heutzutage, du fragst einen Araber, du sagst ihn, ey, bist du Araber? Er sagt, nein, ich bin Libanese. Oder nein, ich bin Tunesier, ich bin Ägypter. Die sagen nicht, dass sie Araber sind. Deswegen habe ich gefragt. Ist doch egal, kann ich doch sagen. Okay, aber wieso, guck mal, du nimmst also mal aus, ich bin Araber, eine Person. Nein, ich habe nur gefragt, es war eine Frage. Frag doch die Person. Du sagst gerade, lass uns nicht über Länder reden, aber fragst dann sowas, ne? Ja, aber frag doch die Person, warum fragst du mich sowas? Soll ich antworten? Ich hab nicht dich gefragt, ich habe hier dieser Kuffarslayer gefragt, ich weiß doch, dass er aus Tunesien ist. Ja, okay, Zamam, aber du stellst ihn jetzt. Aber das ist das Gleiche, wie wenn du mir die Frage stellen willst. Warum fragst du ihn? Nein, ich habe ihm die Frage, weil er Tunesier ist, habe ich gesagt. Sehen sich die Tunesier auch als Araber? Das war eine ganz normale Frage. Okay, sehen sich Tunesier als Araber? Ja. Okay, fertig. Das war alles, was ich wissen wollte. Aber lass mal auf die andere Frage gehen. Glaubt ihr, die Muslime, die hier in Europa leben, haben noch was mit Allah zu tun? Oder hat Allah noch was mit denen zu tun? Ja, natürlich, warum nicht? Bei wem? 90, ich glaube, ich will ja auch schon machen. 95, kannst du dich auf Stumm machen? Kurz auf Stumm machen, oder? Das ist bei 95. Ach, wir machen mal. 95. Boah, schmeiß ihn einfach runter, Mann. Stumm ihn einfach. Ja, Daniel, bitte, stumm ihn mal, bitte. Ja, okay, das nicht. Also, ja. jeder soll ein Wort ablegen, aber Marc Ottison, der wartet schon sehr lange, der will auf jeden Fall was fragen. Darf ich? Ja, gerne. Schieß los. Also, der Herr Jesus Christus segne die Christen.
Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh an die Muslime und hallo an die anderen. Wa alaikum salam. Alaikum salam, mein Bruder. Gottes Segen. Shalom. Ich hätte dann so eine Frage an den, ist der rausgegangen? Nein, an den Stay Real. Was ist eigentlich so schlimm? Also ist es schlimm daran, wenn Muslime ihren Glauben in Deutschland, wenn das alles so mit rechtmäßigen Dingen verbreiten? Es ist schlimm. Weil die Leute nicht wissen, was da drin steht. Die überzeugen Leute. Ja. Die überzeugen Leute mit den guten Versen. Ist ja nicht alles schlecht, was da drin steht. Bei der Bibel gibt's auch schlechte Verse. Aber 95, warte kurz, ist egal. Was, also ich wollte ihn jetzt kurz fragen und ich möchte seine Sicht jetzt wissen. Wie meinst du das? Also ich meinte jetzt mit rechten Dingen, dass sie da ihre Infostände haben. Guck mal, und einfach den Koran auf das fängt schon damit an. Guck mal, es fängt schon damit an, die können hier ganz normal frei rumlaufen, ihren Koran und so verbreiten. Alles okay, kein Problem. Die Leute können sich ja das in die Hand nehmen und lesen. So komischerweise in deren Länder ist es verboten, die Bibel den Leuten zu verteilen. Verstehst du das? Ist deren Schuld? Ja, okay, aber warum ist der deutsche Staat? Warte kurz. Deren Schuld? Nein, weil der Staat halt muslimisch ist, verstehst du, islamisch. Nein, der Staat, warte kurz. Es gibt kein, dieses, auch, was mir auch aufgefallen ist, gerade in dieser Diskussion, die Rede von Scharia, also die Scharia kann nur existieren, wenn das Land, also oder wenn der Staat komplett islamisch ist. Das heißt, da muss eine gewisse Regeln reinfallen. Zum Beispiel keine Korruption, verstehst du? Zinsen weg. Das existiert in Saudi-Arabien alles. Da gibt es Korruption ohne Ende. Da gibt es Zinsen. Das kann kein Scharia-Land sein, verstehst du? Genau. Da müssen sehr viele, auch Afghanistan. Das ist ein Mullah-Staat, verstehst du? Aber klar ist das auch nicht gut, wenn Christen dort ihre Religion nicht, also wenn die da Infostände nicht machen können, das ist auch nicht gut. Aber ich sehe das persönlich nicht als Fehler der Muslime, sondern das ist der Fehler der Regierung. Ich habe auch nicht den Fehler bei irgendwelchen Muslimen gesucht. Das war ja nicht die Rede davon, sondern dass der Staat einfach schon so korrupt, wie du es gesagt hast, ist, weil er davon profitiert, dass die Menschen wie Sklaven sich an diese Regeln da halten, was da steht. Ganz normal, wer dumm bleibt, ist einfacher zu steuern, ist ja klar. Verstehst du? Wir wissen ja ganz genau, wenn die Leute da jetzt anfangen würden, die Bibel zu verbreiten, manche Leute würden sich bilden, würden sich mal dahinter setzen, mal gucken, was da steht und so weiter und so fort. Und würden ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Und würden dann anfangen, langsam Stück für Stück alles zu hinterfragen. Verstehst du? Ja, natürlich. Natürlich. Also ich persönlich hab mich immer schon für Religion interessiert, durch der Islam. Mit dem habe ich die meiste Zeit verbracht. Ein bisschen das Christentum, ein ganz bisschen das Judentum, auch sehr viel den allgemein den Paganismus. Verstehst du? Und ich hatte jetzt nie wirklich was gegen Muslime, auch wenn ich die Suren gelernt habe und so weiter, oder wenn ich mir die Bibel durchgelesen habe, also ein bisschen angeschaut hat und so weiter gelesen habe, um die Gottheit Jesus zu verstehen und warum ihr daran glaubt, verstehst du, das ist ja eigentlich nur Wissen, ne? Und Wissen ist Macht. Ob man jetzt behauptet, wenn man den Koran liest, dann sieht man die Wahrheit, oder umgedreht mit der Bibel, wenn man jetzt die Bibel liest, liest man die Wahrheit und man bekennt sich sofort. Das ist ein Beispiel, das ich jetzt nicht, also ich würde das jetzt nicht so aussprechen, das stimmt nicht. Es gibt genug Menschen, die Bibel gelesen haben, als Nichtchristen und sind dann. Hallo, ja. Bibel. Ich muss auch, wenn ich gehe raus, gell? Aber du heißt ja Odin, ne? Also du glaubst ja an Thor und so, wa? Ja. Also an mystische Sachen, nicht historische Sachen. Mystisch? Wie kommst du auf dieses Wort? Wurde Odin jemals bestätigt? Was hat das jetzt mit mystisch zu tun? Also das sind ja Wörter. Das ist mystisch, wenn etwas nicht bestätigt wurde, dass es jemals existiert haben sollte. Nein, das ist nicht die Definition von mystisch. Es sind mystische Sachen, es sind mystische Götter, doch. Das ist aber nicht die Definition, die du genannt hast von mystisch. Ja, auf Fakten basiert sich dein Glaube nicht, das meine ich auf jeden Fall damit. Also wenn man jetzt ganz streng schaut, ist das gar kein Glaube, der jetzt unbedingt bewiesen werden kann. Denn es heißt ja Glaube und nicht Wissen, verstehst du? Wenn du mir sagen willst, dass du weißt,
dass dein Gott der wahre Gott ist, dann bist du ein Lügner. Nein, bin ich nicht. Doch, das bist du. Wenn ich dir, okay. Ich sage das jetzt mal krass, warte gut, ich sag dir jetzt mal krass, wenn ich dir eine Waffe an der Schläfe halte und sag, ich werde abdrücken, dann wirst du weinen, glaub es mir. Du wirst nicht sagen, ja, ich gehe zu Jesus. Das ist Gelaber. Du wirst so heulen, weil du nicht genau weißt, was danach passiert. Okay. Und das ist normal, das ist menschlich. Dann gebe ich dir auch mal ein Gleichnis. Okay, alles schön und gut. Menschlich hier, menschlich da. Dann gebe ich dir auch mal gleich direkt ein schönes Gleichnis. Ich stelle dir eine Statue hin von Odin, okay? Ja. Und ich stelle dir, wir machen jetzt etwas wie damals Baal und Ila. Nicht Ila, wie heißt der? Ich weiß nicht, wie der Prophet hieß. Ich stelle dir eine Statue von Odin hin und ich stelle dir keine Statue hin, aber ich stelle dir eine Statue von Odin dorthin. Du befiehlst deinen Gott Feuer zu schicken, machst ein Ritual, passiert nichts. Ja. Ich sage, mein Gott soll Feuer schicken und es passiert. Das sind Fakten. Was redest du? Weißt du, was der Prophet Ila gemacht hat? Also willst du mir jetzt ernsthaft sagen, wenn du in eine Kirche gehst und da stehst und sagst, es soll Feuer regnen, dann wird Gott machen, dass Feuer kommt? Nein, das natürlich nicht. Dann ist mir dein Beispiel egal, denn es ist nicht real. Okay, wir müssten aber jetzt nochmal in die Zeit von Eli gehen. Nein, du kannst nicht dahin gehen, denn es wurde nie bewiesen. Warte mal, es wurde nie bewiesen? Der Koran bestätigt uns. Was? Der Koran alleine bestätigt uns das schon. Hast du bin ich ein Muslim? Ist der Koran relevant für mich? Nee, eigentlich nicht, aber ist ein Buch von dir relevant? Also, was hat das für einen Sinn? Ist ein Buch von dir relevant? Ja, an die Bücher, ich lese mir Bücher durch, natürlich. Marvel Comic Heft oder was liest du? Warum Marvel Comic Heft? Warum machst du das? Warum sagst Weil du ich kenne deinen Gott nur aus Marvin. Ja, okay. Aber das heißt Marvel und nicht Marvin? Ja, Marvin. Marvin ist dein Gott Existenz. Okay. Und zweitens, jetzt habe ich den Faden verloren. Marvel ist eine, also das ist Fiction, verstehst du? Dein Gott auch, nicht. Darf ich das zu dir sagen? Wirst du mich dann mögen, wenn ich sage, Jesus Christus ist bla 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 und Punkt. Das ist mir egal. Nein. Wenn ich das sagen würde, ich wette meinen Kopf drauf, alle TikTok-Christen würden sagen, der hasst Christen, aber irgendwie darfst du das. Irgendwie ist das okay. Nein, ich mach das nicht. Nein, ich mach das nicht. War Gordinson. Ja. Du könntest mich so viel beleidigen und ich würde dich trotzdem lieben. Verspottest du den Herrn? Das ist okay. Ich mach das aber trotzdem nicht. Ich spotte nicht über den Glauben anderer Menschen. Ich mach das nicht, ich habe Besseres zu tun. Ja. Ich wollte dir nur sagen, ich basiere mich nicht auf Mythen. Ich basiere mich auf Fakten. Okay. Okay. Das ist das Ding. Okay, dann gehen wir mal auf deine Basis, denn du versuchst mich ja auf meinen Glauben zu attackieren und sagst, das ist keine Fakten, blablabla. Ich akzeptiere das, ist okay. Eigentlich ist es mir egal, aber dann gehen wir mal in die Bibel. Kannst du mir zeigen, wo ein Busch geredet hat oder wo Schlangen geredet haben oder wo Menschen auf Wasser gelaufen sind, wo jemand gestorben ist und nach 3 Tagen ist er auferstanden? Das kann man lesen, natürlich. Kannst du mir das aber zeigen? Kann ich dir. Also ich habe zwar keine Zeitmaschine und kann dir in diese Welt gehen. Also, dann ist es unbestätigt. Dann ist mir das egal, wo was steht. Dann ist Odin unbestätigt. Warte, ganz kurz. Guck mal, Daniel. Das habe ich von Anfang an gesagt. Keine Religion wurde bestätigt. Keine. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ihr habt keine Überlieferungen in diesem Glauben. Oder habt ihr Überlieferungen? Natürlich, aber ihr seid ja gekommen und müsstet meinen, alle zu töten. Okay, wann gab es den letzten Propheten in deinem Glauben? Wer sagt, dass wir eine Buchreligion sind und dass wir Propheten haben? Also irgendwie kennst du dich nicht aus. Aber du hast gesagt, ihr habt Überlieferungen. Was sind denn? Wo sind eure Überlieferungen? Das hat er nicht gesagt. Das, was die Menschen immer, also jetzt, wenn es um meinen Glauben geht, ne, ich rede immer um meinen Glauben, was die Menschen geglaubt haben und so weiter. Odin und Thor und die Eigenschaften und so weiter. Kannst du das lesen, was hier steht? Kannst du nur einfach lesen? Ich weiß, dass sie können. Erster Brief des Clemens an die Korinther. Der ist aus dem 1. Jahrhundert. Ein Schüler Petrus. Die Apostel haben uns das Evangelium verkündet, dass sie vom Herrn Jesus Christus
bekommen haben. Jesus Christus aber ist gesandt von Gott 2. Das ist der Vers. Sie empfinden also ihre Aufträge, wurden durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus mit Gewissheit. Okay, aber was, das hast du jetzt aus dem, das ist irgendein christlicher, ja, was hast du jetzt erreicht? Ich habe dir eine Überlieferung gezeigt. Also wenn du jetzt einem Wissenschaftler das zeigst, wird er das annehmen oder wird er dich auslachen? Wenn ich das einem Wissenschaftler zeigen würde, der lacht dich von Kopf bis Fuß aus, wenn du das als und kannst siehst. Du mir dann auch begründen, warum er mich auslachen würde? Erstens, denn es ist keine, ich sag dir, es ist keine empirische oder universelle oder kosmologische, es ist kein Beweis, es ist nichts, das ist einfach nur ausgedruckt. Kosmologisch läuft sowieso gar nichts auf kosmologisch, die läuft immer das noch etwas auf Fakten. Ja, das wenn ist aber doch kein Fakt, Junge. Warte mal, das hast du aus dem Internet. Aus dem Internet. Das ist trotzdem ein Brief gewesen, damals zum Clemens. Kannst du das beweisen? Kannst gerne die Kirchenväter nachgucken. Sehr, sehr, sehr herzlich. Ich kann dir gerne jetzt einen Link schicken und kann dir von dem 1. bis zum 8. Jahrhundert oder bis zum 9. Jahrhundert, glaube ich, sind da die Kirchenväter aufgelistet, was die über Jesus Christus berichten und sämtliche andere. Ich sage dir jetzt so, ich gebe dir einen Fakt. Zwei Leute gehen zur Polizeiaussage. Ich sage dir, der eine hat ein blaues T-Shirt an, der andere sagt Linanes. Fakt ist, es war ein. Du musst zu Ende reden. Fakt ist, es war. Ich habe dich jetzt gerade nicht gehört. Was? Zwei Leute gehen zur Polizei. Der eine sagt Linanes T-Shirt, der andere blaues T-Shirt. Ja. Fakt ist, es ist ein T-Shirt gewesen, also. Natürlich. Okay. Und ich sage dir, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Okay. Der andere sagt mir, nee, jemand anderes ist auferstanden. Fakt ist, es war eine Auferstehung. Oder so wie auch, wenn ich dir sage, Fakt ist, es gab eine Kreuzigung, der andere sagt, nee, es erschien ihn nur bloß so. Also Fakt ist, es gab trotzdem eine Kreuzigung. Kreuzigung, was hat das jetzt mit mir zu tun? Einfach alles, mein Bruder. Du hast mir auch, hä? Du willst was hat das jetzt mit mir zu tun, wenn jemand da an dem Kreuz eine Sache, Kufa-Slayer, du hast eine Sache nicht verstanden, guck mal. Genauso wie er sagt, also genauso wie du sagst, dein Tor und der ganzen anderen, Mein Tor? Sein Tor, Bruder, bitte hör mir doch zu. Genauso wie du sagst zu ihm, dein Tor und dein Odin sind Science Fiction, sagt er zu dir, du hast keinen Beweis, mir zu zeigen, dass dein Gott auch nicht Science Fiction ist. Das versuche ich ihm zu erklären, aber verstehst du? Weil er sagt, weißt du was, wenn er jetzt unfair wäre, würde er sagen, geh doch in die Kirche und bitte Gott, er soll sich ihm zeigen in Gestalt, so wie er damals als Jesus kam. Verstehst du? Genau so verlangst du, dass er einen Beweis bringt, dass Odin existiert. Okay, aber warte mal, mein Fakt war immer noch trotzdem darauf, dass Jesus Christus historisch und alles mögliche bewiesen das wurde. Das kann ja gut sein. Das kann ja gut sein. Odin aber, oder irgendwer von den historisch nachgewiesen. Das kann ja gut sein. Das kann ja gut sein. Aber guck mal, ich bin ja Muslim. Das war die Frage. Also wir glauben ja beide wenigstens an Jesus. Du glaubst doch auch an Jesus, also den Fake Jesus. Ja, ich glaube an ihn. Trotzdem sage ich dir, kannst du mir sagen, wo der Odin oder Ragnar oder einer von denen? Ragnar? Es gibt keinen Gott, der Ragnar ist. Ich meine nicht Ragnar, ich meine Thor. Nein, du hast gerade dich entlarvt als Lügner. Du kennst das nur aus einer Serie. Ich kenne das auch nur aus einer Serie, hä? Ja, dann warum redest du? Und was soll ich denn sonst kennen? Das ist ganz kurz, guck mal. Ja, ich kenne das auch nur durch eine Serie. Guck mal, genau wie wir trotzdem. Du hast kein Wissen. Fakt ist, es ist trotzdem nicht historisch, sondern immer nur Kufa-Slayer, guck mal, du sagst, es ist nicht bewiesen. Ja? Du sagst, es ist nicht bewiesen. Er sagt zu dir, für ihn ist es bewiesen, weil es Leute gibt, die darüber erzählen. Für ihn gibt es kein Buch, aber es gibt Leute, die erzählen, dass sie existieren. Von der damaligen Zeit. Ja? Gibt auch Leute, die sagen, dass sich Odin und Zeus und diese ganzen anderen offenbart haben. Ja? Verstehst du, was ich dir sage? Und genau so sagt er zu dir, du kannst das auch nicht beweisen, faktisch beweisen, du kannst das nur historisch aus der Geschichte beweisen. Aber Fakt ist, Odin lebt nicht mal, weil er selber glaubt daran, dass Odin gestorben ist. Wo steht das? Odin ist gestorben nach dem Kampf mit dem Urzeitriemen. Wo steht das? Odin ist gestorben nach dem Kampf mit dem Urzeitriemen. Junge, was laberst du? Nein! Bruder, das ist kein Anime. Bruder, das ist kein Anime hier. Was redest du da? Nein, ohne Witz jetzt. Jokes aside. Jetzt mal ernsthaft. Von wo hast du diese Aussage her? Wo? Bitte. Sei ehrlich. Marvel DC. Ja, genau. Marvel DC ist deine Quelle. Okay.
Dann, ja, dann war's okay, das schon. Ja, Bruder, dann kommentier doch auch einfach. Warte, Achim. Wenn dich anscheinend. Nein, ich komm, warte kurz. Cool, warte kurz. Dann sei doch auch einfach kurz. Ein. Warte kurz. Du verstehst eine Sache nicht. Wir reden hier gerade über Debatten. Wir reden hier gerade nicht über, ja, über meinen Glauben. So oder so. Wollen wir über Jemir reden? Ja, können wir machen. Ich zerlege dich in allen Punkten. 100 ja, okay, aus was er immer dieses Zerlegen. Okay, aus was erschuf er denn aus seinen Urdingern und all, aus seinem Körper die Welt? Ich verstehe deinen Satz nicht mal, weil Urdinger gibt es nicht. Ja, der Urzeitsriese ist der ist die Urzeitdinger der Erschaffung der Welt. Ich weiß nicht, was Urdinger sind. Du musst schon mit Fakten aus kommen. Aus ihm wurde die Welt erschaffen. Aus dem Urzeitsriesen. Ja. Ja, was verstehst du daran nicht? Kennst du hast Urdinger gesagt. Du kennst dich in deiner Religion aus. Ich kenne mich besser aus in deiner Religion. Okay, wie heißt Odin noch weiter? Ohne ihn zu googeln. Wie der heißt, aber du, ja, aber du kennst dich aus. Eben, aus einem aber Urzeit du kennst dich aus. Aber okay, wie heißt denn noch natürlich. Odin? Thor, Wotan. Der Gott, der was laberst du? Thor ist sein so. Egal. Auf dieses Warte. Niveau muss ich mich nicht unterbringen. Egal. Dings ist. Ja. Du hast ja gefragt, dass, wie ist Jesus real, genau, gell? Ja, genau. Ich habe ein einfaches Zeugnis davon. Ob du es anerkennen willst oder nicht, ist deine Entscheidung. Aber darf wenn ich, du willst, darf ich erstmal, darf ich mal kurz mal Dings fragen? Das ist sicher ein. Dass du was erlebt hast, ne? Das ist ein Erlebnis von mir, genau, ein Erlebnis. Okay, was ist jetzt, ich habe da eine Frage, denn ich wusste das sofort, dass du das kommst, dass das kommt, ich wusste das sofort. Was ist jetzt denn der Unterschied, wenn jemand Jesus sieht und wenn jemand Shiva sieht und dadurch konvertiert oder jemand, der was eingenommen hat, dass seine Sinne betrübt und das dann, und genau Jesus auch dann sieht? Wo ist der Unterschied? Man merkt das vom Herzen aus. Das ist, wenn man benebelt ist, das merkt man nicht vom Herzen aus, das merkt man vom Gehirn aus. Aber wenn man eine heilige Person sieht oder generell Gott sieht, dann hat man einfach ein Gefühl, das kommt nicht von so. Vielleicht also kommt Gefühle vielleicht sind wahr, oder? Was ist jetzt wahr? Also Gefühle, das muss, du hast schon das Gefühl auch betrüben können, ne? Das hat aber mit Gefühlen nichts zu tun. Odin verliert sein Leben in Ragnarök gegen den lebendigen Wolf Heri. Eine Schlacht, die an der Ende der... Das nennt sich Fenrir und die Schlange heißt nicht Schlange, sondern Jörmungandr. Ja, okay, also ist dein Gott tot? Nein, das ist eine Prophezeiung, aber das verstehst du nicht. Das ist eine Prophezeiung, die noch passiert. Aber egal, der Typ, der Host hat mich was gefragt. So, also, wenn man betrübt ist, dann kommt das nicht vom Herzen aus, sondern vom Gehirn aus. Wenn man aber Gott sieht oder eine heilige Person, wie ich gesagt habe, kommt das vom Herzen aus, das spürt man. Dann das spürt man beweisen, einfach. Dass das dann real ist. Okay, ich sag dir jetzt mein Zeugnis. Akzeptierst du es nicht oder nicht? Willst du es hören oder nicht? Ich kann es mir hören, ich kann es auch interessant finden. Es kann mich vielleicht anzuregen, ein bisschen weiter zu forschen, aber das ist am Ende des Tages kein Beweis. Nein, meine Frage war jetzt, willst du mein Zeugnis hören oder nicht? Du kannst es mir erzählen. Also ja. Also. Ich habe kein Problem damit. Also du musst dir mal vorstellen, also ich muss... Diese Religion ist eigentlich... Guck mal, Wallah, tut mir leid, dass ich sage, aber diese Religion ist irgendwie ein bisschen mehr sinnvoll als ein oder andere Religion auf dieser Welt. Entschuldige bitte, dass ich mich kurz einmische. Ja, Jungs, ich grüße euch ganz herzlich. Ich will dir nur ganz klar, aber nur von mir sagen. Frauen, danke. Entschuldigen Sie bitte. Und Frauen, ganz kurz, warte mal, ich will Bruder, ich nehme alles zurück, Bruder, ich lese gerade sehr viel über deine Religion und ich muss dir sagen, die macht ein bisschen mehr Sinn als die ein oder anderen Religionen. Ich bitte dich ganz höflich, pass auf, nur ich bitte euch ganz höflich, ganz einfach, ihr ist Patriot, ja, nur ich habe nur eine Frage an euch, an alle und ich habe auch eine Antwort, ja. Pass auf, es hat mit Religion nichts zu tun, weil Religion, das ist ein Opium für das Volk, es hat was mit Glauben zu tun, mit lebendigem Glauben, aber nach dem Glauben geht Wissen, das heißt, und nach dem Wissen geht Vergewissen. Ich habe früher nie geglaubt, dass es jemanden gibt, also Jesus gibt, danach habe ich es geglaubt, warum, weil er mich gebückt hat. Und danach habe ich mich vergewissert, dass es ihn gibt und ich weiß heute, dass es ihn gibt. Warum? Weil er antwortet mir immer. Jetzt ist die Frage, antwortet hier dein Gott oder nicht? Warte, mir? Natürlich. Wieder. Ihr habt gar keine Ahnung, wen ihr hier im Livestream sitzen habt. Und warum ich das glaube, warte kurz, und warum ich an das glaube, was ich gerade glaube. Ihr habt null Ahnung. Hast aber das Interessante ist,
Warte kurz, das Interessante ist, ihr zieht immer, ihr sucht nach gewissen Dingen und versucht euer Bild dann zu bestätigen, aber was links und rechts ist, ist euch egal. Nein, nein, das ist sehr interessant. Odinson, ich sage dir, glaub, was du willst, Bruder. Mach Aki, ich danke dir. Richtig, Lekum Dino Kumwaladin. Odin hat doch sein Auge verloren. Ja, und okay, Christus, Kind, du lachst gerade, warum hat er kein Auge mehr? Bitte. Erzähl. Eine Frage. Nein, das war eine Feststellung. Es war eine Aussage, ja, genau, in der Frage. Nein, das und damit geht wollte nicht. Ich deine Antwort. Warum geht nein, das? Nein, das nicht? Ist keine Frage. Sonst hättest du gefragt, hat Odin sein Auge verloren? Aber du sagst, aber Odin hat sein Auge verloren. Das ist keine ja, Frage. Aber Odin das hat ist... sein Auge verloren? Fragezeichen. Okay, warum? Erzähl mal. Hä? Fragezeichen? Ich kann dir sagen, warum Odin kein Auge mehr hat. Also, ich erkläre euch das mit dem Auge. Er hat sein Auge geopfert an den Gott Mimir, um mhm. in den Brunnen der Weisheit zu gucken. Genau. Ach so, das Kommt heißt, er ist Gott und opfert an Gott. Aha, okay. Alles klar. Einfach 10 Götter. Okay, alles klar. Ja, es heißt nicht einfach so Polytheismus, ne? Aber interessant, dass ihr. Und wer bist, wer bist du heute? Nur eine warte Frage. Kurz, warte kurz, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Sie wer bist du denn gesagt? Heute? Nur eine Frage. Wer bist du denn? Dein wer Wissen über ich? Dich. Dein Wissen was? Über dich, wer du bist. Ich kenne mich sehr gut, ja. Nein, was heißt, du kennst dich sehr gut, das kennt auch jeder, aber ich sage, wer du bist. Gib mal eine Stellungnahme. Ja. Wie, wer ich bin? Ich bin ein Mensch auf diesem mal. Planeten. Ja, ich bin einer von 8 Milliarden. Aber Bruderherz, du kannst doch nicht wahrhaftig an einen Gott glauben, der am Ende der Welt sterben wird. Alles geht, wie Christus Kind gesagt hat. Aber warte kurz. So, Männer, ich wünsche euch was. Entschuldigt bitte, dass ich reingekommen bin. Alles, alles gut, Bruder, alles gut. Es sollte dir eigentlich egal sein, an was ich glaube. Es sollte dir eigentlich egal sein. Das Witzige ist, ich könnte jetzt in einen muslimischen Livestream gehen. Da wird vielleicht ja. einer sich witzig machen. Und da wird vielleicht einer oder zwei lachen. Komme ich in einen christlichen Leib und will nur etwas fragen und man fragt mich nach meiner Religion, macht man sich sofort witzig darüber und ignoriert das. Ich kann dir auch sagen, warum, weil ihr beide in eure Fantasiewelt lebt, genau das. Ja, okay, kannst du mir dann Gott beweisen? Nein, kannst du nicht. Ich kann nichts beweisen. Okay, dann geh jetzt auf Knien, und Bruder Dark einfach bitte Gott antworten. Okay, wir machen das jetzt mal im Livestream. Nein, nein, du musst dich schon hinknien. Ja, hör doch erstmal zu. Ich erkläre dir doch, wie du das machst. Also, guck mal, du kniest dich jetzt hin. Warte kurz, ich knie gerade. Herr Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, Sohn des höchsten Gottes. Ich rufe dich und ich möchte dich kennenlernen. Antworte mir. Bitte. Ich flehe dich sehr an, vom ganzen Herzen. Der macht das nicht mit Herzen. Also doch, ich komme ihm das ab. Also ich mache das jetzt gerade. Ich mache das. Ich hör mir das gerade an. Ich versuche. Ich guck das gerade, ob gerade was passiert. Ich will's ja wissen. Machst du das vom Herzen? In meinem aus? Namen und ihr empfängt. Ja genau. Ich bitte dich in deinem Namen, Jesus Christus. Im Namen Jesu des Herrn. Was? Zeig uns. Wart, bist du oder? Also bist du? Warte mal jetzt. Ohne Joke. Du bist 100% Heide oder bist du Muslim? Ich bin Heide. Also ich nenne mich nicht Heide. Ich nenne mich nicht Heide, weil das ein Wort ist, was von Christen erfunden wurde. Ich sage dir eins. Ich sage dir eins als Muslim. Wenn es einen Muslim geben sollte, der hier reinkommt und mit euch diskutieren würde, ja, und sich ausgibt, als wäre er etwas anderes außer ein Muslim, dann ist er kein Muslim. Okay? Okay. Hast du gehört? Und bis jetzt ist aber nichts passiert. Ich bin Muslim, ich vertrete das, ich mag keine Paulus-Taktik. Ach, du Bart hat ja bestimmt schon, wie Thor. Warum lachst du über Thor? Was geht bei dir? Ich lache nicht, ich hab das ist normal, die respektieren andere Religionen. Das ist nicht wie beim Islam, die von denen kumuliert werden, weißt du? Ja. Wer ist der Prophet Mohammed für dich? Wen fragst du denn? Ein Mensch, er fragt mich das. Also ein Mensch, der genau, erzähl mal ein bisschen über Mohammed. Eine Religion gegründet hat. Das ist Mohammed. Für mich. Also für mich hat Mohammed keine Relevanz. Ich glaube nicht an Mohammed, ich glaube auch nicht an Allah. Ja.
Das, ja, das ist halt der Islam. Ne? Der Islam hat genau dieselbe Relevanz wie für mich das Christentum und das ist null. Okay, aber dann frage ich dich mal so, Bruder. Also ja. Du glaubst, wie soll ich dich nennen, Bruder? Das will ich nicht beleidigen. Nenn ihn doch einfach Vag. Ja. Ja, aber als Religion. Ey, bei irgendjemandem knistert das richtig. Nein, ich möchte über seine... Eine Frage über seine Religion. Wie heißt das? Ja, aber bei irgendjemand knistert das richtig. Ja, laut. Okay, Bruder, dann mach dich doch ganz kurz auf stumm oder geh raus, wenn dich das zerstört. Wie soll ich deine Religion nennen? Wie soll ich mich stumm, wenn es bei jemand anderem knistert? Odison, wie soll ich deine Religion nennen, Bruder? Ich will dich ja nicht halten. Was ein Intelligenzbestie, ey. Odison, wie soll ich dich nennen, Bruder, als Religionsmensch? Sag, also das ist der spezifisch zu sagen, das ist der germanische Paganismus. Aber du kannst auch Paganismus sein. Ich weiß, was damit. Paganismus. Ja, du kannst das auch sagen. Okay. Also du glaubst an den Paganismus. 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 Und wenn ich dich so frage. Natürlich. Odin, also bei uns wird auch in der Endzeit ein sehr, sehr großer Krieg mit einer Schlange drachemäßig so sein. Daran glauben wir auch auf jeden Fall. Okay. Aber nicht, dass unser Gott stirbt, aber jetzt frage ich dich. Wenn Odin in der Endzeit stirbt, am Ende der Welt, bei diesem großen Krieg. Ja. War dieser andere Gott dann stärker oder wie? Also es ist erstens ein großer Wolf und man sagt nicht, dass die Kraft Odins für immer verloren geht, sondern er... Er gibt sie Ragnarsson, genau. Was? Er gibt seine Kraft in Ragnar, genau, in Ragnarsson. Wer ist Ragnarsson? Das ist ein Familienname. Ach so, in wen gibt er dann seine Kraft? In Thor? Ich habe das nicht, aber egal. Niemand behauptet, dass Odins, also die Kräfte Odins, denn ein Gott ist eigentlich gleich Energie. Und wir wissen alle, dass ein Gott alles machen kann, verstehst du? Er könnte jetzt physische Form annehmen oder sich irgendwie zeigen, wenn er das will und wenn es das gebührt. Ne? Das hat Jesus getan und so weiter. Am Ende wird seine, wie nennt man das, seine physische Form getötet. Mhm. Nicht die Urkraft selbst, sondern nur aus, wie er sich zeigt, verstehst du? Denn Ragnarök spiegelt Zerstörung und Erschaffung. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Du brauchst Zerstörung, denn aus Zerstörung kommt die Erschaffung. Ohne die Erschaffung gibt es keine Zerstörung, verstehst du? Alles ist mit allem vernetzt. Hell, dunkel, klein, groß, das verstehst du? Die Abstinenz von Licht ist die Dunkelheit. Und so weiter. Keiner behauptet, dass die Kraft selber, also Odin, der Allvater, erlischt. Das sagt keiner, sondern nur die Form. Mhm. Okay, und Thor ist nur, ist also Odin ist ohne Anfang, ohne Ende, oder? Odin ist allmächtig, würde ich sagen, ja. So habe ich, also so glaube ich. Aber er hat einen Anfang und, oder wie? Über die Mythen kenne ich mich nicht so aus, über den Anfang. Ich kenne mich spezifisch mehr über einzelne Götter aus und über die Charaktereigenschaften. Das wollte ich eigentlich nachholen, da ich das viel zu sehr... Warte kurz, da ist jetzt wieder einer, der rummuckt. Aber du kannst nur nach Valhalla kommen, du weißt, wie man dorthin kommt. Das ist Odin überhaupt so kein Argument. Valhalla, mein Bruder, wir treffen uns im Paradies, inshallah. Ich habe keine Ahnung. Was? Ich hoffe, wir treffen uns im Paradies, Bruder. Nee, also ich möchte auch gar nicht böse sein oder so, aber ich möchte nicht in den christlichen Himmel. Ich weiß doch nicht, was ich da machen soll. Achso, warte mal, glaubt ihr, also ist es in eurer Religion so, es gibt mehrere Himmel? Also es mehrere. Es gibt keinen Himmel, das ist euer Ding. Das hat mit uns nichts zu tun. Aber es gibt für Thor einen Himmel, es gibt für Odin. Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast. Das Thor hat doch Valhalla und dann gibt es noch was anderes. Das stimmt. Was hast du gesagt? Es gibt Valhalla, dann gibt es noch was anderes und nach und... Ja, aber das sind keine es Himmel. Es gibt drei. Ich weiß auch nicht, warum. Nein, es gibt mehr als drei. Aber ich weiß nicht, wo du das liest und wie du das interpretierst. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich als kriegserfolgreicher Mann im Krieg sterbe, komme ich nach Valhalla. Wenn ich einfach so sterbe, komme ich eigentlich nach... Nicht. Ja, ja, aber ich rede aus deiner Sicht, Bruder, weißt du? Ah, okay, ja. Wenn ich erfolgreich sterbe in einem Krieg und habe ein paar Männer getötet, komme ich nach Valhalla, als großer Kriegsmann.
Wenn ich normal sterben sollte, sollte ich in das andere Reich kommen, oder? Wenn du ehrenvoll im Krieg gestorben bist und für dein Land, deine Familie und so weiter gestorben bist, dann kommst du mit Glück nach Valhalla. Wenn nicht, dann nach Völkwangel. Das ist eine Halle, nennt man das. Wie Valhalla, das ist eine Halle, kein Himmel. Völkwangel liegt in Vanaheim. Und das ist die Halle der Krieger von Freya. Valhalla liegt in Asgard und das ist die Krieger, die Krieger von Odin. Du brauchst mir nicht genau zu sagen, ich kenne mich besser. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Odinson und Kuppenslayer, ich habe eine Frage an dich, Odinson. Könntest du ein bisschen später reinkommen, weil es wollen auch Leute reinkommen. Warte mal, ich würde mich, wenn das in Ordnung ist, würde ich mich noch ganz kurz mit Odinson unterhalten. Ja, Odinson, ich habe eine Frage an dich. Natürlich. Du hast die Christen gefragt, ob es bewiesen ist, dass es Gott gibt, ja? Ja. Ich habe eine Frage an dich. Was wäre ein Beweis für dich? Der Beweis, das ist, ich frage das ja extra, ne, um zu sehen, ob die Menschen ehrlich sind. Mhm. Du kannst mir das nicht beweisen, dass dieser Gott existiert, denn du müsstest ihn mir herbeiholen. Ich müsste ihn dir zeigen, sagst du. Du müsstest ihn sehen. Ich muss das mit meinen Augen sehen. Dann okay, eine andere Sicht. Frage. Ja. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ist nicht schlimm, sprich weiter. Also, was ich meinte ist, klar gab es Jesus Christus. Ich leugne das nicht. Vielleicht wurde er auch gekreuzigt. Vielleicht wurde auch derselbe Jesus Christus, wie die Christen sagen, gekreuzigt. Alles gut. Das beweist aber null, dass der christliche Glaube wahr ist, dass Jesus Christus Gott ist, dass er zwei Naturen hatte, dass er nur aus dass er nur von einem Elternteil erschaffen wurde, dass der Heilige Geist in ihm eingeführt, das beweist nichts, nur weil meine Vorfahren wurden auch gekreuzigt von Christen, weil sie nicht geglaubt haben. Das macht sie noch immer nicht zu Göttern. Aber sind sie für die Sünden aller Welt gestorben? Was? Sind sie für die Sünden aller Welt gestorben? Nein, das macht sie immer noch nicht für Götter, nur weil sie sind für mich gestorben, damit ich leben kann. Und sie haben euch ins Gesicht gespuckt, nachdem ihr gekommen seid und habt gesagt, ihr müsst jetzt glauben, sonst werden wir euch töten. Aber warte mal, welche Heiden wurden denn gekreuzigt? Bruder, ja, gab's viele. Du musst dich ein bisschen damit befassen. Aber das ist ein viel zu großes Thema, Kuppenslayer. Deswegen habe ich dir vorhin gesagt, red nicht über die Scharia, weil in der Bibel ist es nicht anders. Weil da werden die Leute gekreuzigt, wenn sie nicht glauben. Aber egal, das ist ein größeres Thema. Vag Odinson. Ja. Wäre das für dich ein Beweis, wenn jemand Prophezeiungen gemacht hat, wo du ja sagst, also für dich jetzt zum Beispiel, kann ein normaler Mensch Prophezeiungen machen, die in der Zukunft genauso eintreffen, wie sie gesagt wurden? Es gibt viele Menschen, die das behaupten. Einige haben sich was weggezogen. Wir reden von Bewiesenen. Wenn es Prophezeiungen sind, die er selber wirklich gesagt hat und wo keine Lücke ist in der Geschichte, dann würde ich mich darüber schlau machen. Okay, Eine Frage an dich. Stell dir vor, ich sage dir heute zu einer Zeit, wo es keine Teleskope gibt, wo es nicht die Möglichkeit war, ins Universum zu gehen, um irgendwelche Dinge zu forschen oder sonst irgendwas. Und ich sage dir genau, wie ein Planet heißt und welche Geräusche er von sich gibt. Mhm. Und das ist bewiesen. Und das ist eine Prophezeiung. Das heißt, ich sage dir, ein Mensch vor 1400 Jahren hat gesagt, es gibt einen Planeten, der klopfende Geräusche von sich gibt. Ist das nicht ein Stern? Ja, es ist ein Stern, aber es ist ein Planet, ein Stern. So, und der sagt das vor 1400 Jahren. Das heißt, zu dieser Zeit, wir wissen alle, zu dieser Zeit konntest du das gar nicht erforschen und gar nicht wissen. Das stimmt. Ja, und diese Person hat mehrere von diesen Prophezeiungen gemacht, die heute klar und deutlich bewiesen sind, mit Beweisen. Und ich würde diese Beweise auch bringen. Und zwar nicht muslimische Beweise, sondern Beweise von Wissenschaftlern, okay, die dir zeigen, dass dieser Stern klopfende Geräusche von sich gibt. Aha. Würdest du sagen, das wäre ein Gottesbeweis? Das ist eigentlich sehr interessant. Das erinnert mich, als ich die Passage gelesen habe, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo, das war Mohammed, ne? Richtig, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Ja.
Ja, also. Also ich glaube, du kennst den Vers. Du kennst den. Ich kenne mich im Koran. Also ich kenne nicht alles, das wäre gelogen. Und ich kenne auch nicht viel, das wäre auch gelogen. Denn niemand kennt wirklich viel vom Islam. Denn der Islam ist so, oder der Koran ist so ein großes Thema. Damit bin ich nie fertig. Richtig. Den Koran zu lesen ist einfach, ihn zu verstehen ist sehr schwer. Richtig. Er wurde so geschrieben, dass es zwar, also dass der Mensch es verstehen kann, aber das ist halt, wie soll ich das erklären? Du kannst in diesem muss man Buch viel wissen. Man muss, richtig, man muss du kannst durchstudieren. Das geht nicht. Richtig, du kannst dieses Buch nicht durch Philosophie ergreifen und annehmen. Das funktioniert nicht. Und deshalb glaube ich niemanden hier in Streams oder auch auf YouTube und so, die sagen, genau, sie sind Islam-Experten und hast die recht. Sich da irgendwie, die nicht mal 100.000 Follower haben und irgendwas von Debatten erzählen. Richtig, du hast recht. So, also aber nochmal zurück auf die Frage. Ja. Also, guck mal. Würdest du das als ein Gottes erscheinen, also das heißt, dass Gott existiert, Gottes Existenz sehen, wenn jemand vor 1400 Jahren etwas prophezeit hat, das heute bewiesen ist, was ein Mensch vor 1400 Jahren nicht wissen konnte, plus zusätzlich, dass das nicht nur eine einzige Prophezeiung ist, sondern mehrere Prophezeiungen, also insgesamt, ich glaube, 32 Prophezeiungen, die passiert sind, ja. Teuflische. Ja, tamam, okay, Teufel, ja, okay, der Teufel hat Prophezeiungen, weil der Teufel auch menschlich ist. Vielleicht bei euch in der Bibel, aber nicht bei uns im Koran, ja. Aber 1000. Guck mal, weißt du, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist, guck mal, ich rede hier gerade sachlich und möchte mich mit Odinson unterhalten. Jetzt merkst du gerade, dass ich Beweise bringen kann und du sprichst mir dazwischen. Lass mich doch sprechen, hast du nicht darüber geredet? Mehr Prophezeiungen, warte mal. Ja, Prophezeiungen, genauso wie Paulus gesagt hat, wir werden auferstehen. Richtig, Paulus ist auferstanden, wo er noch gelebt hat, genau. Wurde ins Horn geblasen. Komisch, dass er schon tot ist. Auch eine Prophezeiung, die nicht passiert ist. Welche dabei. Prophezeiung? Was laberst du da? Was egal, wir reden, wir unterhalten uns gleich. Wir unterhalten dein uns Mohammed gleich. Hat gesagt, dein Mohammed, warte, dein wir Mohammed unterhalten uns gleich darüber. Lass dein Mohammed sagt, hast du Respekt? Er sagt, Yom al-Qiyamah ist ein Jahrhundert nach seinem Tod. Was machen wir damit? Okay, darf ich jetzt erzählen oder nicht? Ja. Hat nicht vorhin ein Bruder von dir gesagt, dass es respektlos ist, dass die Leute ihr Evangelium nicht in den Ländern predigen dürfen und jetzt unterbrichst du mich gerade? Ja, weil du irgendwelche Bibelverse nimmst, aber lügst. Ich bringe keine Bibelverse, hallo, ich rede gerade über den Koran, warum mischst du dich ein? Ich rede doch gerade über den Koran. Er hat gerade wirklich über den Koran geredet, geblasen. Ne? Auferstanden, obwohl er da schon tot war, dann ist er egal. Ich bring dir, weißt du was, wir diskutieren das gleich aus. Fordere mich nicht heraus, wenn ich gerade bitte über den Koran spreche, bitte. Sei bitte doch so respektvoll, ich predige gerade mein Evangelium. Wenn du so bist, wie du vorhin gesagt hast und wie dein Kollege vorhin gesagt hat, dass ihr nichts dagegen habt, dass andere Leute das Evangelium predigen, ja? Dann lass mich doch bitte sprechen. Aber wieso machst du das in einem christlichen Stream, dein Evangelium zu... Hä? Ach, jetzt ist es wieder ein Problem. Aber wenn in einem Muslim. Ich habe nie was dazu gesagt. Ich frage dich doch gerade. Ja, ich antworte dir gerade. Warum ist das ein Problem, wenn ich in einem christlichen Stream mein Evangelium predige? Dürfen wir das bei euch im Stream machen? Natürlich dürft ihr das. Okay, heute Abend kommen wir zu dir in den Stream. Ich nehme alle meine Brüder und Schwestern mit. Wir reden nur über die Bibel. Komm, okay? Machen wir doch jedes Mal. Okay, aber du nimmst keinen Muslimen hoch, nur du selbst. Und alle, die oben sind, sind Christen und wir reden nur über die Bibel. Keiner stellt Fragen. Nein, warum? Ich bin der einzige Moslem. Wir evangelisieren. Wartet. Du bist der Hammer. Du bist der Hammer, Christen. Okay, aber das ist auch ein christlicher Stream. Deine Aussagen sind schon wirklich sehr, sehr fair und ausprägend. Egal. Rede über deine Truppe. Ja, ich meine nur, das hat keinen Sinn ergeben. Ich bin gerade alleine als Moslem in einem christlichen Stream und du willst später zu mir mit allen Christen, ja? Ja, und klar. Ich so alleine oben, aber das ist doch immer noch nicht die wechselnde Situation. Also ich würde verstehen, wenn du argumentieren würdest mit, ich komme später. Es ging aber um deine Aussage, die du getätigt nur hast, ne? Sind nur so. Ey, Achi, Schwitzkasten. Erzähl weiter, das war interessant. Okay, warte, bevor du weitererzählst, Achi. Nein, ich bin gerade mitten im Thema. Bring mich doch bitte nicht raus. Weil wir schicken ganze Leute ein, Anfragen. Ja, ist ja kein Problem, du kannst ja die Leute hochholen. Lass mich nur kurz weitererzählen.
Du hast ja kein Problem damit, dass ich mein mein Evangelium hier predige, oder? Nee, nee, also solange du... Sonst wäre das schon zwiespaltig. Guck mal, ich sag immer wieder, wenn ihr Christen mit mir diskutiert, ja, dann nehme ich eure Aussagen gegen euch. Also lasst mich mein Evangelium predigen, worüber ihr euch vorhin beschwert habt, bitte. Dankeschön. Ganz harter. Dankeschön. Nö, nö, nicht ganz harter, auf gar keinen Fall. Ein ganz fairer bin ich. Okay? Also, macht das bei jemand anderen. Ich bin sehr, sehr geduldig. Also, Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat damals Offenbarungen gebracht, ja, die so eingetroffen sind, wie sie heute bewiesen sind. Du kennst das mit dem Stern, ja? Ja. Vor 1400 Jahren wusste niemand, was oben auf diesem Universum überhaupt abgeht. Ja? Steht auf der Bibel auch. Steht in der Bibel der klopfende Stern? Zeig ihn mir bitte den Vers. Klopfender Stern. Zeig mir den klopfenden Stern bitte, worüber ich gerade rede. Setz erst mal vorne und zeig. Oh, das macht gar keinen Sinn, was der gerade sagt. Der sagt, steht in der Bibel auch. Also die Aussage, die ich gerade getroffen habe, steht in der Bibel auch. Ja, Bruder, und ich sage dir, lese bitte deinen Koran, sag diese Prophezeiung und ich zeig. Hä? 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 Was? Egal. Warte mal. Ich habe dir gesagt, erzähle über diese dämonische Prophezeiung. Ja, die angeblich von einem Propheten kommen sollte. Sie sind von unserem Propheten. Dann zeige ich sie dir. Von Allah. Erzähl doch erstmal über deine wunderschöne Prophezeiung, dann zeige ich sie dir. Von Allah. Was verstehst du daran nicht? Du hast Nein. Was hast du gerade gesagt? Was Lanatullah? Was habe ich gerade gesagt? Das Lanatullah. Habe ich gar nicht gesagt. Der kann das nicht mal richtig ausdrücken. Dann tut es mir auch leid, aber ich habe Lanatullah verstanden. Warum sagst du zu mir Lain al-Dinik? Hast du keinen Respekt? Der kann das nicht mal richtig aussprechen. Ja, geh lieber raus. Ich schwöre, der soll nicht so respektlos sein. Er sagt zu mir, Lain al-Dinik. Was heißt denn? Warte, dann sag du mal Lanatullah. Lanatullah. Nein, Spaß. Das war ägyptisch. Bleib mal kurz. Ich kann ganz wenig Arabisch. Komm mal zurück, Rupert Slayer. Komm mal zurück. Ich kann nur ganz wenig Arabisch. Der soll zurückkommen. Ich bin jetzt, Bruder, jetzt werde ich sauer. Warum sagt er zu mir meinen Den? Wieso verflucht er meinen Den auf Arabisch? Keine Ahnung. Ich kann nur Assalamu alaikum. Was noch? Ahla wa salam. Ich habe nichts Schlimmes gerade gesagt. Ich habe nicht beleidigt. Er sagt zu mir Lain al-Dinik. Ja, aber du musst verstehen, nicht jeder Mensch will dir was Gutes verstehen. So egal, in welchem Pelz er ist. Nein, ich sag nur. Weißt du, was der Unterschied ist, Wag Odinson? Guck mal, ich mache ihn als Mensch dafür dumm an. Ich ziehe das nicht auf den Christen, wie sie es machen, weißt du? Ja. Sie sagen, der Islam macht dir das nicht. Was redest du da? Christuskind. Was habe ich jetzt Falsches gesagt, bitteschön? Guck mal, wir Christen, wir lieben auch alle Menschen, ne? Aber nicht den Geist, ja, den Mann, Menschen haben. Wir sehen die Liebe. Aber nicht, warte mal, Römer 12, Vers 9, hasst das Böse, liebt das Gute. Und die meisten von euch haben einen Geist. Dieser Typ, der macht gerade so Psychologie und so, wisst ihr? Ich habe gesagt... Psychologie, du hast zu mir gerade gesagt, Du hast mir gerade gesagt, Lain al-Dinik, nicht al-Lihik. Mach doch kurz deinen Mund zu. Mach doch einfach deinen Mund zu. Second enter. Musst al-Lihik. Er sagt zu mir, Missen Haram. Übersetz mal, was das heißt. Soll ich dir, Missen Haram, weißt du, was das bedeutet? Übersetz mal. Das ist das B-Wort, soll ich es hier öffentlich sagen? Sag mal. Sag, was das heißt. Es heißt Bastard. Habibi. Kufa, da hast du den gerade Bastard genannt. Ist egal. Ja, nimm mich. Mach sowas nicht, Mann. Red doch öffentlich. Ich rede mit Respekt. Lass mich doch mal ganz kurz erklären. Tut mir leid. Wie weit sind wir jetzt? Du machst jedes Mal, du machst diese Taqiyya. Ich habe aus deinem Munde verstanden. Ich habe aus deinem Munde verstanden, Lanatullah auf dich. Du hast gar nicht. Ich habe danach gesagt, ich brauche 20 Sätze. Ich brauche 20 Sätze. Ich habe danach gesagt, ich habe einen Satz. Aber danach hast du gesagt, ich habe nicht Lanatullah gesagt. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, dann nehme ich das zurück. Ich komme dir entgegen. Tamam, du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, was du gerade gesagt hast. Ja, dann hast du zu mir gesagt, Lain al-Dinik. Ja? So, ich habe dich darauf angesprochen, sagst du dir, warum sagst du Lain al-Dinik? Jetzt aber wiederum nennst du mich ohne Grund einen Bastard. Erklär mir warum.
Nenn mir jetzt, okay, das eine, ich sag zu dir, weißt du was, ich komme dir entgegen, du hast recht. Ja, wenn du verstanden hast, dass ich das gesagt habe, dann warum nennst du mich jetzt, erklär deinen Leuten, 163 Leute, erkläre, warum du mich jetzt einen Bastard genannt hast, obwohl ich nichts zu dir gesagt habe, erklär's. Baby, wenn du mich nicht ausreden lässt, dann kann mal sein, dass es aus meinem Munde auch ein bisschen ungewöhnlich wird. Ja, Mann. Also, ich kenne das von Gutes, denen euch Böses tun, segnet die, die euch fluchen. Von dir sehe ich das. Also daran glaubst du an diesen... ganz kurz. Warte, André. Glaubst du, aber alles, was in der Bibel steht, ignorierst du. Ja, glaub ich mal, glaube, ich deine... warte kurz. Warte, Leute, ich glaube, ich mal, du lieber weiter an deinen mystischen Büchern, an deinen Daniel, Daniel, ich sag dir was. Ich bin Gast in deinem Stream. Du bist doch ein Christ. Du musst dich von deinem Stream. Ich bin Gast in deinem Stream. Ja, aber auch Leute. Ich werde hier beleidigt, obwohl ich nichts gesagt habe. Aber auch ich bin ein Mensch wie du. Und wenn du mich nervst, und ich bin ein Tunesier, und wenn du mich... Okay, jetzt reicht mal kurz. Ist so. Aber entschuldigt euch einfach und macht weiter. Mund raus. Dann lass ich meinen Mund raus. Soll ich mich entschuldigen? Er hat mich zweimal beleidigt. Ich hab doch gesagt, ihr seid gerade wie Kinder mit Entschuldigen. Wartet mal ganz kurz. Es gibt gerade schlimmere Sachen als euer Gespräch. Leute, dass ihr da unten gerade, die mit der schwarzen Flagge und so, dass ihr gerade... Die lästern gerade über den Heiligen Geist. Das ist Gottes. Mir egal. Diese Sünde wird nicht vergeben. Was? Ey, Kufert, warte mal. Was redest du gerade, Kufert? Du sagst gerade, ist mir egal. Es wird über den Heiligen Geist gerade schlecht geredet. Du sagst, ist mir egal. Ganz kurz, ganz kurz. Das ist nicht meine Sache. Ich bin nicht kurz. Weißt du was? Christuskind, du hast recht. Christuskind, du hast recht. Du sagst gerade, die Geschwister von mir unten, die reden gerade über den Heiligen Geist schlecht. Weißt du, was er gerade gemacht hat? Er hat meine ganze Religion verflucht. Ist doch okay. Er hat meine ganze Religion verflucht und du beschwerst dich, dass da unten über den Heiligen Geist schlecht wird. Ich hab gesagt, scheiß mal auf deinen Glauben. Warte mal, ich hab doch gerade selber Kufer gesagt, dass er nicht beleidigen soll. Was redest du da? Peinlich von dieser Frau. Okay, was bedeutet übersetzt? Sag den Leuten, was bedeutet übersetzt, was ich hab nicht unverstanden, Bruder. Ich weiß, worauf du hinausgehst. Was bedeutet Lein al-Dinik? Nicht deine scheiß Religion. Nein, nein. Verflucht sei deine Religion. Das hast du gesagt. Also ja, aber der Engel wird ja auch verflucht in der Bibel. Guck mal, ich sag euch was. Also auch, kann man auch sagen, ja, aber es heißt eigentlich, warum... Ja. Also, ich müsste was kurz dazu sagen. Also meinst du, ich bin nicht beleidigt und wir bleiben alle respektvoll. Beruhigt euch erstmal und kommt dann wieder hoch. Kommt in 5 Minuten wieder hoch und klärt das wie normale Menschen. Oder klärt das... Oder klärt das privat bitte, aber nicht in meinem Stream, weil mein Stream ist kein Diskussionsstream. Also wenn schon über Religion, aber nicht über private Sachen. Wenn ihr euch beleidigt, dann bitte macht das privat, aber nicht mein Stream. Ja. Ey Daniel, du bist Pole? Ja. Kannst du Polnisch? Klar kann ich Polnisch. Cześć. Siehst du? Ich hatte ein paar polnische Freunde, die haben mir so ein bisschen beigebracht. Na, kann man wissen. Also, Marc Ottison, hast du noch irgendwelche Fragen? Weil sonst würde ich... Ich habe meine Fragen überhaupt nicht stellen können, da sofort die Antwort, also die... Danach eine Gegenfrage kam von diesem Kufa-Slayer, der dann gefragt hat, was mein Glaube ist und bla bla bla, verstehst du? Und ich konnte meine Frage halt nie richtig stellen, weil er sofort, gefragt hat, um was ich glaube. Oh, mein AirPod. Die Frage war, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich habe ein paar Fragen. Muss man im Christentum, also ist es eine Pflicht oder ein Gebot, zu heiraten und dann eine Familie zu gründen? Ja, also erst Ehe und dann keine Unzucht. Hä? Das weiß ich tatsächlich gerade selber nicht. Wir sollen keine Unzucht begehen. Also das ist ja... Nein, ich rede jetzt wirklich, man hat geheiratet, ab dem Moment ist es eine Pflicht, Kinder zu haben. Wir sollten fruchtbar sein, ja. Also klar, wir sollten uns... Also ja. Da hat die Schwester recht eigentlich, wir sollten fruchtbar sein. Wie gesagt, also nochmal kurz zu dem Thema, Kufaslayer und Achi, bitte beruhigt euch einmal, schickt in 5 Minuten eine Anfrage hoch, klärt das entweder hier, wie normale Menschen... Oder erklärt es einfach untereinander privat. Aber ich müsste das wirklich nicht einfach hier im Stream jetzt haben, weil Nächstenliebe und... Ja. Also, ich nehme jetzt mal Abu Leif hoch.
Ich nehme jetzt nacheinander die hoch. Aber Abu Leif will jetzt hoch und beginnt. Hallo? Salam alaikum. Hallo, hallo. Was geht? Bugs TV, wie kann man dir helfen, mein Bruder? Ja, Mann. Ja, ich habe eigentlich. Ich wollte eigentlich mit Kuffer Slayer reden, aber der ist raus. Ja, was? Wie bitte? Was war da gerade los? Ich glaube, das war. Hört ihr mich? Ja, die haben sich beleidigt und es wurde mir zu viel. Ja, holst du die wieder, oder? Ja, ich hol die in 5 Minuten wieder hoch. Ja, um 30 Minuten wieder hoch. Ganz kannst wieder um 30 hochkommen, wenn du mit Kofferslayer reden willst. Ja, okay. Ja, guck mal, Daniel, ich bin reingekommen wegen dem Titel, ja. Jesus ist Gott und ist kein Muslim, beweise mir das Gegenteil. Genau. Hast du einen Beweis? Warte, bevor ich dir den Beweis bringe, du musst verstehen, wir Muslime, wir sagen ja, dass er Muslim war, ja? Genau. Aber er war kein Muslim, der war Jude. Genau. Wenn man es historisch anbetrachtet und biblisch auch, war er eigentlich Jude. Okay, also er war Jude. Genau. Warum bist du dann Christ? Weil Christi heißt Nachfolger Christi, das ergibt gerade keinen Sinn. Nee, ganz kurz. Wir sollen das Evangelium verbreiten. Ganz kurz, warte, Daniel. Deine Bibel sagt, Jesus war ein Jude, okay? Genau. Und du nennst dich Anhänger von ihm, ja? Anhänger. Ein Jünger, genau. Ja, genau, ein Jünger. Ein Anhänger, ein Befolger oder was auch immer, ja? Aber dann kommst du da her und sagst, nee, ich bin Christ. Müsstest du nicht konsequenterweise sagen, dass wenn du ihm wirklich folgst, auf die Fußstapfen genau folgst, gell, wie kein anderer, müsstest du dann nicht auch Jude sein? Nein, da verstehst du was falsch. Weißt du, was die Aufgabe des Messias ist? Was heißt denn Messias? Messias heißt Erretter. Okay, sicher? Ja, klar. Okay. Kann ich sogar noch vorlesen. Wenn du willst, kann ich das vorlesen. Erklär mir mal bitte, wie das jetzt dazu kam, dass deine Bibel sagt, weil du musst verstehen, Daniel, du musst wirklich, das ist eigentlich richtig. Jetzt stell dir mal vor, der Koran. Kannst du dich bitte stumm? Geht es? Warte mal. Ich sag dir, was Messias bedeutet. Ich glaube, das war Erretter. Aber das sollte Erretter heißen. Okay, also ich dachte Gesalbter, aber ja, erzähl. Warte, ich muss mal kurz den Bibelvers ausschlagen. Ich hab kein Problem. Können wir jetzt alle nachgucken. Bevor wir so auf Verse und so eingehen, lass uns erstmal so reden, dann können wir gerne auf die Verse eingehen. Klar, machen wir. Ja, erklär mal bitte, wie kam das jetzt dazu, dass Jesus sagte, ich bin Jude, wurde auch nur zu den Juden geschickt, nicht zu den Nichtjuden und so, und du dann daher kommst und sagst, ja, ich folge ihm, aber ich bin dennoch Christ, und erklär mal bitte, so von eigenen Worten. Also, der Messias hat die Aufgabe, uns zu erretten, und der Messias, also du weißt ja, was die Tanach ist, oder? Nein, erklär mal bitte. Die Tanach ist die jüdische Schrift, und die, also das, was Moses, Jesaja und so weiter und so fort alles gegeben, Elijah und so weiter. Und die Tora einfach, oder? Nee, die Tora sind die Gesetze. Okay. Also die Gesetze von Moses geschrieben, also die 5 Schriftrollen. Und alles in dem steht auch in Jesaja, oder war das Mose? Ey, sorry, aber das ist ein bisschen viel für mich. Jesaja oder Mose, ich weiß gerade selber nicht ganz genau. Da steht drin, dass der Messias alle Gesetze aufhebt und alle Speisegesetze aufhebt. Und nur wer an ihn glaubt, bekommt das ewige Leben, und das, was er sagt, soll man auch glauben. Das wurde ja auch in Johannes 1 gesagt, zu den Aposteln. Die Mutter Maria hat selbst zu seinen Aposteln gesagt, dass egal was er euch besagt, tut es. Und kurz darauf anzuworten, der Messias erlöst uns, so genauer zu sein, von unseren Sünden und von den Regeln, die Gott früher aufgestellt hat, ungefähr vor 2000 vor Christus oder so, um 1000 vor Christus ungefähr so. Ja, guck mal, Daniel, ich meine das jetzt nicht böse oder so, gell, aber das war jetzt was ganz anderes, was du gesagt hast. Wir haben ja nicht von Sünde oder so gesprochen. Ich meine halt nur, okay, du hast die Gesetze... Nein, ich habe ja kurz zusammengefasst, was der Messias macht. Okay, ja, du hast... Ja, okay, also du sagst, Jesus ist der Messias, ja? Genau, Jesus ist der Messias, Sohn Gottes und Gott selbst. Ja, okay, also er ist der Sohn Gott und Gott, also sein eigener Sohn quasi, okay?
Nein, das stimmt nicht. Dreieinigkeit. Dreieinigkeit ist ganz einfach zu verstehen. Der Vater ist der Sohn, aber der Sohn ist nicht der Vater. Das ist unbiblisch. Der Vater ist der Heilige Geist, aber der Heilige Geist ist nicht gleichzeitig der Vater. Was? Also vom Vater geht alles aus, aber die sind trotzdem alle ebenbürtig. Ja klar, ja. Ich verstehe, was du meinst. Vom Vater und vom Sohn. Genau. Okay, guck mal, warte. Bevor wir auf die Trinität eingehen, guck mal. Stell dir mal vor, der Koran würde sagen, dass Mohammed, Friede und Segen auf ihm, ein Christ war, okay? Stell dir mal vor, der Koran würde das sagen. Und ich nenne mich Muslim. Was hättet ihr mit uns gemacht? Aber dann sehe ich bei dir, deine Bibel sagt, der war Jude. Und dann kommst du her und sagst, du bist Christ. Du, ich glaube, du verstehst nicht die Bezeichnung von Christ. Sorry, wenn ich dir dazu sage, aber... Was heißt Christ? Willst Anhänger, du das nicht verstehen? Anhänger Jesu. Nein. Christ heißt, ich bin der Nachfolger Christi. Ja. Und ich soll das Evangelium in der Welt verbreiten. Ah, okay. Also hat das Alte Testament keine Bedeutung mehr für dich? Das Alte Testament, doch klar, hat das eine Bedeutung für mich. Ja, also. Was ist das gerade für eine Aussage? Ja, also, passt doch. Der neue Bund und wie der alte Bund ist, hat eine große Bedeutung für mich. Genau, natürlich, so ist es, weil du weißt, im neuen Bund steht, wer den alten Bund verwirft, der soll des Todes sterben, ohne Gnade. Auf 2-3 Zeugen hin. Das weißt du, ja? Klar, weil ich den Heiligen Geist damit verspotte. Genau, ja, so ist es. Deswegen. Also, Abu Leif. Könntest du ein bisschen gleich so ungefähr in 10-12 Minuten wiederkommen, weil wieso denn? Die zwei Kollegen wollen wieder hoch. Ja, lass sie doch hoch, aber, egal, wir reden zusammen. Na gut, dann stimme ich bitte, weil... Aber, Daniel... Ich wollte aber ganz kurz eine Antwort darauf geben, dürfte ich? Klar, aber ich schulde dich schon mal hoch. Okay, aber... Nee, warte, sonst reden die rein. Du weißt doch, wie die sind. Nein, aber sie sollen sich einfach stumm und wie Erwachsene reden. Zu seiner Frage, warum seid ihr dann nicht Juden? Was haben die Juden gemacht mit Jesus? Sie hatten die Schriften. Was sagt Jesus? Ihr erforscht die Schriften, die über mich sprechen, und trotzdem kommt ihr nicht zu mir und wollt das ewige Leben nicht haben. Das heißt, warum sollten wir Juden sein, wenn die Juden doch gar nicht an Jesus geglaubt haben, obwohl sie die Schriften haben, obwohl die Propheten über Jesus geschrieben haben. Stattdessen haben sich die Juden mit Pontius Pilatus unter einem Dach gesteckt. Ja, lass ihn töten, weil sonst nimmt er das Thron weg. Aber das ist jetzt auch nicht eine Antwort. Warte, Abu Leif, guck mal. Ganz kurz, Kufa, lass mich doch kurz darauf antworten. Chill, Bruder. Das ist doch jetzt meine Antwort, Kufa. Ja, chill, Bruder. Aber diese Antwort macht aber warte, Kufa. Bruder, guck mal, ich erkläre dir in der Hallo. Keinen Sinn, ja, wieder alle steht, ja, alles schön und gut, aber es steht es in der steht Bibel. Doch in der aber Bibel trotzdem, drin. Ja, schau mal. Okay, es steht in der Bibel. Daniel, aber mal, ich bin gerade die Erleuchtung dazu. Ja, Daniel, kann ich was sagen? Nicht die Erleuchtung. Ey, mach doch mal, Bruder, sei doch mal ganz kurz ruhig. Ich erkläre dir jetzt, warum wir nicht Juden sind. Klar, aber lass mich kurz auf Christus eingehen, warte aber da. Es steht in der Bibel, klar, aber es ist nicht die Leute. Mann, warte doch kurz. Bruder Herr, du wolltest, dass ich hochkomme, ich komme jetzt hoch, dann mach doch einfach ganz kurz deinen Mund zu, Bruder, ich bitte dich, Khalas. Was ist los bei dir, Lo? Jallach, geh, red. Red. Guck mal, Bruder, ganz einfach, warum wir nicht Juden sind. Juden erstmal, warum wir nicht Juden sind, ganz einfach. Juden selber, ja, wurden die Jesus angenommen haben, messianische Juden vorläufig genannt. Weil das Christentum erst 40, zusammen mit 20 Jahren nach Christus, aufgebaut wurde. Das heißt, wenn ich Jude wäre, dann würde ich nicht mal an den Messias glauben. Das ist jetzt der heutige Judentum. Würde ich Jude sein, heißt es, ich habe meinen Gott verworfen. Das heißt, wenn ich aber es ja nicht möchte, meinen Gott zu verwerfen, warum sollte ich Jude sein? Ich meine, das ist genau wie bei dir. Du glaubst an deinen Propheten. Würdest du jetzt Christ werden? Nein. Oder? Mein Prophet hat gesagt, er war Christ. Weißt du, was ich meine? Das ist der erhebliche Unterschied. Aber warte, ich gebe dir jetzt einen Vers aus Bibel. Warte. Oder du hast dich gerade nur selber genockt mit dem, was du gesagt hast. Aber warte, guck jetzt. Du hast mich nicht reden lassen, warte. Aber Mohammed war doch selber 13 Jahre Christ. Bring mir... Nein. Oder mit einer Christin zusammen, irgendwie sowas. Was ändert das? Doch, da steht doch... Hä? Da steht doch sogar in den... Christus. Vertritt bitte deine Meinung. Ich bitte euch. Stummt euch. Redet nicht rein. Redet bitte nicht, wenn ich mit diesem jungen Mann...
Genau. Du redest doch selber immer rein, Kufa. Lass mich kurz mit Kufa reden. Wenn er mir gerade sagt, ich habe mir einen Knockout geworfen, dann möchte ich diesen Knockout hören. Genau, warte. Warte mal ganz kurz. Ich dachte, wir müssen hier noch was klären. Das klärt ihr gleich. Oder gleich. Gib mir kurz ein bisschen. Die haben das doch schon geklärt, ja. Die haben es schon geklärt. Gar nichts geklärt. Ja, da küsst euch, umarmt euch, alles cool. Achso, Aki, Bruder, Salam alaikum erstmal. Bruder, ich weiß, der hat dich vorhin beleidigt und so, aber Bruder, scheiße auf den, ja. Lass dir anders fertig machen, Bruder. Nein, Wallah, Bruder, ich will gar keinen Stress. Ich bin hier nicht oben. Daniel, mach mich auf groß, Bruder. Daniel, komm, dir, wir fertig machen, dann mach Bruder, scheiß drauf. Ich mach mit, Wallah, ich mach mit. Ich bin sowieso hungrig. Er versteht das Deutsch. Ich hab gerade richtig Bock, euch Muslime auseinanderzureißen. Guck, was ich jetzt mit dir mache, ey. Guck, was ich jetzt mit dir mache. Ich hab richtig Bock, euch jetzt auseinanderzunehmen. Bist du der deutschen Sprache mächtig? Ich habe gesagt, ich bin gar nicht hier, um ihn fertig zu machen. Guck jetzt, warte. Also, wo waren wir stehen geblieben? Abu Leif, nur kurz bevor du zeigst. Wäre es Inzest, wenn ich meine Cousine heiraten würde? Nein, wieso? Na, weil er weiß, dass mein Prophet seine Cousine geheiratet hat. Deswegen sagt er nein. Ja, dann geh und heirate deine Cousine. Mach ich nicht. Warum nicht? Aber ist auch keine Pflicht. Ist auch keine Pflicht. Ja, ist keine Pflicht, aber warum nicht heiraten, oder? Aber gib mir ein Vers, wobei dir verboten ist, deine Schwester zu nehmen. Yalla, ich zeig dir jetzt ein Vers aus Bibel. Hör mal zu. 4,24, kein Problem, lest den mal durch. Außerdem Unzucht ist bei uns nicht erlaubt. Das wäre ich hab dir direkt einen Vers genannt. Ich hab dir direkt einen Vers genannt. 4,24, geh, lest durch, ja, bevor okay, du bist. Ja, okay, aber bei uns steht auch, macht keinen Unzucht. Das wäre Unzucht. Ja, aber Unzucht. Zeig mir den Vers, wo steht, nimm nicht deine Schwester. Yalla, ich geb dir jetzt was aus Bibel. Lass bei Thema Unzucht ist doch meine Schwester oder Bruder. Dribbel nicht, ich geb dir jetzt, guck mal. Was fällt unter Unzucht? Blutlinie zu heiraten. Nein, ist eine Blutlinie von dir. Nein, Unzucht ist GV. Hör mal zu. Unzucht ist GV außerhalb der Ehe. Jetzt hör mal zu. Wir gehen jetzt zum anderen Thema. Komplette Lüge. Unzucht ist, wenn du biologisch deine Unzucht hier heiratest. Die danach fragt, siehst du, was du machen warst? Inzucht, du Schlauer. Das ist Inzucht. Und Unzucht. Nein, Unzucht. Was redest du? Er hat recht. Daniel, ich bin Gast bei dir. Stumm den bitte kurz. Es ist Unzucht und Inzest. Oh mein Gott, der versteht kein Deutsch, der Typ. Inzest ist mit Geschwister, Chakalak. Ey, stimmt euch kurz, ich will was sagen. Okay, guck mal zu dem Thema vorhin, gell, weil da hat ja gemeint irgendwas mit neue Bund, alte Bund und so. Da hat die ganze Zeit, Breakdance gemacht, hab nichts verstanden. Guck mal, Matthäus 15, 24, ich lese aus deinem Bibel, okay? Ich bin gespannt, was du zu diesem Vers sagst, Kuffar. Weil du bist, ich weiß nicht, wie alt bist du? 18, 19? Du bist noch jung, ja, du hast die Bibel wahrscheinlich noch nicht mal gelesen. Ich lese dir jetzt was vor, wart. Sorry, Bruder, du bist 28, wa? Nein, fast. Also, Bruder, bin ich hier der Jüngste? Abu Leif, Achi. Ja, Achi, Bruder. Red bitte ruhig, Bruder, weil sonst beleidigt er dich wieder. Mach langsam, inshallah. Alles gut. Nein, red Bruder, auch bitte, aber guck, dass du so einen Zwischenpunkt findest, weil wenn du mit Geduld Bruder, redest, wird er sich provoziert. Nein, der beleidigt, alles cool, alles ruhig, Jungs. Guck dir jetzt. Matthäus 15, 24, okay? Erstmal, Kuffar, ich will dir aber eine Frage an dich. Wer ist in der Bibel mit Schafe vom Haus Israel gemeint? Wer ist das? Wer ist aus Schafe Haus Israel gemeint? Wer ist mit Schafe vom Hause Israel gemeint? Weil bevor ich irgendwie falsch interpretiere und selber mache und so. Die Schafe und der gute Hirte. Der gute Hirte ist der Herr Jesus Christus. Und ja, die Schafe sind seine Schafe. Ja, aber nein, wer sind die Schafe vom Hause Israels? Du nicht, aber Christus und Daniel. Kuffar, nein, guck mal. Antwort ist, die verlorenen Schafe vom Hause Israel sind die Juden. Liege ich da richtig? Ja. Genau, okay, ich lese dir jetzt was vor. Matthäus 15, 24. Er aber antwortete und sprach, also Jesus, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, ne, subhanallah, Jesus sagt, der ist nur zu den Juden gesandt. Ich lese weiter. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, also ganz kurz wegen Kontext, da kam eine Heidin zu ihm und hat ihn darum gebeten, ihr zu helfen, weil sie hat einen besessenen Sohn gehabt, okay? Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Hunde. Ja, der bezeichnet, ganz kurz, du kannst gleich darauf eingehen, Kuffar, ich gebe dir Zeit, so viel du willst. Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Wenn du es kontextualisiert siehst, hat er damit jeden als Hund bezeichnet, der kein Jude ist. Ja, nicht dich mit inbegriffen, weil du bist Tunesier, Habibi. Das ist schon mal falsch. Lass mich ausreden. Okay. Sie aber sprach, ja Herr,
Und doch essen die Hunde vom Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ja, ne, Reste, antwortete Jesus und fragte ihr, oh Frau, dein Glaube ist groß, geschehe, wie du willst, und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Du hast recht, er hat dir am Ende des Tages trotzdem geholfen. Ja, das war aber nicht mein Punkt, das wäre mir egal. Genau, aber ja, der erste Punkt ist wichtig. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen von Israel. Subhanallah, der Islam sagt, Allah sagt im Koran, und wir sandten ihn zu Bani Israel, wir haben ihn zu den Juden geschickt. Das sagt deine Bibel auch. Und du berufst dich auf ihn, obwohl du kein Jude bist. Yalla, schieß los. Okay, Bruder, das bedanke ich mich auf jeden Fall sehr dafür, Bruder. Erstmal hat das erstmal gar keinen Sinn gemacht, Bruder. Frag dich nicht, erzähl einfach. Das hat wirklich sehr keinen Sinn gemacht. Erstmal, zu jener Zeit war ich erstmal so oder so nicht geboren. Okay, dankeschön. Bis zu dato war jeder Jude und das Judentum so oder so richtig. Erstens. Zweitens. Er ist gekommen für die Schafe. Okay, das heißt was? Das beantwortet ihr sehr gut in Johannes 16 oder war das 16 oder 15? Schafe waren, ich habe doch gerade vorgelesen. Ich bin Schafe von Hause. Ich bin der gute Hirt. Warte. Ich bin der gute Hirt und ich lasse mein Leben für die verlorenen Schafe. Für die verlorenen Schafe lässt er sein Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, trägt Anteil ans ewige Leben. Und ich glaube an ihn, ja, heute. Und deswegen nenne ich mich Christ, weil ich bin sein Nachfolger, ich bin sein Diener, ich bin sein Unterworfener, ich bin alles. Was er von mir möchte, mache ich. Gar keine Sorge. Das ist damit gemeint. Und wenn du mir sagen möchtest, er hat diese Frau Hund genannt, dann ist das Juden. Nicht gemeint. Alle nicht Juden Hund genannt, der hat dich Hund genannt. Du bist Tunesier, da hat sich nicht Hund wirklich gesagt. Gemeint. Ah, okay, erklär es. Das ist eine Gleichung. Gott redet in Gleichungen zu dir. Kommst du jetzt gerade mit Gleichnis? Ist es dein Ernst? Kommst du gerade mit Gleichnis? Es ist ein Gleichnis, ja. Kommst du gerade mit Gleichnis? Es ist ein Gleichnis. Okay, da habe ich eine Frage an dich. Woher weiß ich, welcher Vers ein Gleichnis ist und woher weiß ich, dass es kein Gleichnis ist? Warte. Macht es jeder, entscheidet es jeder subjektiv oder wie läuft es ab? Achi Schwitzkasten, du bist Araber, ja? Achi. Allah Yahmik, Achi, Bruder, ich küsse dein Herz, Mann. Habibi, wo ist der hin? Wieso haut der immer ab? Bruder, ich hab den gerade was gegeben, der wird keine Antwort finden, Bruder. Der kommt jetzt zurück und sagt Schahade. Was macht der für Gleichnisse, Bruder? Wieso machen die immer Gleichnisse? Da muss man Dinge klar und deutlich stehen. Bruder, das Problem ist, guck mal, da schreiben sogar die Christen, das ist kein Gleichnis. Ist. Bruder, der hat gerade so viel Müll gelabert, die Christen, Bruder, die drehen gerade ein bisschen durch. Du kommst, wie der über meinen Vater redet. Ich schwöre dir, Bruder, du kamst gerade mit einer der kleinsten Sachen. Warte ab, Bruder. Also warte mal, wenn mir gerade ein Christ da erzählen möchte, dass dieser Vers nicht ein Gleichnis ist, dann tut's mir leid, dann hast du gerade Jesus zu einem gewalttätigen Typ gemacht. Wo Jesus hast du Gleichnis? Aber, wo steht Gleichnis? Jesus sagt, aber Gott spricht in... Bruder, warte mal. Gott selber sagt, ich spreche in Gleichnissen zu euch und ihr wollt nicht verstehen. Außerdem, wenn ihr mir sagen wollt... Außerdem, ja, er sagt, sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brotsamen von den Tischen ihrer Herren fallen. Jesus daraufhin hat sie geheilt. Was haben wir daraus gelernt? Es war wirklich nur ein Gleichnis. Die Frau selber hat eine Antwort zu diesem Gleichnis gegeben. Nein, das war kein Gleichnis und deine Brüder unten sagen auch, dass es kein Gleichnis war. Von wo machst du das sicher? Deine Brüder unten sagen, dass es kein Gleichnis war. Deine eigenen Brüder. Okay, wenn es die Typen im Chat sagen, ist es mir egal. Dann sage du mir erstmal eine Sache, die du mir bis heute noch nicht geklärt hast. Nach Anfrage kommt Gegenfrage. Was bildet sich jetzt zuerst, mein Fleisch oder meine Knochen? Okay, warte mal. Warte kurz. Darauf nochmal gleich. Ach nein, Bruder, ganz kurz. Gib mir den, Bruder. Warte, ganz kurz. Nimm, Bruder. Kufar, Bruder, warum machst du jetzt Kreisverkehr? Yani? Warum biegst du jetzt? Bleib doch bei mir, Bruder. Mach nicht Kreisverkehr, Bruder. Ich habe eure Frage beantwortet. Ich habe Kreisverkehr. Antwort auf 24, Vers 24. Wenn es ein Gleichnis ist, ich habe euch die Antwort darauf gegeben. Ihr müsst erstmal darauf fitkommen wahrscheinlich. Ich frage euch jetzt, wenn Allah dein Erschaffer ist, warum wusste er nicht, dass erstmal Fleisch gebildet wird, danach Knochen? Boah, das ist schon diese Mentalität. Gleichnis, Kuffar, das war ein Gleichnis, deswegen. Ah, Gleichnis, ne, ja. Ja, Gleichnis, deswegen. Gleichnis.
Ich schwöre dir, ich verstehe die Welt nicht mehr. Kuffar, wallah, ich meine das nicht böse mit dir, aber alle die Christen, die wollen bestimmt auch das Dorfes und so, mach das lieber nicht. Oder dann hol mir einen Christen hoch und ich rede sogar mit denen. Wenn er mich sagen möchte, was ich ein bisschen länger. Warte, ich bin hochgekommen. Okay, warte, wir machen das anders. Kuffasle, hörst du mich? Ich höre dich. Guck mal, ich sag dir jetzt einen Satz für deine Beleidigung und für den Fluch unserer Religion, okay? Damit wir das mal kurz aus dem Teppich klären, okay? Vom Teppich kehren. Hör mir zu, okay? Ich schwöre dir, bei Allah subhanahu wa ta'ala, ich werde dir nicht verzeihen bis an Yawm al-Qiyamah und alle meine Geschwister, die du mit meiner Religion beleidigt hast, werde ich dir nicht verzeihen. Aber wir werden ein normales Gespräch hier führen. Alles gut, Bruder. Mir ist egal, ob du mir vergibst, ob wegen deiner Teufelsreligion. Du hast mich um Vergebung gebeten. Ich sage dir, ich vergebe dir. Wenn ich deine Teufelsreligion irgendwie angegriffen habe, dann tut es mir wirklich leid. Ich sage dir, nicht weil du alle meine Geschwister beleidigt hast, will ich, dass du mir eine Sache widerlegst. Eine Sache. Zeig mir, wie wahrhaftig dein Glaube ist. Jetzt kannst du es jedem beweisen, okay? Ich kann dir zeigen, wahrhaftig, wie dein Glaube ist. Ich bin dran. Ist es mir egal? Ich bin dran. Reden wir mal ein bisschen über deine wunderschöne Hadithe, ja? Erstmal Firefox aufmachen. Daniel, ich sage dir, ich schwöre, wenn du ihn jetzt unterstützt, bist du nicht fair. Warte. Eben gerade dran, jetzt sind wir. Und jetzt hilfst du. Oder du kannst doch reden, Bruder. Ich muss doch sowieso aufschlagen, ja? Tamam, okay, weißt du was? Mach mich groß. Wartet mal. Odinson hatte mal eine Frage. Ja, bitte. Ich? Ach, ja. Ab wann kommt man eigentlich in die Pubertät im Christentum? Unterschiedlich, Digga. Woher sollen wir das wissen? Ja, ihr seid doch, also keine Ahnung. Steht in der Bibel. Okay. Welchen Vers? Da kann ich das nachschlagen. Wo sollte im Alten Testament glaube ich. Die Christen sind da, warte. Wag, Gott, was das angeht, hat Gott denen keine Information gegeben, Bruder. Lest den Koran, du wirst da alles finden. Ich kenne den Koran, also ich kenne ihn jetzt nicht sehr gut, aber ich kenne ihn schon. Es ist ein interessantes Buch. Das ist ein Prophet? Kuffar, welche Religion sagt, dass sie Jesus zu den Israeliten geschickt haben? Wer sagt es? Welche Religion? Interessiert mich, ob es seine Religion sagt, aber Happy Birthday. Ist so jene Dati war ja auch. Welche Religion sagt, wir sandten. Jetzt habe ich das Fenster geschlossen. Wir sandten ihn zu Bani Israel. Welche Religion sagt es? So, jetzt gucken wir erstmal. Welche Religion? Antworte doch mal. Jungs, konnte ich ganz kurz zu Thema Gleichnis was sagen? Achi, Schwitzkasten, Bruder. Ich bin eigentlich nur wegen einem kurzen Thema hochgekommen und dann gehe ich auch wieder raus. Also Achi, Schwitzkasten, hörst du mich? Erstmal Google. Ich höre deine Stimme nicht, ich höre gerade Tauhid Jesus. Bruder, ich gehe hier raus, ja, das hat hier keinen Sinn mit denen. Okay. Ich bin, mit wem? Das hat hier keinen Sinn, Bruder, mit Kuffar. Und der dribbelt die ganze Zeit, der antwortet nicht auf meine Fragen. Bruder, ich will gleich wissen, wie er dribbelt. Mal gucken, ob der gleich dribbeln kann. Der macht Google auf. Firefox. Er soll, macht nicht, Bruder. Ist alles PDF, alles umgeändert, alles umgeschrieben. Man kennt's, ja. Ja, alles umgeschrieben. Das ist alles gut, Bruder. Alles umgeschrieben, natürlich. Weißt du was? Wer macht das anders? Hol aus deinem. Hör mal zu. Holla, der und Dix. Der holt keine Ahnung, von wo der seine Quellen aus deinem. Guck mal, wie. Wer darf nur mit Feuer bestrafen eigentlich im Islam? Hol mit Internet, warte, ich bin jetzt dran. Wer darf eigentlich nur mit Feuer bestrafen? Hör mal zu, ich bin dran jetzt. Wer darf mit Feuer bestrafen? Zieh eine Nummer und stell dich der Mann vom Feuer. Wer darf mit Feuer bestrafen? Ich hab gesagt. Ah ja, ich habe dir gesagt. Ist ja nur Gott, der mit Feuer bestraft. Okay, Daniel, sei bitte fair, bringe Bruder Joker. Ich verstehe, warum manche Schiiten oder Aleviten Ali sagen, ist Gott, weil er selber Leute verbrennt. Okay, bring, hör mal zu, jetzt bin ich dran, okay? Zeig, dass du wahrhaftig krass bist, okay? Warte. Warum soll ich sterben jetzt? Warum muss ich jetzt sterben? Warte mal kurz, hallo, Entschuldigung. Warum muss ich jetzt getötet werden? Was ist das für eine... Das ist Kuffar, ja voll die coole Religion, keine, muss man sagen. Kuffar, ich will doch mal was sagen. Also, ihr könnt ruhig ey, immer Daniel, was hast du jetzt ein kleines Kind hochgeholt? Jetzt mal ehrlich. Den Joker kommt. Ey, kleiner Mann, wenn du mich da... Warte mal, kleiner Mann. Wenn du mir sagen möchtest, du willst meine Religion ficken, kleiner dann zeig Mann? Ich mal, was für eine Samen-Religion du hast. Ja? Jetzt wieder los mit deiner Was ist das für ein verzauberter... Der hat Sachen gemacht, der hat die nicht mal gemacht. Like Aisha berichtet davon. Aisha, ja. Ja, sag mir, Aisha, ha? Aisha sagt, der Prophet war verzaubert und hat Sachen gemacht, die er nicht mal getan hat. Ey, hast du Erziehung? Hast du Erziehung? Ich habe keine Erziehung, wenn ihr keine Respekt von Respekt wir sind respektvoll, wir haben nicht mal was gesagt. Warte jetzt mal kurz. Ihr könnt ruhig debattieren, kein Problem. Aber mit Respekt.
Daniel, ja, sag doch nicht ihr, wenn wir mit Respekt kommen und er beleidigt die ganze Zeit. Ja, ich meine, ja, warte doch, wenn ihr hier mitkommt, wenn Daniel überhaupt kommt, dann sag ich, wie viel deine Religion jetzt. Oder dein Finger zeigt mir, dass du 12 Jahre alt bist, mit dem Finger weg, und dich auf den Bauch, Alter. Jalla. Ey, Jungs. Alles gut, Bruder, da bin ich 12 Jahre alt, Bruder, aber komm, Hamburg, okay. Bruder, dann testen wir uns. Du darfst gar nicht diskutieren, wenn du 12 bist. Hör mal zu. Wenn wir uns einfach mal vielleicht in Hamburg treffen, dann testen wir mal. Ich könnte dein Onkel sein, jetzt red leiser, bitte. Du kannst mein Onkel sein, du bist mein Ede sein. Was redest du da? Ich bin mein Ede, um dein Hals wie dein Prophet einen Schwanz geküsst hat. Er beleidigt dich schon wieder. Er beleidigt dich schon wieder. Bruder, nee, das wurde jetzt zu viel. Das er beleidigt schon wieder. Warum beleidigt er die ganze Zeit? Achi, Schwitzkasten, Bruder, ich suche diesen Typ schon seit Monaten, Bruder. Ich will die ganze Zeit mit dem reden, der rennt die ganze eine Zeit. Eine Frage. Ich habe mal eine Frage. 1. Korinther 6, Vers 9 verbietet zu beleidigen. Wieso beleidigt ihr? Was seid ihr für Weil, Christen, die beleidigen? Er hält sich nicht an die Worte. Er hält sich nicht an die Worte. Das ich ist scheißegal. Beleidigt. Das okay. 1. Korinther 6, Vers 9 verbietet es einem Christen. Wisst ihr, was mit einem Christen passiert, der nur das Wort Na sagt? Na. Ihr Narren, der kommt in die Hölle. Wollt ihr den Vers haben? Wie könnt ihr hier beleidigen? Bruder, du hast, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was der alles zu mir gesagt hat. Der hat mich als Bastard beleidigt. Habe ich. Matthäus. Er hat gesagt, verflucht sei deine Religion und somit jeden hab ich beleidigt. Ich habe es gehört. Matthäus 5, Vers 22. Wer zu jemandem bloß das Wort Na sagt, kommt in die Hölle. Wie könnt ihr es wagen, so heftig zu beleidigen? Ja, was seid ihr für Christen? Der hat doch den Heiligen Geist nicht. Joker, habe ich jemals beleidigt? Bruder, Joker, in der Zeit, wo du hier bist. Habe ich eine Frage an dich? Habe ich jemals beleidigt? Ihr habt gerade, ich weiß nicht, wer das war. Der Host oder wer? Der hat richtig hart beleidigt. Du hast mich beleidigt, Daniel, aber du hast ihn dabei unterstützt. Du hast ihn noch groß gemacht, obwohl das nicht fair war. Obwohl ich am Reden war, was du ihm. Ich wollte ja wissen, was er noch zeigen will. Was, wenn aber er obwohl ich dran bin, nimmst du ihn dran und willst ihm die Bühne geben, dass er noch was zeigen will, obwohl ich dran bin, Daniel. Ach so, ich wusste jetzt nicht, wer dran war, aber... Doch, das weißt du, weil ich gesagt habe, er ist jetzt nicht dran, warum machst du ihn auf groß? Ach so, ich habe das nicht gehört, ach so, tut mir leid. Wollen wir uns mal den einen Haditen, hier wurden eben ein paar Haditen gezeigt, Bruder, wollen wir mal eben gucken, ob die wahr sind. Die er gezeigt hat, von alle, die er gezeigt hat, jeder einzelne Hadith, den er gezeigt hat, ja... Ist wie das? Ist wie wär's, wenn wir sie mal prüfen? Ich hab die Hadithe hier. Beruhig dich mal. Ich hab die Hadithe hier. Er kommt mit Schia-Quelle gegen Sunniten. Bruder, wie... Ich hab die Hadithe hier. Wie wär's, wenn wir das mal nachschlagen, ob das alles so wahr war, gerade mit den Haditen? Und warte, Bruder, kannst du mir... Daniel, tu mir einen Gefallen, Bruder, hol Onkel Dauer bitte hoch. Nee, also ich finde jetzt hier, wir sind genug Muslime. Ich hole nochmal. Wir reden einzeln. Ja, ich bin nicht mal. Hey, Daniel, ich mal Christ. Wir holen noch einen Christ und holen noch ein Dings und holen noch Onkel Dauer. Hey Daniel, ich geh raus, okay? Hol zu Onkel Dauer hoch, okay? Tauhid, ich hab alles. Wer will runter? Ich habe mittlerweile keinen Christ mehr hier drin. Ihr könnt gerne debattieren. Ich gehe schon runter. Wie wär's, wenn der Host uns mal die Hadith nochmal zeigt und wir prüfen mal, ob die echt sind, die er gezeigt hat? Ich habe schon geprüft, Bruder, die sind nicht echt. Die sind nicht Ich hol mal Kuffer hoch. Kuffer, ich sag dir, bitte beleidige ihn nicht. Das ist erstens gegen den Willen Christi und das zweite ist. Er unterstützt doch gar nicht den Willen Christi. Also ich nehme Onkel Dauer hoch und ihr könnt jetzt debattieren mit Kuffer, wie ihr wollt, aber ich habe einfach nur eine Bitte. Beleidige ihn nicht als Eri oder als was auch immer. Einfach nicht beleidigen. Ich habe nicht einmal beleidigt, ich war die ganze Respekt vor beleidigt. Nein. Sie sagen, ich bin der Heilige Geist. Astaghfirullah, Bruder. Sagen Sie, der Heilige Geist. Ich schwöre, ich verstehe sowas nicht. Na, mal die Schnauze, Digga, was laberst du da, Lau? Ach, Daniel, grüß dich. Hättest du mich ein bisschen früher hochgeholt. Ey, Joker ist Joker, du bist der Lustigste außerdem, wusstest du das? Ja, schön für dich. Also, lieber Host, ich habe mal eine Frage. Kannst du mal deine Haditen zeigen, dass wir uns das angucken? Du wunderschön. Ey, was bist du für ein Christ, Digga? Du kommst in die Hölle laut der Bibel. Hast du gar keine Angst vor der Bibel? Sag einfach die Fresse, warum machst du deinen Mund auf, Low? Er sagt, bist du komm blöd? Du kommst in die Hölle laut der Bibel. Hast du keine Angst? Mal, soll ich mal deinen Islam zeigen, was dein Islam ist? Soll ich mal da zeigen, hast du keine Angst vor dem Vers, dass du in die Hölle kommst? Sei ruhig, ich begrüße dich da unten. Mach mal dein Was bist du für ein Christ, Digga? Du kommst in die Hölle. Daniel, komm mal hier, mach mal auf groß. Was bist du für ein Christ? Mach mich mal auf groß, Daniel. Alles klar, der hat sich geoutet. Das ist kein Christ, Leute. Er will in die Hölle. Joker, du bist selber kein Christ. Was bist du denn für ein Christ, wenn du das Wort sagst, wo steht, komm in die Hölle? Stimm den mal, Daniel. Daniel, stumm ihn. Mach mich mal auf groß, Bruder. Ich zeige dir. Stumm ihn. Was bist du für ein Christ, Alter? Du kommst in die Hölle. Ja, hast du keine Angst?
Joker, ja, Joker, Bruder, ignoriere ihn. Selbst deine eigenen Glaubensbrüder, schreib unten in den Kommentaren, natürlich, Bruder. Weil, ja, aber dann macht ihn. Wenn das nicht die Vertretung ist, was Jesus sagt. Jesus ja, sagt, dann mach ihn doch raus. Was hat er hier zu. Kuppa, was hat er denn hier zu suchen, wenn er der Bibel widerspricht? Ich sage dir eine Sache. Ganz kurz. Ich bin in Christus, aber auch ich bin ein ganz normaler, aus Fleisch geborener Mensch. Ich möchte mal. Du kommst in die Hölle laut deiner Bibel. Mach deinen Mund zu. Und wenn ich will, ja, mach du deinen Mund zu, Hampelmann. Du kommst in die Hölle. Hölle, Hölle. Du mit deiner Mutter beleidigst. Du beleidigst Mütter. Warum? Daniel, wenn du ihn zulässt, dass er beleidigt, gehen seine Sünden auch auf dich, weil du lässt das zu. Du hinderst ihn. Nein, also mittlerweile reicht's mir. Kuffer, ich schütte dich nicht mehr hoch. Nein, Kuffer, nein. Er wurde wirklich zu viel. Du sagst als erstes halt deine Schnauze und dann beleidigst du weiter. Ich habe dir schon 10-mal gesagt, dass du nicht beleidigen sollst, aber beleidigst trotzdem weiter. Unglaubliches Verhalten. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Mit Sündigern, die ihren Sünden nicht aus dem Herzen vergeben oder die ihn nicht einfach vergeben wollen. Dein Herz ist verschlossen und ich glaube, du bist nicht mehr bereit, für Christus zu leben. Wenn du anfängst zu beleidigen, der Heilige Geist lebt nicht in dir. Daniel? Genau, das Bruder. In den meisten nicht. Du scheinst einer der Vernünftigeren hier zu sein, Daniel. Das finde ich cool. Ich bin der Vernünftigste hier gerade. Ja, wärst du so lieb, mich nur für 10 Sekunden groß zu machen? Ich will nur einen Vers zeigen, wo das steht, dass man nicht beleidigen darf. Gerne, mach ich gerne, Joker. Joker ja, kann ich dir einen anderen Namen geben. Joker passt, Selçuk oder Joker, egal. Ey, wir sagen noch mal ganz kurz, Joker, zeig das bitte ganz kurz, aber ich will noch kurz was dazu sagen. Wir Muslime, wir sagen nicht, wie die anderen, dass jeder Christ so ist. Ich bezeichne nur ihn selber. Wir sagen, er selber hat kein Benehmen. Ja, also, kein guck mal, Adab. Wallahi, kein Adab. Ich hab einen Ratschlag an alle Muslime oder Christen oder egal wen. Also, wer gegen seine eigene Schrift spricht, ja, das ist ganz gefährlich. Egal, ob du jetzt als Muslim gegen den Koran sprichst oder als Christ gegen die Bibel. Und hier steht jetzt ganz klar, ne, wer jemanden nah nennt, hier, nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Der kommt in die Hölle, Freunde. Und er hat jetzt explizit extra sogar mehrmals nah extra gesagt. Was ist das für ein Christ? Ich meine, du kannst nicht... Ja, du kannst nicht gegen die Bibel, was ist das für ein Christ, der gegen die Bibel, auch bei Muslimen, egal. Was ist das für ein Muslim? Joker, Bruder, wenn ich dir erzähle, dass der Bruder Rayan letztens in seinem Leib Rukia gemacht hat und in dieser Kufr drinnen war. Ganz kurz, ich möchte nur kurz eine Geschichte erzählen, weil der Kufr, der war bei dem Bruder Rayan drinnen. Der Bruder Rayan hat die 10 Sekunden den Koran angemacht, dieser Kufr ist durchgedreht, der war von einem Dämon besessen. Ja, ja, aber so richtig. 10 Sekunden rausgegangen. Aber richtig, Bruder, ich habe das auch gerade gemerkt, der Typ ist komplett... Ey, Onkel Daba, Assalamu alaikum, wie geht's? Assalamu alaikum, Vago Odinson, sind wir konvertiert. Nein, bin ich nicht. Ach, schade. Fast, Bruder. Nee, auch nicht. Nicht fast. Ich bin eine Million Lichtjahre entfernt vom Islam. Wir konnten vorhin unsere Debatte nicht, unsere, das war ja keine Debatte, es war eher ein Austausch. Ach, ist er. Guck mal, wie der lügt. Aber egal. Ich sage dir, Sag mal ehrlich, hast du das gesehen, wo ich mit dem geredet habe, oder? Ja, also der ist durchgedreht wie, keine Ahnung, Hühner im Stall. Sag mal, Lili, warte, du hast doch gesehen, dass du verzweifelt warst. Ich habe eine Bitte an den Chat. Ach, ich finde es lustig, wie er Google auf seiner Playstation benutzt, um Ahadith zu zeigen, die er nicht mal selber versteht. Er kann nicht mal auf Arabisch lesen, aber ich finde es ein bisschen lustig. Er zeigt den Hadith und sagt mir, wer darf nur mit dem Feuer strafen? Allah, da sagt mir, wieso hat alle Menschen verbrannt? Im selben Hadith steht noch, dass Ali damit einen gewaltigen Fehler gemacht hat. Ali, radiallahu anhu arwa, der vierte Khalif, hat einen gewaltigen Fehler gemacht, als er die Menschen mit dem Feuer bestraft hat. Es gibt auch einen anderen, der Gründer der Schia, der wurde ebenfalls von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arwa verbrannt und die Sahaba haben ihn darauf hingewiesen, dass es ein gewaltiger Fehler war und haben gesagt, Entschuldigung, aber ich habe eine Bitte, lästert bitte gerade nicht, dann ist es auch eine Sünde und nicht möglich. Nein, ich lässt nicht, ich gehe auf die Hadith. Er geht auf den Vers ein oder Hadith. Also genau. Ich möchte jetzt erstmal wissen, kann sich noch einer daran erinnern, er hat noch einen zweiten Hadith gebracht, weil der ist wie ein Hoppelhase von einem Hadith zum anderen gegangen. Also mich nennen, mein Chat nennt mich gerade hier Verräter. Die haben keine Ahnung, was die da labern. Jeder bekommt eine Chance bei mir. Denkt ihr, Christus will, dass ich jetzt jeden Einzelnen, der sein Evangelium predigt, rausschmeiße, ihn verfluche, ihn bis zum Tode, dass ich ihn seinen Tod wünsche? Nein.
Ich gebe jedem eine Chance. Manchmal sogar zwei Chancen, wenn es sein muss. Man muss immer wieder vergeben. Gottes Wille. Aber die meisten, es ist halt wirklich so, TikTok, die haben keine Ahnung. Also viele. Ihr kennt die Bibel nicht. Liest doch die Bibel. Liest doch, was Jesus gesagt hat. Respekt. Daniel, du redest gerade, ne? Respekt an dich. Ihr wisst doch nicht mal, was Jesus genau gesagt hat. Das Problem ist, weil wir Muslime jetzt gerade sagen, dass Daniel Respekt hat. Und wir sagen, ja, dass er sich gut benehmen kann. Und was weiß ich, was denken Sie jetzt, dass er sich mit uns zusammengetan hat? Und nennen ihn einen Munafiq. Achi Schwitzkatz, weißt du, was das Witzige ist? Ich war bei Hamdi drinne im Stream, ich habe mit ihm geredet. Paar Tage später kam das Gerücht bei Harut und so weiter, dass ich Moslem bin. Ja, Bruder, das ist immer so. Wenn du Junge. Also, ja, ich habe eine Frage an die Muslime jetzt hier. Was ist eure Frage oder wie kann man euch helfen? Wie bitte? Meine Frage ist, wie kann man euch helfen? Guck mal, ihr seid nett unterwegs. Ich bin reingekommen, weil ich dachte, dass die Leute schwach sind. Wir hatten eben die Hadithe gezeigt. Joker, Bruder, ich bin eigentlich nur hochgegangen, um auf jeden einzelnen Hadith einzugehen. Ich bin jetzt auf das Feuer eingegangen. Der andere von mir aus, Hadith, den habe ich vergessen. Wartet mal kurz. Von mir aus gebe ich euch jetzt die Bühne. Sagt einfach, wer dran ist. Ich gebe euch die Bühne, erklärt sie. Und dann mach du das auch. Ja, also das Problem ist, ich habe nur einen Hadith gemerkt, den er gebracht hat. Und dann hole ich noch andere rein. Also ich gebe euch die Bühne. Okay, also ich habe eh schon einen Hadith erklärt, das mit dem Feuer bestrafen, das nur Allah mit dem Feuer straft. Ali ibn Abi Talib als einen Menschen verbrannt hat, beziehungsweise die Gruppe von diesen Kuffar verbrannt hat, haben ihn die Sahaba, darunter Ibn Abbas, radiallahu anhu, arwa, darauf hingewiesen, dass er gerade eine gewaltige Sünde gemacht hat und dass es ein Fehler war und dass er nicht die Menschen mit dem Feuer bestrafen darf, außer Allah, azza wa jal. Das heißt, im selben Hadith steht das schon und noch in einem anderen Hadith, wo er den Gründer der Schia verbrannt hat. Richtig. Ja, das stimmt. Aber zu diesem, bei den Schiiten, war das nicht sogar der erste, der Gründer, war das nicht ein Jude gewesen? Das war ein Jude, der dann Schiitentum rübergetreten ist. Ja, gefällt mir. Der ja, also er ist da hingegangen und hat gesagt, ich glaube, Antarab, also du bist der Herr, verstehst du? Odinson kann sogar Arabisch, yo. Und dann, warte kurz, und dann hat Ali ihn bestraft und dann kam die Sahaba und gesagt, mach das nicht, nur der Mann vom Feuer bestraft mit dem Feuer oder irgend sowas. Ach, Schwitzkasten. Ich glaube, ich bin gerade im falschen Universum. Achidauer, es wird noch geiler. Ich habe vorhin, habe ich mit ihm reden wollen, ja, da hat er sich mit diesem Kufferslayer unterhalten und ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe gesagt, weil er hat gesagt, es gibt keinen Beweis dafür, dass Gott existiert. Dann habe ich ihm gesagt, eine Prophezeiung. Wenn ein normaler Mensch eine Prophezeiung macht, findest du, er ist ein normaler Mensch? Dann sagt er nein. Also dann hat er gesagt so, also wenn es eine Prophezeiung ist, die stattgefunden hat, dann kann das nicht von einem normalen Menschen kommen. Ja? Dann habe ich ihm gesagt, was ist, wenn ich dir sage, dass der Koran, der vor 1400 Jahren gekommen ist, ja, von mehreren Offenbarungen geprägt ist. Das heißt, dass es mehrere Offenbarungen gibt, die heutzutage bewiesen sind, wo wir uns alle einig sind, dass vor 1400 Jahren nicht wissen konnten. Ja? Und sagte zu mir, wenn es einen Beweis dafür gibt, dann gib ihn mir. Dann habe ich gesagt, du kennst den. Und das ist ja das Krasse. Der Odinson, der kennt sogar noch den Vers, von dem ich rede. Es gibt so viele Verse und insgesamt 114 Suren und er weiß genau, worüber ich hier gerade rede. Ja? Und dann, Odinson, wir haben ja leider vorhin nicht weitergesprochen, weil der Typ ja gemerkt hat, als du, weißt du, wann er gemerkt hat, weißt du, warum er dazwischen gegrätscht ist? Weil warum? Er ist ja erst dazwischen gegrätscht, wo du gesagt hast, ja, erst wo du gesagt hast, also wenn das wirklich so ist, dann werde ich mich mehr mit dem Thema befassen. Ja. Und da er nicht wollte, dass du dich mit dem Islam befasst, ja, so, keine Ahnung, hat er angefangen zu beleidigen. Hast du gemerkt, das war die ganze Zeit ruhig, ja, bis ich angefangen habe, ihm zu sagen, er hört zu. Ja, Habibi. Du musst dir jetzt vorstellen, dieser Kufr-Slayer ist angeblicher Tunesier. Dabei kann Vaag Odinson besser Arabisch als er. Ja, das Einzige, was der kann, ist auf Arabisch mich beleidigen, Bruder, und Dings. Und meine Geschwister. Ach, nicht,
Nein, du musst dir gerade vorstellen, den Hadith, du musst dir vorstellen, dieser Kufra hat gerade einen Hadith gebracht, hat ihn nicht mal verstanden. Wag-Odinson hat den Hadith, wann hast du den Hadith gesehen, Wag-Odinson, dass du ihn auswendig kennst? Das ist schon lange her. Der hat gesagt, er hat sich mit dem Koran und alles befasst. Ja, also ich war, als ich 12 bis 16 war, jetzt bin ich 18. Stark. Krass, er ist einfach der, ich glaube, der kann einfach den Hadith sogar schon auswendig. Ach, die Geschichte mit Kontext hat gerade den Hadith erwähnt. Siehst du? Das nennt sich Fleiß. Lernen, das nicht nur labern. Das, das ist wirklich, dass du dich damit beschäftigt hast. Ich kann auch Ayat al-Kursi rezitieren, das ist gar kein Problem. Verstehst du? Aber das ist dieses Arab, das ist Arabische schon schwer, ne? Muss ich zugeben. Das ist nicht so einfach, das so zu lernen. Das der Mohammed schreibt unten in den Kommentaren, Muslime, ich weiß, wie die arabischen Christen entlarven euch, ihr Achoscharmutas. Ja, sehr schön, dass du ihn beleidigst. Zeig wieder mal Christenachlaq. Ach, du Heilige. Ja, das zeigt wieder mal Christenachlaq, aber gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Die ich habe noch eine Frage an meine muslimische Geschwister. Ich habe eine Frage an euch. Habt ihr noch irgendwas zu klären? Ja, ja, noch zwei Sachen. Mach ich mal bitte größer. Damit ich mal den... Ich will mal fragen, was willst du zeigen? Ich zeige, dass arabische Christen weder Ahnung von unseren Hadithen haben, noch Ahnung von unseren Büchern und Werke haben. Mach mal bitte größer. Naja, ausnahmsweise mal mach ich mal. Dankeschön. Aber es soll bitte nichts Beleidigendes sein, weil... Nein, das ist leider keine Beleidigung. Ich werde wirklich nur mit Quellen hier sein. Also ja, vor kurzem war ich mal zufällig in Amiras Live, der Rob Christian, der ein Buch von Ibn Kathir erwähnt hat, Al-Bidayah und Nihayah, das ist eigentlich ein Band 17, Seite 470 bis 471. Er erwähnt hier, dass angeblich in diesem Buch, in diesem Band, in diesen Seiten drinnen steht, dass Allah einem Scheich mal befohlen hat, sich Ratten, einen Ziwak und einen Ellbogen in den Hintern zu schieben. Merkt euch, er gibt an Al-Bidayah und Nihayah Band 17. Das Lustige ist aber, Al-Bidayah und Nihayah hat nur 14 Bänder, nicht 17. Und was noch lustiger ist, dass wenn wir Al-Bidayah und Nihayah aufschlagen, das Buch von Ibn Kathir, und auf diese Seite reingehen, 470 bis 471, finden wir hier die Geschichte von einem König, in der, weil Al-Bidayah und Nihayah handelt, sich um die Zeit, das, es erzählt vom Gericht, vom Tag der Auferstehung, die Fürsprache des Propheten und so weiter und so fort. Das heißt, so etwas, was wie dieser Rob Christian erwähnt hat, hat in diesem Buch nichts zu suchen. Hier ist die Rede von einem König, von einem sehr guten König. Und dasselbe auch auf der zweiten Seite, wird weiterhin von diesem König berichtet. Deswegen, an diesem Momo und in den Kommentaren komme ich nie wieder mit dem Argument, arabische Christen kennen sich nur ein bisschen in unserer Schrift aus. Und sie nämlich nicht. Ich habe eine Frage an die Muslime noch. Wäre es in Ordnung, wenn ich die, wenn ich Achi und Joker runternehme, oder habt ihr auch noch was zu besprechen, dann könnt ihr das jetzt alles... Nein, ich gehe gleich selber. Nein, safe, alles gut. Ich wollte auch noch etwas fragen. Okay. Weil ich kann hier gar nicht reden oder diskutieren, weil ihr seid voll lieb unterwegs. Ich dachte, ihr seid irgendwie anders gestimmt. Mit solchen Leuten streite ich nicht. Oder ich war kurz davor, das Problem ist, dass der Kuffer dann angefangen hat, zu beleidigen. Ich wollte ihn eigentlich wieder ein paar Manieren beibringen, wo er zeigen, wo der Boden eigentlich ist. Das ist unser Unterschied, Leute. Ich sag es nur. Ich kann mit solchen Leuten wie euch gar nicht streiten, weil ihr seid vernünftig und lieb. Ich streite, wenn, dann mit diesen Trotteln. Und deswegen, das ist der Unterschied. Wäre ich jetzt ein Ex-Müsli, ne, eine Amira, dann würde ich hier trotzdem Tara machen. Aber also, ich habe keinen Grund. Ihr seid cool. Ich würde sagen, ihr könnt mich verfluchen, wie ihr wollt. Auf meinem Stream, dass die sagen, ich bin ein Verräter, weil ich euch hier reinlasse, weil ich eine Bühne biete. Aber ich kann nur sagen, schämt euch nicht. Wisst ihr nicht, was Christus gesagt hat? Ihr sollt doch alles zuhören. Ihr sollt doch auch hinterfragen. Sucht das den Weg für euch. Ihr habt einen freien Willen. Ihr sollt doch das machen, was für euch richtig ist. Ihr sollt doch die Nächsten lieben und nicht die Nächsten hassen. Liebt euch, liebt die anderen so, wie ihr euch selbst liebt. Bruder, das ist das, was ich meine. Ihr habt eure Religion verstanden und da kann man nichts zu sagen. Deswegen habe ich keine Worte außer Respekt. Daniel, ohne dich persönlich anzugreifen, ich schwöre es dir, guck mal. Als dieser Kuffer-Slayer da war, ne? Du und die anderen sind meine Zeugen. Wir hatten 250 Leute hier drin oder 260, ja? Die alle sind Zeugen. Ich war die ganze Zeit ruhig. Kannst du das bestätigen? Ich war die ganze Zeit ruhig. Ich kann es bestätigen. Ich habe die ganze Zeit mit Respekt beleidigt. Ich kann selber sagen zu Kuffer, er sollte sich schämen, er sollte mal sich zu Gott wenden. Der sollte nicht einfach drauf losreden, als ob er was darüber wüsste. Nein. Oh, genau. Er
Er soll darüber reden und er soll auch darüber wissen, was in der Bibel steht. Oh. Ich bitte dich, Kofaslea, falls du hier drin bist, überleg nochmal, was du gesagt hast, weil wer den Heiligen Geist hat, der beleidigt nicht. Ja, Mann. Respekt an euch. Wie gesagt, ich bin raus. Ja. Danke, dass ich hoch durfte. Joker, du bist jederzeit willkommen. Auch alle Muslime, ihr seid jederzeit willkommen. Du auch bei uns. Du kommt auch gerne hoch. Ich beantworte danke. Gerne. Du auch bei uns. Das ist gar kein Problem. Guck mal, ich sag bleib so. Ich will noch mal kurz was sagen. Schau mal. Und das ist eine wichtige Sache, die ich hier erwähne. Das geht an jeden, der seinen Glauben vertreten will. Ja? Solange ihr euren Glauben vertritt in eurem Stream und über eure Streams, also in euren Streams, über euer Glaube redet, so wird, ich schwöre es, kein Muslim soll hochkommen und sie dabei stören. Kein einziger. Wenn sie nur über ihr Glauben reden, das heißt, wenn ein Christ nur über die Bibel redet und sie rezitieren und sprechen gegenseitig, dann sollen sie das machen. Geht nicht hoch und fangt an zu diskutieren. Das Gleiche gilt auch für die Christen. Wenn wir Muslime in muslimischen Streams sind, dann kommt nicht zu uns hoch und fangt an zu diskutieren, weil das wird ekelhaft, das wird respektlos. Ja? Solange niemand gegen jemanden hetzt oder sonst irgendwas, solange sind wir bei euch raus. Daniel, ich komme nicht hoch bei dir, wenn du über dein Evangelium predigst, um dich zu widerlegen. Ja, ich komme erst hoch, ich bin immer erst dort und die Brüder, so wie Uncle Dauer, wie Joker und die anderen Geschwister, sind nur, wir kommen nur hoch, wenn ihr schlecht über unsere Religion redet. Also, um ehrlich zu sein, habe ich ja noch nie über den Islam sehr schlecht geredet, um ehrlich zu sein. Das nicht stimmt. Nur selber, die Leute, die hier drin sind, wie dieser Kufferslayer. Ja, du nicht. Du selber nicht, du hast Respekt. Ich bitte euch einfach nicht beleidigen, ich bitte doch euch. Ja. Das kann auch auf meine Schulter fallen. Ich hab Kufaslea zu lange in der Bühne gebeten, ja, aber. Es ist nicht schlimm, es ist halt. Er hat beleidigt. Also, dass jetzt nicht viele falsch verstehen, dass ich auf einmal auf der Seite der Muslime bin. Klar. Nein, das hat mit Seite der Muslime nichts zu tun. Du bist auf der Seite der Bibel. Ganz ehrlich, die Bibel. Ich bin auf der Seite der Bibel, genau. Ja, sie gebietet es dir, so zu handeln, und da braucht keiner heulen, dass du auf der Seite der Muslime bist. Wenn die Bibel das sagt und du damit auf der Seite der Muslime bist, dann ist das eben so. Aber du hast dich an die Bibel zu richten. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht beleidigen, dann beleidigst du halt nicht. Wenn die Bibel sagt, ne, liebe deinen Nächsten, dann liebst du halt deinen Nächsten. So, da hast wenigstens Respekt ein bisschen. Das ist alles richtig, was du machst. Ganz kurz, Achim, damit ich auch gleich rauskomme. Ich bin raus. Daniel, ich höre zu, Daniel, ich bin unten. Ah, okay. Daniel, ich möchte dir eine Frage stellen. Und wer redet die gerade? Und zwar, als Bruder von mir, warum hast du den Bruder Tawhid blockiert? Tawhid? Ja, ein Bruder von mir, Tawhid, auf TikTok heißt er so. Ja, der hat gestern oder vorgestern mit dir gesprochen, da hast du ihn blockiert. Ich habe ein paar Tawhids gesperrt, das kann sein, weil die mich beleidigt haben, aber. Also, er hat mit dir ganz anständig gesprochen, hat er gesagt. Daraufhin hast du ihn dann aber trotzdem blockiert. Gestern? Er heißt Tawhid. Ich weiß nicht, ob er gestern C-Live hat oder vorgestern. Kann sein, dass ich den Falschen gesperrt habe, weil. Ah, okay. Tawhid und habe mich auch einfach auf Übelste beleidigt. Ach so, ich dachte, das wäre so eine. Ich glaube, der hat schlechtes. Das war dann nicht. Ja, ich bin immer noch in Tarschisch. Ich bin erst morgen wieder in Österreich. Aber solange ich in Tarschisch bin, ist mir wieder eine Katastrophe. Hast du immer noch nicht das Mysterium mit Tarschisch geklärt? Okay, also Achi und Onkel Dawa, ich danke, dass ihr hier wart. Ihr seid jedenzeit willkommen. Jede Zeit. Also wirklich, wenn ich nur meine, jedes Jahr, dann könnt ihr immer. Und ja, dann wünsche ich noch Gottes Segen. Wenn es in Ordnung wäre, würde ich jetzt euch hier rauskicken. Dann würde ich noch andere Leute hochholen, weil. Ich gehe gleich selber raus. Ja, ich gehe gleich selber raus. Ja, Daniel, wenn du so lieb wärst, könntest du den Tawhid bitte entblockieren, damit er hochkommt. Er möchte mit dir reden. Ja, mache ich nach dem Stream gerne dann. Wir können auch privat reden, das ist ja kein Problem. Noch was, Daniel, eine Sekunde, bevor ich runtergehe. Schau mal. Ich wünsche euch noch eine schöne. Du willst jetzt neue Leute hochholen, ne? Ja, genau. Ich will neue Leute. Tu mir den Gefallen, weil ich will nicht wieder hochkommen und diskutieren. Ja.
bleibt bei eurem Evangelium, redet nicht schlecht über den Islam oder sonst irgendwas. Ja, weil das haben also wir auch nicht gemacht. Also, okay, also ich will jetzt dich nicht oder nicht dagegen hetzen, aber um ehrlich zu sein, Kufa hat, wenn schon, ein bisschen aggressiver, aber wenn ich was zitiere, dann wenn schon, zitiere ich halt vom Islam oder von der Bibel aus. Wenn ich nach meiner Meinung sage, dass es Gott ist, und euch was aus dem Koran zitiere, dann ist das ja kein Problem, solange ich den Kontext lese. Es ist eine Warnung. Es ist eine Warnung, Daniel. Wenn du sagst, du zitierst aus dem Koran, ja, dann kannst du nicht einfach den Koran rezitieren und das denken, was du da verstehst. So locker funktioniert das nicht. Ja, der Koran ist in Wirklichkeit auf Arabisch und die richtige deutsche Übersetzung gibt es nicht. Die 1:1 deutsche Übersetzung gibt es nicht. Ja. Und es gibt ja auch keine 1:1 deutsche Übersetzung zur Bibel. Also was ja, das jetzt? Da hast du recht. Aber also ich kann dir noch versichern, wenn ich rezitiere, dann mache ich das schon richtig mit Kontext. Keine Angst, ich bin gespannt. Ich sage den. Ich warne nur die anderen Leute, die dann schlecht reden. Das meine ich nur. Gut, Aki, dann hole ich dich mal jetzt schnell runter. Oder wenn du selber, dann geh einfach selber runter. Ich gehe runter. Odinson, kommst du bei uns rüber, inshallah? Ja, also ich verabschiede mich noch. Der Herr Jesus Christus segne alle Christen und Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Tschüss an alle anderen. Es war cool, mit euch zu reden. Also ich kann nur sagen, abgesehen von den Beleidigungen oder sonst irgendwas, Daniel, du bist eine sehr, sehr respektvolle Person. Ich kann nur selbst sagen, das Welt denke nos in recto. Also ich kann euch wirklich nur sagen, ihr seid immer willkommen, das ist ja kein Problem. Ihr auch bei uns, wir können auch normal reden, das ist ja kein Problem. Ich komm mal vielleicht heute Abend bei euch rein. Komm, kein Problem, ihr seid alle willkommen. Christen sind gerne bei uns willkommen. Wir müssen nicht unbedingt im Harten diskutieren oder sonst irgendwas, man kann sich auch einfach normal austauschen. Einfach so zum Reden, man muss ja nicht immer... Ist ja kein Problem. Also, Achi, noch wunderschönen Tag wünsche ich dir. Alles gut, dankeschön. Tschüss. Hallo, Strenggläubig TV. Ich wünsche dir Gottes Segen. Das Benedikt hat die Buch. Gottes Segen. Ist der Onkel da? Ist der Onkel da? War noch drin? Schwer. Ja, ist er hier unten auf dem Chat drin? Oder Joker, ist Joker. Ihr könnt gerne mal ganz kurz hochkommen. Ja? Ich glaube, da will jemand debattieren. Willst du debattieren? Nee, ich will denen was sagen. Joker, wenn du willst, kannst du nochmal hochkommen. Und Dings, Onkel Dauer, wenn er da ist. Ich wollte erst mal Onkel Dauer was sagen. Warte, bevor du was sagst, wir sollten hier nicht debattieren, weil dieser Junge ist wirklich nett und er wollte eigentlich, dass wir so langsam gehen. Er wollte was anderes machen. Also falls du was Wichtiges hast, bitte. Aber ansonsten... Lass nicht diskutieren. Du warst heute da drin, wo der Abu Kasim und so geredet hat, oder? Wo denn? Wo Onkel Dava rausgegangen ist und gesagt hat, jetzt beleidigen die Mohammed, weil ihr zuerst beleidigt habt. Ich weiß nicht, was du meinst. Nochmal, muss mir genau erklären. Ich hab's aufgenommen und hab's bei mir im Stream drin. Ja, erklär's mir kurz. Was ist vorgefallen oder wann? Ich wollte nur ganz kurz fragen, weil du ja anscheinend noch jemand bist, mit dem man halbwegs reden kann, ja? Aber, weißt du, es kann nicht sein, dass wir auf zwei verschiedene Arten das... Ich gebe dir ein Beispiel, ja? Der Kollege, der gerade drinne war, der sagt, ihr könnt nicht einfach über den Koran reden, weil ihr könnt das sowieso nicht verstehen. Ja? Im nächsten Atemzug sagt der Moslem dann aber, ich rede über die Bibel, dann lass uns beim Evangelium bleiben. So läuft das aber nicht. Wir haben auch einen altgriechischen Urtext und trotzdem versucht jeder Deutsche mit seiner Übersetzung das zu... Also jeder Moslem... mit der deutschen Übersetzung die Bibel dann wie zu widerlegen. Wenn wir mit zweierlei Maß an die Sachen gehen, das macht einfach keinen Sinn. Des Weiteren hat dieser Abu Kasim und der Hamdi heute Beleidigungen gegen Christen in den Mund genommen, wie ich es noch nie zuvor gehört habe. Ja? Und wirklich, ich habe das aufgenommen, guck es dir bei mir an. Also ich lasse mich weder, dass ich einen genagelten Gott habe, noch dass ich ein Schwein bin, noch dass Jesus homosexuell ist, oder irgend so eine kranke Scheiße sagen. Und ich sag dir nur, ich gebe dir nur einen menschlichen Tipp, ja, ohne Religion jetzt, ohne Glauben. Distanzier dich von solchen Aussagen, weil ich war gerade bei der Polizei und hab den Hamdi
und den Abu Qasim wegen Volksverhetzung und wegen Beleidigung angezeigt. Ja. Okay. Und da ich von beiden die Nummer noch habe, habe ich direkt die Nummer von den beiden auch bei der Polizei abgegeben und mir ist das scheißegal. Und wenn jemand nochmal sagt, in irgendeiner Art und Weise so mein Herrn beleidigt, auf irgendeine Art und Weise werde ich den anzeigen, ohne Punkt und Aber. Ja? Okay, ich würde dir mal gerne darauf. Ja, ich würde dir mal gerne ausführlich darauf antworten, wenn ich darf. Beleidigungen von beiden Seiten sind nicht okay, da hast du safe recht, sowieso. Ne? Und ja, man sollte vernünftig reden können und mit mir kannst du auf jeden Fall vernünftig reden, wenn du mir vernünftig gegenübertrittst und das tust du in diesem Augenblick, sowieso. Okay. Es ist so eine Sache, Beleidigungen sind nicht okay. Aber du musst sehen, dass auch ganz oft es nur eine Antwort darauf ist, was beispielsweise ein Christ gerade in diesem Augenblick gesagt hat. Und der einzige Grund, warum wir alle jetzt hier sind, ne, wie spät haben wir, 18.20 Uhr auf einen Montag oder was, der einzige Grund, warum wir alle am Diskutieren sind und hier sind, ist euer Ex-Müsli. Und er beleidigt tagtäglich unseren Propheten. Der ist für mich kein Christ. Ja. Okay, Bruder, ich weiß, aber... Kein Christ. Ja. Ja, ich weiß, für Bruder, mich, okay, aber... Für mich sind Menschen, die so mit Muslimen reden oder sowas, keine Christen, weil die nicht in der Liebe sind. Ja. Ich weiß, guck mal, ich kenne deine Haltung. Ich kenne deine Haltung gegenüber den Brüdern. Respekt dafür. Okay, aber das Problem ist, wir haben ganz viele Missionare, also ich nenne sie mal Scheinmissionare, und dich zähle ich jetzt nicht dazu, die sehr hart den Islam beleidigen und dagegen vorgehen, die sich das zur Lebensaufgabe gemacht hat. Und der Grund, warum ich zum Beispiel aktiv bin, sind diese Leute. Guck mal, dieser Daniel hier, der Host, der ist voll nett, voll freundlich. Und ich habe direkt gesagt, ich gehe wieder raus. Warum? Ich habe gesagt, ich kann nicht mit so jemandem diskutieren oder der. Was soll ich denn jetzt mit ihm streiten? Ich habe keinen Punkt, ich habe keinen Anknüpfungspunkt, ich habe keinen Grund. Ich kann mir gerade nicht mal, glaubst du mir, ich habe 1000 Argumente, wenn ich mit Leuten debattiere, aber jetzt habe ich nicht ein Argument gegen ihn, weil er einfach lieb ist. Ich kann mir nichts ausdenken. Ja, gerade, wie du kommst ich nicht rein und sagst zu ihm, wie der Hamdi heute sagt, ihr Christen, der Abu Qasim, ihr seid alle Schweine. Dann kommt Hamdi rein und sagt, ich zerstöre euch dann. Dann wird von Abu Qasim gesagt, wir wissen genau, wo du wohnst, zu Leuten. Ja, das haben aber wir alles. Hast du dir angeguckt? Okay, aber hast du dir angeguckt, was eventuell davor passiert ist? Das selbstverständlich. Ja, da werden so Sachen. Wir haben in Deutschland keine Anschläge von Christen auf Muslime, sondern von Muslimen auf Christen. Falsch. Ja. Falsch. Wir haben das war gerade nicht richtig. Jede Woche wird irgendeine neue Terrorzelle auseinandergenommen in Deutschland. Mein lieber Daniel, dein Name war Daniel, ne? Strenggläubig. Ja, das dann. Ja, guck mal. Das war gerade nicht okay, was du gemacht hast. Und deine Bibel selber sagt, Epheser 4, Vers 25, du sollst nicht lügen. Guck mal, in Deutschland, ich kenne die Statistiken dazu, wir können zusammen Google aufschlagen. In Deutschland finden jährlich vielleicht 1, 2 oder maximal 3 Terroranschläge von Islamisten statt. Weißt du, wie viele rechtsradikale Terroranschläge stattfinden? Ja, ich identifiziere aber auch nicht rechtsradikale als Christen. Okay. Christen meine ich jetzt damit zum Beispiel ein Widerlob. Denkst du, ja, aber du hast das gerade so anders dargestellt. Hast du gerade gemerkt, was du erzählt hast? Du hast gerade erzählt, ständig findet islamistischer Terror statt, hast du gerade gesagt, und kein christlicher. Das war aber gelogen, mein Lieber. Das ist andersrum. Du kannst googeln, 2019 haben, glaube ich, 2 Anschläge stattgefunden in Deutschland und von Islamisten. Wie viele christliche Anschläge gab es auf Muslime? Guck mal, wie viele rechtsextreme und linksextreme Anschläge passiert sind. Wir müssen hunderte, Brudi, hunderte, tausende. Joker, ich sag nochmal, wir müssen differenzieren. Was ist denn ein Christ? Weil nur da musst du auch bei den islamistischen differenzieren. Das geht nicht, dass du nur bei den Christen differenzierst. Ich war im Screen drinne und hab gefragt. Ich ein Nazi für dich, ein Christ, Joker. Er sagt, er ist ein Christ. Was sagst du denn dazu? Ich ein Nazi für dich, ein Christ, ist meine Frage. Und ich frage dich, wenn jemand sagt, ich bin Christ. Nein, ich frage dich, ist für dich ein Nazi, ein Christ oder ein Linke? Okay, ein Linke, ist ein Islamist für dich ein Muslim? Ja. Ja, dann ist auch ein Nazi. Die Frage ist. Ich kann dir auch sagen, warum. Ach so, ich kann dir sagen, was der Unterschied ist. Ich sag jetzt, was der Unterschied ist. Nee, gibt keinen Unterschied. Ein Rechtsradikaler kommt nicht und schlägt dich tot im Namen Jesu.
Ja, ein Rechtsradikaler schlägt dich tot, weil er denkt, dass du weniger wert bist wie er. Ein Ihr Muslim, kennt anscheinend keine keine christlichen Terrorgruppen. Ihr kennt anscheinend keinen Kokosklan oder sonstige. Es gibt viele christliche Terrorgruppen. Christliche, komm herauf, Kokosklan, christliche Terrorgruppe, bitte. Nur weil sie eine Kreuze Sekunde. Dort und fangen Kreuz zu verbrennen, ja, und so Kreuz. Ja, komm herauf, herauf. Ja, herauf, ja, komm, jetzt herauf, hast du nichts mehr zu sagen. Herauf, wer hat nichts mehr zu sagen, ja, du lügst hier und jeder sagen. Sieht, ey, hör ja, zu, hör zu, unterwegs. Hör zu, sind bedeutet, das Christen, ja bedeutet, das, bedeutet, dass sie Christen sind, ja, ich bedeutet, frage dich, dass, ja, sind das Christen, ey, ey, hör zu, du weißt es ja, selber, ey, dass du lügst, du unterbrichst mich die ganze lügst, Zeit. Du lügst, Christen? Schäme dich, Mann. Guck mal, Anti-Balaka, christlicher Terror, Army of God, christlicher Terror, Aryan Nations, christlicher Terror, Alice Aoma, das sind alles Organisationen, God's Army, Holy Spirit Movement. Wer weiß, ey, komm, hör auf zu lügen, hör auf zu lügen, Mann, hör auf zu lügen. Army, Orange Volunteers, Parabolani, Eric Rudolph, das sind alles christliche Terrororganisationen. Warum? Hört auf mit dieser Schiene. Hört auf, das ist nicht korrekt. Du solltest aufhören, hör zu. Warte schon bitte, Bruder. Warte schon, Bruder. Warte schnell. Also, das ist sehr frech, so eine Sache zu behaupten. Okay, sehr frech, in so eine Sache zu behaupten. Wieder Loka, warum bist du hergekommen? Guck mal, ich rede mit Daniel. Ich bin da, ich bin interessiert niemand. Ich bin da, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ich will nicht mit dir reden. Ja, natürlich, weine weiter, aber lüge nicht. Lüge nicht. Ich bin Reihe für Daniel okay. hochgekommen und jetzt nervst Reine, du. Reihe nach Reihe. Also Joker. Ja. Was für einen Wunsch hast du von mir? Ich hab keinen Wunsch. Der Daniel wollte mit mir reden und ich bin für ihn hochgekommen. Der Daniel hatte den Wunsch geäußert, dass die Leute damit aufhören sollen, zu beleidigen. Und ich habe nur eine Antwort dazu geliefert. Ich finde, Daniel hat irgendwo recht, ja. Und ich verstehe sein Problem oder sein Kummer. Aber ich muss dazu sagen, man muss auch die Medaille mal von beiden Seiten aussehen. Und wie gesagt, meine Frage, Joker, um nicht abzulenken jetzt, meine Frage war nur eine Thema. Distanzierst du dich von den Gewaltandrohungen, die deine muslimischen Brüder an die Christen machen? Wieso ja muss oder ich mich nein? davon distanzieren? Das ist offensichtlich, dass ich mich davon distanziere. Okay, gut, also distanzierst du. Das war alles, was ich wissen wollte. Ja, ich meine, es ist ja offensichtlich. Distanzierst du dich auch von Beleidigungen? Ich distanziere mich von Beleidigungen, aber nicht, wenn jemand mich beleidigt. Und mein Glaube erlaubt es mir. Es ist nicht wie im Christentum, dass jemand passiv bleiben soll, wenn er geschlagen wird, beleidigt wird. Ja, halte auch die andere Backe hin oder liebe deinen okay. Feind. Bei uns dürfen okay. wir uns verteidigen. Doch, wir dürfen uns verteidigen. Und töten, die Drohungen, alle, die da drin sind, alle, die da drin sind, die Drohungen ist wahrzunehmen, diese Menschen sind verrückt. Er sagt selber, die Leute drohen mit dem Tod und er steht dahinter. Er steht dahinter. Das ist die antichristliche Religion. Wieso nervst du? Ich bitte euch kurz ein bisschen runterzukommen, Puls senken, okay? Joker, Entschuldigung, wenn ich jetzt da widerspreche, aber ich glaube, du hast diesen Vers mit der Wange falsch verstanden. Solange nein, ich habe das sehr gut verstanden. Ich lese das tagtäglich, das Kapitel. Also, aber du weißt auch, was damit gemeint ist, aber man darf sich wehren, wenn es tödliche Gewalt existiert. Mein Lieber, guck mal, was heißt es für dich? Bete für deine Verfolger. Selbst wenn dich jemand verfolgt und dir an die Gurgel will, ja, selbst wenn er dich töten Nein. will, ist das Einzige, was du machen darfst. Sekunde mal bitte, ich will doch eben ausreden. Das Einzige, was du laut der Bibel machen sollst, mir ist das egal, ihr könnt euch meinetwegen verteidigen, juckt mich ja nicht. Aber ich erzähle einfach nur von der Bibel, wenn es euch interessiert. In der Bibel steht, du sollst für deinen Verfolger sogar nur beten, nicht gegen ihn beten. Guck mal, was für ein gewaltiger Vers. Du sollst nicht mal gegen ihn beten, du sollst für ihn beten und nichts weiter unternehmen. Was nichts. Sagst du dazu? Was sagst du dazu? Erzähl mal, was sagst du zu diesem Vers? Ah? Du willst Leute töten. Erzähl mal, erzähl mal. Lass mich doch antworten. Was ist los mit dir? Junge, hast du keinen Geschlechtsverkehr okay. gehabt oder was ist los, Alter? Entspann dich mal. Mehr als du, sicher. Ja, entspann dich, Mann. Joker, immer also rein, ich möchte, dass ihr euch jetzt erstmal alle senkt mal den Puls, atmet ja. mal tief ein und was sage ich dazu? Weißt du, man kann normal fragen, aber wenn ich antworte, klar. dann soll er mich ja auch aussprechen lassen. Ich finde den Vers gar nicht mal so schlecht. Ja, ich finde den Vers. Bete für deine Feinde, genau.
Ein ganz so, ich Punkt, finde. Aber Christus auch gesagt, warte, darf ich bitte ausreden? Ja. Wir reden jetzt wie erwachsene Männer und nicht wie Kindergartenkinder, die sich beleidigen. Also, wir sollen ja für unsere Feinde beten, wenn man verfolgt wird, klar. Aber auch die Bibel sagt, man darf sich wehren, solange es eine tödliche Gewalt besteht. Wo sagt das die heißt, Bibel? Im Moment, also man wird geschlagen, ja, auf die Wange, halt die andere Wange hin, ja. Halt deine Hand hin, halt dein Bein hin von mir sogar aus. Aber hat der nur eine Person vor dir? Klar, man soll für ihn beten, aber man darf sich verteidigen. Das ist wo ja, steht das? Zeig mir das Problem. Mal. Zeig mir mal, wo das steht. Das sollte, glaube ich, genau in diesem Vers sein. Also ich kann dir das vorlesen und da steht, du sollst komplett passiv bleiben. Und guck mal, wenn jemand sogar von dir dein Hemd will, sollst du ihm sogar deinen Mantel geben. Das zeigt, guck mal, ich habe kein Problem damit, aber ich sage es nur, wie es drin steht. Ja, jemand will von dir dein Hemd, guck mal, du sollst ihm sogar mehr zurückgeben, wie er von dir verlangt. Du gibst ihm nicht nur dein Hemd, du gibst ihm sogar deinen Mantel. So, klar, und ich finde diese Verse nicht schlecht. Wie der Luca hat gefragt, wie ich diese Verse finde. Ich finde sie nicht schlecht. Sie haben einen Sinn. Da ist ein Sinn dahinter und ich finde das gut. So, Joker, darf ich mal was sagen? Ja. Auf diesen kurzen Vers sich noch beziehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Priester hat mir auch ich habe ihn über diesen Vers gefragt und wie soll ich mich jetzt verhalten bei einer ernsten Situation? Und ich habe mehrere Priester gefragt und die haben eigentlich schon immer die gleiche Antwort gegeben oder die ähnliche. Bruder, ja? Ich beziehe mich auf die Bibel, nicht auf irgendwelche Aussagen. Aber du musst ja auch vorstellen, dass die Bibel ja sagt, die 10 Gebote besagen, du sollst nicht mörden. Nicht mörden. Wir in der Tora ist der Befehl gegeben, sie zu verteidigen, wie bei euch euch Muslimen. Man kann sie verteidigen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hör zu. Wo steht das? Hör zu, du zuhören. Wo steht das? Du zuhören. Nein, wo steht das? Du zuhören. Philosophieren, wo steht das? Du bist der Einzige hier, der philosophierst. Dann sag mir den Vers. Du zuhören. Dann sag mir den Vers. Du zuhören. Sag mir den Vers. Kannst du lernst du zuzuhören? Sag mir den Vers. Hey, lerne so zu hören. Lerne so zu hören. Sag mir Joker. Den Vers. Joker, lerne so zu hören. Philosophier nicht, sag mir den du Vers. Du bist der Luca. Einzige, der hier philosophiert, Mann. Lass mich jetzt aussprechen, Munafik. Sag mir den Vers. Lass mich aussprechen. Ich mache, was ich will. Du bist. Nein, du bist gar nichts. Du bist weder Muslim noch Christ noch irgendetwas, Mann. Du bist ein Ungläubiger. Lass mich aussprechen. Lass mich aussprechen. Vor was hast du Angst, Joker? 6, Vers 9. Du sollst vor was hast du Angst, Joker? Du hast Joker. Gesagt, du machst, was du willst, dann vor bist du kein was Christ. Vor was hast du Angst? Ich mache, was ich will. Ja, und ich sage Christ. Zu dir jetzt, lass mich aussprechen. Dann bist lass du kein Christ. Ey, du bist weder Christ noch Muslim. Du bist weder Christ noch Muslim. Verstehst du? Du bist reden, da, du bist weder Christ noch Muslim. Du machst, was du willst. Geh du raus. Geh du raus. Ey, du bist gar nichts. Ich bin ein Christ, Digga, aber du bist gar nichts. Ich war hier, du kommst hey, doch dazu. Ey, Digga. Ey, Digga. Du bist doch dazu gekommen. Ey, Digga, lass aussprechen. Lass aussprechen. Ich habe mich selbst gerufen. Geh bitte raus. Ich habe mich selbst gerufen. Raus. Geh du raus. Geh bitte raus, Digga. Geh bitte raus, Digga. So ein kleines Kind, Mann. So ein kleines Kind. Man kann hier nicht reden. So ein kleines Kind. Moment, was für ein Panik du bekommst. Schau mal, das ist das, was deine Religion dir lernt. Das ist das, was deine Religion dir lernt. Hass erfüllt. Hass erfüllt. Du machst, was du willst. Du bist kein Christ. Hass erfüllt. Und du machst auch, was du willst, Mann. Komm her. Du bist ein kleines Kind, Mann. Krasse. Ich bitte euch kurz, bleib bitte kurz gestumm, Joker. Also Joker. Ich geh raus, Leute. Daniel wollte mit mir reden. Ich kann hier nicht mit Daniel reden. Joker, du sagst ihn dann Problem. Dazu gut. Weine weiter. Also, wieder Loka und Joker, klar. Wenn ein Christ, guck mal, wenn ein Christ mit mir reden will, kann er das gerne machen. Aber jemand, der sagt, ich mache, was ich will, entgegen der Bibel, dann ist das kein Christ, dann brauche ich mit ihm nicht reden. Ich rede mit Christen und nicht Leuten, die die Bibel leugnen. Du bist nicht einmal Muslim, Mann. Du bist weder Mann noch Frau. Du bist weder Mann noch Frau. Du bist gar nichts, Mann. Das weißt du ganz genau und du predigst noch. Ich bitte euch, wirklich herzlich,
verlasst bitte den, also jetzt momentan die Gastfunktion. Ich hole euch bitte später wieder rein, wenn ihr euch wieder beruhigt habt. Also Daniel, ja, ich gehe raus. Daniel, falls du mit mir reden willst, dann mach das irgendwo, wo Ruhe ist und nicht mit irgendwelchen Hey, der Typ lässt nie ausreden. Er flüchtet die ganze Zeit. Er lasst zu, dass er hier seine Lüge verbreitet. Und dann, wenn ich etwas sagen will, flüchtet er wie immer, wie immer. Er ist immer nur am Flüchten. Immer. War okay? Wieder, Luca, du musst dir auch vorstellen, aber die Bibel sagt selber und Jesus hat selber gesagt, wir sollen einfach zuhören, wir sollen einfach von unserem Weg suchen. Und klar, Was sollen wir zuhören? Ja, klar, wir sollen immer wieder zuhören auf alles. Und wir sollen auch jemandem eine Bühne bieten. Wir sollen der Nein, hör zu, mein Bruder. Schau mal, mir ist egal. Ich gehe jetzt dann sowieso runter und ich werde jetzt meinen Stream aufmachen. Es ist so, weil ich habe etwas vorbereitet. Es geht ja nicht darum. Ich weiß, was ich dir sage, ist einfach so. Hör zu. Diese Leute ist Tag und Nacht und er lügt ganz klar über die Bibel. Okay? Ganz klar lügt er die ganze Zeit über die Bibel. Er lässt niemand aussprechen. Wir haben gesehen hier heute wieder. Okay, er flüchtet die ganze Zeit. Wenn man auf eine Sache eingehen will, lässt er nicht ausreden. Und ist das, was die ganze Zeit passiert? Er flüchtet die ganze Zeit. Verstehst du? Ich bin reingekommen, ich habe mich lautlos gemacht, habe zugehört, ich habe Anstand gezeigt. Nein. Verstehst du? Bruder, du musst dir vorstellen, wir müssen denen zuhören. Wir dürfen dich nicht verabstoßen. Mein Bruder, Lüge. Hör zu. Ja, hör ihm zu. Nichts dagegen. Nein, mein Bruder, nichts dagegen. Wir zuhören. Du hast recht. Hör ihm zu. Wir sehen so, hör ihm zu. Ich habe ihm genug zugehört, um zu wissen, dass er hier nur. Er nennt sich Joker. Wer nennt sich schon Joker? So Joker um hahaha. Und er spielt sogar mit der Religion. Er nimmt nicht mal die Religion ernst. Man will mit ihm vernünftig sprechen. Und er macht die ganze hahaha. Weißt du, meine, ey, dann ist er bei sich im Stream und labert die ganze Zeit die Lüge, die er bei Abu Qasim gelernt hat. Der Typ, der uns droht, die ganze Zeit mit seinen Hamdi. Er ist genau so einer. Er ist immer wieder mit denen zusammen. Okay? Wann drohen wir Christen irgendjemand? Das sind keine Muslime. Verstehst du? Ich spreche es ab, wenn es generell gegen die Bibel gerichtet ist. Ich spreche es halt sofort ab, oder wenn man beleidigt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie der Luca, du hast ihn auch ein bisschen aufgewühlt, dass er soll ja nicht wissen, gegen dich jetzt schießen oder so. Aber wie der Luca, ich glaube, klar, das soll ja nichts gegen dich jetzt als Person ja, oder so. Verstehe. Schau mal, wie gesagt, er sagt selber, er lässt sich nicht verraschen, ich lasse mich nicht verraschen, wir sind Menschen. Man kann also normal miteinander sprechen. Aber hör zu lügen und ihn hier lügen zu lassen, das ist für mich so ein bisschen zu viel. Also man soll ihn Stirn bitten können, verstehst du? Aber er flüchtet die ganze Zeit. Also nichts für ungut, das ist dein Stream, mein Bruder. Also wie gesagt, nichts gegen dich. Verstehe nicht falsch, ich bin auch nicht perfekt. Ich verstehe dich komplett wieder, Luca. Du kannst hier, die können hier reinkommen. Ich biete die kleine Bühne, sollen die predigen, aber, oder ihre über das Evangelium reden, klar. Aber wenn es zu weit geht, und je unsere Bibel schlecht reden oder ansatzweise eine Beleidigung, eine Hauch von Beleidigung kommt, dann schmeiße ich sie sofort raus. Also was macht man nicht? Als erwachsene Person sollte man sich das mittlerweile im Kopf haben. Schau mal, ich sage noch einmal. Hier kommt er und tut das so. Okay? Der Bruder, Strenggläubig hat ihn gefragt, distanzierte sie. Er hat die ganze Zeit gesagt, ja, aber. Er hat sie nicht distanziert. Er hat sie nicht richtig distanziert. Er sagt nur ja, aber. Aber er ist tagtäglich mit diesen Leuten zusammen, die uns drohen. Weißt du, meine? Und dann soll er nicht, wenn er schon kommt und sie nicht sagen und nicht richtig sagen kann, ich distanziere mich davon. Verstehst du, wenn ich nicht richtig sage, ich distanziere mich, dann muss ich gar nicht so hier heuchlerisch tun. Verstehst du? Also wieder locker, du kannst von mir hier oben bleiben und strenggläubig bist noch da, oder weil du eine Tastatur hast? Ich war einfach still, weil ich mich gerade abregen musste. Ach so, okay. Weißt du, ich sag jetzt mal so, wir haben außerhalb, ich bin jemand, der orthodox ist, und wir haben außerhalb noch Überlieferungen, die auch was dazu sagen. Und wer mit der die andere Wange hinhalten, damit sind Beleidigungen gemeint, wer sich das aus dem Altgriechischen sagt.
Ja, das ist wie eine mit der Hinterhand geschlagene Sache, ist wie eine Demütigung im Judentum gewesen, ja. Dafür müsste man sich, theoretisch mal mit der Bibel ein bisschen mehr auseinandersetzen. Guck, unser Gott ist ein Gott der Liebe und der Friedfertigkeit. Ja, und trotzdem. Und Strenggläubig, von mir aus könnt ihr hier oben bleiben. Es wollen noch Muslime hoch. Lass uns zu Ende reden. Ja? Red ruhig zu Ende. Trotzdem ist der Herr Jesus in den Tempel gegangen und hat ihn gereinigt mit einer Peitsche in der Hand. Ja, also er wurde einmal geschlagen und dann hat er zu dem gesagt, warum schlägst du mich? Das hat den kulturellen Hintergrund, dass man vor der Verurteilung nicht bestraft werden darf im Judentum. Es gibt viele Punkte in der Bibel, die ganz klar dafür sprechen, dass wir uns verteidigen dürfen. Ja, wir müssen unser Leib und natürlich sind viele, weißt du. Ein Zitat, darf ich dazwischen reden schnell? Ja. Es gibt ein Zitat aus der römisch-katholischen Kirche, aber das ist auf Latein, ich versuche die mal zu übersetzen. Vide lucem venirum sed nomerat lux bona ex satana. Christi vituli lilsi eum ave Christus rex. Das heißt so, das Licht des Engels ist zu mir gekommen. Ich habe ihn mit der Kraft Christi vertrieben. Sei gelobt der Herr Jesus Christus, der König. Das heißt so viel, dass das auch eine Selbstverteidigung war, theoretisch, vom Satan oder nicht? Wir dürfen uns selbst verteidigen. Es ist, was ich sage, schau mal, was, schau mal, mein Bruder, was passiert hier? Ich probiere es zu erklären, was passiert. Wenn ich zum Beispiel einen Koranvers aufmache, ich hole die Gelehrten von ihnen und ich probiere das zu geben, was die Gelehrten sagen. Verstehst du? Und dann, wir sprechen darüber, zum Beispiel, dass er der Prophet war verhext, dass er mit Kindern geschlafen hat. Wir zeigen das in ihrem Schrift. Aber dann kommen sie und lügen extra. Verstehst du? Ey, Jesus war homosexuell. Was für was die Sache, Christen sind Kannibalen. Das höre Jesus ich. Jesus war ein Lügner. Jesus war ein Dieb, muss ich heute hören. Jesus war homosexuell. Ich habe wirklich, also Eben. Ich habe, und dann nimmt, sagt, dann kommt Hamdi rein und sagt, es gibt ein verborgenes Markus-Evangelium, da steht drin, dass Jesus 6 Tage mit einem nackten Mann war. Ey, ohne Scheiß, wirklich, irgendwo hört doch auch auf, oder? Wirklich, ich komme mit. Eben, aber ich stelle dir vor, Bruder, ich streng gläubig. Das sind doch einfach nur noch Geistesgestörte. Ja, das ist doch nur noch geistesgestört. Eben, und vor allem, mein Bruder, wenn Sie kommen und sagen, das ist Israeliat, ich benutze gar nicht Israeliat. Nicht einmal, wenn es steht, da ich benutze ein Hadith. Das ist die Suche, was Hassan und was Sahih ist. Wir geben das wieder vor, was in Ihrer eigenen Schrift steht, aber Sie lügen. Stell dir vor, ich würde Schiequelle nennen und sagen, das ist euer Glaube, das ist euer Glaube, das ist euer Glaube. Obwohl, du schaust mich an und sagst, das glaube ich gar nicht. Und das ist das verständlich, aber genau das machen sie. Verborgene Evangelium und bla 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 da. Christen sind Kannibalen. Verborgenes Evangelium nehmen, aber du nimmst ein Hadith. Also, ja. Eben. Strenggläubigen und Widerloker, hier wollen auch Muslime rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir eine Aufklärungsarbeit machen oder ihr könnt gerne runterkommen und da gehen. Also, es ist euch unterscheiden. Ja, könnt ihr wieder, aber eine Sache muss ich dir trotzdem sagen. Ich muss dir trotzdem sagen, komm ein bisschen runter. Ja, lass dich nicht von deinen Emotionen irgendwie leiden. Nein, ja. Mein Bruder, ich spreche mit jedem mit Augenhöhe. Dieser Mensch, hör dazu. Also, mit jedem spreche mit Respekt. Die Muslime, sie kommen zu mir, ich spreche wirklich mit Respekt. Aber es gibt da einfach Menschen, sie übertreiben. Und sie denken, sie haben das Recht zu übertragen, weil mein Gott erlaubt, mich zu verteidigen. Ja, aber dein Gott erlaubt, dich auch zu töten. Weißt du, meine? Ey, wenn jemand mit Respekt spricht, ich spreche mit Respekt, aber diese Menschen, sie verraschen uns einfach so. Ey, dieser Joker, er ist tagtäglich schlecht und um Lügen zu verbreiten und er weiß das. Es gibt Videos, die er selber sagt, ja, solange er mir da ist und so und bla bla bla, werde ich hier auch so lügen und so. Ey. Also, an einer Sache muss ich mich bedanken bei Onkel Dava, ja, weil heute, du warst drinnen wieder, ja, und dann wurden sie beleidigen zu dir mit Jesus ist homosexuell. Ja, Respekt, ja. Dann hast du ja Mohammed beleidigt, weil sie ja damit anfingen. Und dann hat Onkel Dava gesagt,
Sie haben Mohammed, der hat gerade Mohammed nur beleidigt, weil ihr gerade angefangen habt und ist rausgegangen, weil er sauer war. Ja? Das, da ziehe ich meinen Hut vor. Ja? Genau wie wenn ich Christen höre, die ohne irgendeinen Grund irgendwie Muslime beleidigen. Da gehe ich raus und sage, möchte ich nichts mit zu tun haben. Ja, aber wenn die anfangen, dann kann ich das auch zu Ende bringen. Ja, eben, wie gesagt, Respekt, wirklich. Also Onkel Dave, also wie gesagt, er hat probiert zu beruhigen. Ich bin reingekommen, damit ihr wisst, und ich habe was gemacht? Ich habe Frieden verlangt. Nur damit ihr wisst, wenn jemand ist informiert, wissen will. Ein Gebet aufsprechen. Ja, gerne, mein Bruder. Es ist natürlich auf Latein, weil, ja, was ja auf Latein ist. Ne? Das einfachste Gebet, das es gibt im Christentum, das Vaterunser. Das, was jeder kennt, und ich glaube, dass jeder aufsprechen kann als Christ. Also, Pater Noster, Cunus in Saulo est, sanctifiter nomeno tum sit. Voluntas vestra sissut in Saulo, sis et in terus. Panem nostu, quotidamonuta, nobis hade, et dimite, mobis debita, nostra sissut, et nos dim itimus, debitones nostris, et menos includus, intentantiam. Sed libena nas amalo, in nome de Patri et Filis et Spiritus Sancti. Amen. Amen, mein Bruder, vielen Dank. Was du nicht vergessen darfst, deswegen verstehe ich ja auch, wenn Vita so emotional ist und auch Daniel manchmal emotional reagiert, die versuchen natürlich immer das zu verwässern, deinen Glauben, auch deinen Glaubensart zu verwässern und dich von ihrem Glauben zu überzeugen, weil das für sie ihre Wahrheit ist. Und dieses sogenannte Missionieren, wie das vorher so betont worden ist, das machen sie selber oft genug hier. Das sieht man in verschiedenen Streams. Deswegen, darum geht's halt. Und da musst du halt dann schauen, wie du damit umgehst. Genau. Ja, du bist sehr ehrlich und sehr offen und das ist halt für die manchmal so ein Grund, dich dann sozusagen, als jetzt nicht speziell auf die Leute, wo jetzt da waren, die haben sich schon teilweise vernünftig verhalten, aber es wird noch andere kommen und die werden schon versuchen, an deinem Glauben zu arbeiten. So, wir haben einen nächsten Gast, Frank Sternfalk. Hast du irgendeinen Wunsch? Also ich wünsche dir erstmal Gott Segen. Ja, ich gehe jetzt raus. Ich lasse jetzt noch einen Satz sagen. Das war eigentlich alles, was ich dir sagen wollte. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall auch raus. Ich wollte nur sagen. Wenn du willst, kannst du oben bleiben oder wenn du willst, kannst du runtergehen. Ich folge dir. Guckt euch einfach das Video an, was ich gepostet habe. Das sagt alles, was man zu wissen braucht. Ich wünsche euch Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Alimus. Salam alaikum. Salam. Salam wieder. Jetzt wollte ich dir Daniel was fragen, aber jetzt ist der weg. Schade. Ich stelle deine Frage, vielleicht hört er noch, kommt er wieder auf. Na, ich wollte fragen wegen dieser Beleidigungen immer. Das, was beide Seiten machen. Wieso Daniel jetzt direkt auf das losgegangen ist, das wollte ich fragen. Wieder, du beleidigst ja auch immer wieder. Keiner was ist von euch besser. Keiner. Ich nenne keinen Namen. Hey, Alimor. Alimor. Alimor, ich werde dir jetzt eine Sache sagen, Alimor. Ich habe gesehen, gestern oder vorgestern war ich in Live, wo Hamdi drin war. Und dann haben sie mich gesehen, weißt du, wie immer, ich schreibe gar nie. Aber dann haben sie mich gesehen, wie immer, und da haben sie mich angefangen anzugreifen. Und da haben sie gesagt, man hätte meine Mutter, tote Mutter beleidigt und die werden euch jagen und bla 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 bla. Wieso habe ich gedacht, was für Mutter beleidigen? Wieso habe ich gesagt, das ist eine Lüge. Ich habe nie jemanden gehört, Mutter beleidigen gesehen, also bei mir in der Nähe. Sag, doch, du warst dabei, hast du nichts gesagt. Und dann ja, erfahre ich... verstanden. Hör zu, ja, eben, ja. Ich habe nicht verstanden. Aber ja. Er hat gewusst, dass ich nicht verstanden habe. Und dann der ganze, du warst dabei, hast nichts gemacht. Aber jetzt, hör zu, ich bin gegen Mutterbeleidigung. Ich bin gegen die Beleidigung von jeder deiner Familienmitglied. Irgendetwas. Aber wenn wir über Religion sprechen, müssen wir alle einstecken. Okay? Wir müssen alle einstecken. Wenn ich was sage, ich halte es für Lüge. Wenn ihr was sage, ich halte das auch für Lüge. Und dann müssen wir das einfach einstecken und ruhig bleiben. Hör zu, nicht nachher die Leute mit dem Tod drohen.
nie nein, die Leute mit Gewalt doch, drohen. Nein, macht man auch okay, nicht. Und nicht Familie nicht. Und alles mögliche einmischen. Nein, das macht man doch auch. Ich sag doch, guck mal, ich gehe jetzt nicht auf Namen oder auf irgendwelche Gruppen oder auf irgendeinen Stream. Es gibt beide Seiten, wo irgendwelche Sachen erzählen. Ich weiß es nicht, woher sie das haben, aber wenn sie doch behaupten, dass Jesus so und so ist, dann geh doch hoch und beweis doch das Gegenteil. Aber nicht doch so mit Beleidigungen. Ali Mor, 100. Jetzt ganz im Ernst. Hast du mich jemals irgendjemanden hier beleidigen, obwohl ich schon beleidigt wurde? Hast du das gehört? Ich bin doch auch Muslim. Wenn du aber sagst, die Muslime, was? Dann tust du ja alle. Es gibt welche. Nein. Hör zu. Ich bin Christ. Ich mache Fehler, ich habe meine natürlich. Fehler. Korrekt? Also ich bin auch kein Engel, also ich bin nicht hier und sage, ich beleidige euch nicht. Ich sage nur, ich werde auch beleidigt, okay? Ich weiß. Und dann beleidige ich einmal laut zurück. Richtig. Punkt. Also es soll bei dem bleiben. Ich meine, man sollte gar nicht beleidigen. Aber hör zu, wenn ich hier in einen Raum komme, zum Beispiel heute, bin dort reingegangen, okay, und ich habe gesagt, ich will Frieden. Ich habe sogar mich entschuldigt, ich habe gesagt, hey, hör zu. Weißt du, aber keiner von euch kann mir meinen Mund stopfen. Weil in eure Länder können wir nicht einmal predigen. In eure Länder, in dem Sinn, jeder Muslim soll seine Augen aufmachen. Hör zu, Augen aufmachen. Okay. Zum Beispiel, du sagst, du bist Muslim, die anderen sind keine oder was auch immer. Okay, aber was ich sage, ist so, ihr seid hier, ich predige, niemand will euch etwas antun. Ihr droht mit Gewalt. Aber guck, du sagst schon wieder ihr. Ihr. Aber ich das sind... Hör zu. Schau mal. Ich meine, wenn du nicht drohst, fühl dich nicht angesprochen. Nein, aber wenn du doch sagst, ihr, dann beinhaltest du doch alles. Wer ist Muslim? Ich weiß gar nicht. Du sagst, du bist Muslim. Der andere sagt, nein, er ist kein Muslim, ich bin Muslim. Ich sage einfach Muslim. Aber wieder, guck mal, ihr euer Stream. Bitte. Ganz kurz, wieder locker, wie du heute drinnen warst, finde ich mal super, Respekt. Du hast es versucht, okay, es hat Uneinigkeiten gegeben. Nachdem du weg warst, war ich selbst im Live drinnen und habe den Leuten gesagt, ich habe nie mitgehört, wo irgendjemand Morddrohung ausgesprochen hat. Kann sein, ich weiß es nicht. Und ich habe auch gesagt, das ist nicht in Ordnung, das tun wir nicht, das ist nicht in Ordnung, ja. Und als ich neulich bei dir war, du kannst dich erinnern, hundertprozentig, habe ich versucht, ja. Frieden zu stiften. Ich habe normal mit dir geredet. Ja. Dann kam einer rein, das ist dieser Geist, ist egal, ja, und hat mich als Extremste beleidigt, nennt mich Heuchler und was ich was noch alles, trotz dass ich versuche, Frieden zu stiften und du kickst mich, wenn ich mich wehre. Warum tust du das? Also ich erinnere mich nicht, dass ich dich gekickt habe, als du dich wehren wolltest. Doch. Das erinnere ich mich nicht. Nein, ich erinnere mich das nicht so, als du die wehren wolltest. Es hat sicher eine lange Geschichte. Hör zu, schau mal, wenn jemand reinkommt und beleidigt, sage sofort, du nicht beleidigen. Weißt du, und wenn du so tust, als hätte ich dich einfach so gekickt, dass du die wehren, ich hundertprozentig nicht, ich kann das nicht glauben. Es kommt mir nicht in den Kopf, dass ich so etwas gemacht habe mit dir. Weißt du? Ich schwöre dir, bei allem, was mir heilig und lieb ist, ich habe normal versucht, mit euch zu reden, auch Adlerblick war drinnen. Und dann kam dieser Geist Official, ja, keine Ahnung. Und meine Stream, in meine Stream. Nein, das war bei Adlerblick, Also ja. Adlerblick ist Stream, aber nicht meine. Ich habe dann versucht, zu irgendwo einen Frieden reinzubringen, ja, und dann wurde ich einfach extremst beleidigt von diesem Geist Official. Ja, ich habe ihn auch blockiert. Und dann wurde ich einfach gekickt, weil ich mich gewehrt habe. Ja, das ist auch ja aber ich, eben nicht mein Stream, nicht mein Stream. Du wirst dich so wissen. Ja, bevor du, ich lasse dich dann weiterreden, kein Problem. Ich wollte nur sagen, ich habe heute, nachdem du draußen warst, ich habe nichts mitbekommen, dass jemand gedroht hat. Und was ich dir jetzt auch sagen möchte und an alle Muslime, die hier drinnen sind, 183 Leute, es sind wahrscheinlich nicht nur Christen hier drinnen.
Wir haben es nicht notwendig, uns gegenseitig zu bedrohen. Niemand droht bitte jemanden. Ja? Da erstens ist es strafrechtlich verfolgbar und zweitens ist es moralisch nicht vertretbar. Bitte hört mit diesem Zeug auf. Ich habe nichts gehört. Es tut mir leid, Peter Lukas. Ich habe nichts gehört davon. Wenn ich was mitbekomme, sage ich das, dass man nicht droht. Das ist rechtlich nicht in Ordnung und das ist menschlich nicht in Ordnung. Ja? Nur weil man hier im Hintergrund meint, vermeintlich, dass man anonym ist. Nein, man kann sehr wohl rausfinden, wer wer ist. Ja? Da ist es so. Ich entschuldige mich im Namen aller dieser, entschuldige, wenn ich sage, Geschwister, entschuldige, wenn ich sage, im Namen aller der Idioten, die irgendjemanden drohen, weil das tut man nicht. Ja? Aber bitte hört auf, auch zu beleidigen. Tut das nicht. Schöne Worte, Fett. Amen, Amen, Fett. Amen, kann ich okay. Nur sagen. Das haben wir nicht notwendig, Leute. Also, ich gehe gleich schon offline, aber Sons of Odin, wie kann man dir helfen? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Box TV, ich wünsche dir auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich gehe wieder raus. Entschuldigung, Host, Entschuldigung, Daniel, wenn ich es ganz kurz komme, ganz kurz nochmal. Ich gehe wieder raus. Danke fürs Hochnehmen. Danke fürs Hochnehmen. Und wie gesagt, ich entschuldige mich für alle, die drohen. Das tut man nicht. Und ich habe das heute im Stream, nachdem du draußen warst, wieder locker, habe ich es gesagt. Drohen tut man nicht, weil man A, rechtlich verfolgt werden kann. Man ist nicht anonym im Internet. Nein, ist man nicht. Und zweitens ist das menschlich und moralisch nicht vertretbar. Okay, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Danke dass ihr mir entgegengekommen seid. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja? Danke dir auch. Shalom. Okay, tschüssi. Ciao. Wie kann man dir heute helfen? Eine kurze Frage. Könntest du bitte lauter reden? Ja, mein Handy, ich habe einen Anruf bekommen. Also, kommt. Ja, ich habe nur mal so. Man sieht es ja schon an meinem Namen, dass ich einen anderen Glauben habe. Genau, du glaubst an die nordische Mythologie, richtig? Für mich ist halt der Odin der einzig wahre Gott, der auch alle da erschaffen hat. Ja. Da wollte ich bloß fragen, wie steht ihr dazu oder was sagt ihr zu den nordischen Glauben? Also, ich muss selber dazu sagen, ich lerne gerade selber Nordisch. Also, ich spreche mittlerweile Isländisch perfekt. Jetzt kommt das die norwegische Sprache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist spannend, aber für mich eine falsche Religion. Wir haben ein Naturtalent hier. Hey, hey, krasse. Respekt. Mach weiter so. Ja, ich lerne. Ich kann viele Sprachen. Ich kann Russisch auch. Freut mich. Sehr schön. Mach weiter so. Wenn man. Ja, also viele Sprachen hast auch viele Menschen kennenzulernen. Also, wo waren ich denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die nordische Mythologie, ganz spannend. Wenn man so die Runen liest, wird ein paar Sachen klar. Ja, das ist auf jeden Fall schon so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem ganzen Valhalla und so weiter und so fort, weißt du, was ich meine? Also diese ganzen, sag ich mal, Himmelreiche, verstehe ich gerade nicht so ganz. Und ja, also wie gesagt, ich finde es spannend, aber es sind auf jeden Fall logische Sachen, aber auch unlogische Sachen. Na, was verstehst du, sag ich mal, ohne dass ich dich jetzt angreifen tue, was verstehst du nicht jetzt an, sag ich mal, an den Wale oder an die ganzen, sag ich mal, den Himmel da oben, sag ich mal, von Odin. Genau. Weil es gibt ja. Gibt es ja nicht, war das ja alle. Gibt es ja noch Asgard, Midgard. Das ist ja alles, was uns dazu gehört. So wie die halt die Midgard-Schlange, die halt die ganze Erde umkreist. Ja. Das gehört ja auch also, noch mit dazu. Ich kann schon sagen, die nordische Mythologie ist spannend, aber für mich gibt es keinen Gott außer der Herr Jesus Christus. Ja, also. Ich verurteile auch keinen, sag ich mal. Für mich ist es halt, sag ich mal, ich bin mit den Glaubens, also mit dem Glauben aufgewachsen. Jemand will hoch. Ja, also ich danke dir für dein Wort. Was so. Du sagen. Ich sag das gerne gleich, aber hier will noch jemand hoch. Wie lange bleibst du noch da, Bruder, online? Na, ich muss jetzt gleich weiter. Daniel?
Ich bleib ungefähr noch 10, 12 Minuten, dann komme ich wieder um 9. Achso, du kommst nachher wieder, oder was? Ja, ich komme wieder. Vielen Dank, wie kann man dann verabschiede ich mich auch recht herzlich. Danke dir, Daniel, dass du mich hast. Arimov, danke, dass du hier warst. Komm gerne wieder hoch. Gerne, gerne. Okay. Bis. Vielen Dank, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und Gottes Segen. Wie kann man dir helfen? Wunderschönen guten Abend. Und Gott sei zu Ehren. Wie bitte, also, man hört dich schlecht. Hört ihr mich jetzt? Ein bisschen besser, ja. Okay. Also die nordische Mythologie. Was heißt Mythologie? Also ich sag dazu die nordische Wahrheit. Warum also es ist vor, ich habe eine Frage an dir, wieso glaubst du, dass, dass die nordische Mythologie die Wahrheit ist, Fjölnir? Ich glaube nicht. Ich weiß. Das ist der Unterschied. Und wieso weißt du sie? Weil man sie archäologisch auch beweisen kann, sozusagen. Okay, wie du schon sagtest, wie du schon sagtest, die Runen, ja, die Runen. Man sagt, die Rune, okay, ist ungefähr, sag mal, 100 vor Christus entstanden, aber die Kelten, die waren 5000 vor Christus. Das heißt, da gab es noch kein Jesus, da gab es noch kein Allah oder sonst irgendwas. Bei den Göttern, ich möchte niemanden beleidigen oder so, aber es ist einfach nur die Wahrheit. Und wenn du überlegst, 5000 vor Christus, und die hatten schon eine Schrift, beziehungsweise auch die Griechen, die waren ja auch Heiden, Paganen, und die hatten auch Hygiene und die hatten auch Wissen wie Medizin und auch wie die Römer zum Beispiel, die waren ja auch 2000 vor Christus, die hatten auch schon Haufen Sachen, also die waren sehr, sehr wissenreich. Also kann es nicht von einem Gott geben, beziehungsweise Gott, was bedeutet Gott? Was bedeutet für euch Gott? Für mich ist Gott Natur. Natur, sie gibt mir Essen, sie gibt mir Luft, sie gibt mir Wasser, aber zu viel davon, zu viel Wasser, zu viel Luft, zu viel Feuer bringt dich um, zu viel Erde bringt dich um. Aber einen gewissen Punkt brauchst du, um zu überleben. Und deswegen ist die Naturwesen, die Naturheilkunde, das ist Gott. Also Essen, Tiere, Pflanzen, Luft, Wasser, Feuer, das brauchst du, um zu überleben. Ohne das überlebst du nicht. Also kein Mensch, kein Buch oder kein Prophet, wie ihr sagt, bei den Göttern, ich will keinen beleidigen. Ich sage es einfach meiner Meinung nach und meines Wissens nach, kann euch irgendwie schützen. Aber die Natur, die schützt euch. Bist du böse zu der Natur? Okay, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, also mit der Respekt, ich werde nicht unterbrechen und so. Aber okay, ich rede richtig lang, so. Das ist so. Aber ey, hör zu. Also, wir glauben an ihn, ja, um die Bibel. Ja, aber du redest vom Glauben, Bruder. Aber das ist ein, christliches Ding, Bruder. Oder? Ja, könnte ich bitte mit ihm reden, dass wir sein? Ja, natürlich, Bruder, natürlich. Fjölnir. Ja, ja. Kannst du irgendeine nordische Sprache? Jörg? Hey! Natürlich kann ich. Okay, gut, gut. Hast du schon mal was von Runen gelesen? Ja, natürlich. Ich bearbeite Runen. Ich bin sozusagen. Also ich habe mal einen. Ich habe jemanden, einen Gelehrten aus der nordischen Mythologie gefragt. Mhm. Und er ist ja selber Christ geworden. Und er hat gesagt, dass. Er hat selber gemerkt, dass Odin nicht existiert. Mhm. Wenn schon, ist das eine große Mythe. Ich habe wirklich jemand, der aus der nordischen Mythologie ist, also war, und jetzt mittlerweile Christ ist, weil er hat selber gesagt, nee, die nordische Mythologie ergibt keinen Sinn mehr. Früher, als es, als ein Gott noch nicht so richtig bekannt war, hätte es Sinn ergeben, aber heutzutage ergibt die nicht mehr Sinn. Mhm. Warum macht das keinen Sinn? Warum reden wir nur von einem Gott? Bei uns gibt es ja, also dein Kollege, ich will nicht beleidigen bei den Göttern, aber bei uns gibt es ja nicht nur einen Gott. Bei uns sagt man, jeder Mensch ist verschieden, genauso wie jeder Gott. Also steckt in jedem Menschen ein verschiedener Gott. Macht das keinen Sinn? Bist du anders wie ich? Schon, oder? Also logisch, oder? Du bist anders wie ich, oder? Ist doch logisch. Vielen Dank. Also du musst dir vorstellen, wie... Es gibt halt einfach nur einen Gott. Wie viele Götter gibt es in der nordischen Mythologie? 10? 12? 11? Nein, 24.
24, genau. Also irgendwie in die Art. Und, Fjölnir, es ergibt keinen Sinn. Warum sollte es 24 Götter geben? Entschuldigung, aber du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Du bist anders wie ich, oder? Du bist anders wie ich, oder nicht? Also ich bin ein Mensch, aber ich bin ein Mensch, aber meine Seele ist halt anders gerichtet, um ehrlich zu sein. Ich glaube ja was an anderen. Das ist, also bitte lass mich aussprechen. Fjölnir, ich bin ein Mensch, aber meine Seele ist anders ausgerichtet. Ja, also. So wie du. Bist du ja anders. Also sage ich jetzt mal. Also jetzt nehmen wir mal physisch uns an. Sind wir gleich, aber von der Seele aus sind wir anders, ja. Da hast du Wir sind von Namen her gleich, aber wir sind vom Charakter, wir sind vom Aussehen, sind wir ganz anders. Du bist ein Mensch, ja, von dem Namen Mensch sind wir gleich, ja. Aber du hast eine andere Hautfarbe, du hast einen anderen Charakter, du hast eine andere Augenfarbe, du hast andere Haare, du hast andere Zähne, du bist anders gebaut wie ich. Genauso wie die Götter, die sind auch anders gebaut. Thor zum Beispiel. Thor ist stark und mächtig, beschützt die Menschen. Gibt es auch Menschen wie Polizisten, Bundeswehren, die sind ein Beispiel für Thor. Dann gibt es die Wissenden, dann gibt es die Wissenschaftler, Wissenden, die sind wie unser Allvater, wie Wotan, wie Odin oder wie gesagt, R99 Namen. Fjölnir. Ja, das ist die Wahrheit, oder? Fjölnir, aber ich habe wirklich eine Frage an dich, Fjölnir. Ja, gerne, bitte. Dann erklär mir doch mal, welcher der 24 Götter hat die Welt erschaffen. Die Welt erschaffen, das ist immer so eine Frage. Weißt du, wir sind Menschen, wir müssen erstmal dahinter kommen. Und das hat unser Allvater gesagt. Er hat gesagt, weißt du, wie man Runen ritzt? Weißt du, wie man sie versteht? Man muss erstmal in das Leben reingehen, um es zu verstehen. Aber wir lenken uns zu sehr ab. Und das hat er auch gesagt. Er hat nicht gesagt, bei uns ist es nicht wie bei Christen oder bei Moslems, die sagen, du darfst nicht, du musst, du sollst. Nein, bei uns hat unser Allvater gesagt, schaut mal, wie ich es mache. Wollt ihr es genauso machen? Oder macht ihr es anders. Ihr habt die Wahl. Entweder ihr geht den Weg oder ihr geht den Weg. Das er hat uns den guten Weg gezeigt. Das ist gerade keine, keine Aussage. Nein. Natürlich. Fjölnir, das ist keine Aussage. Wir Christen können uns entweder für den Weg Christi entscheiden oder den Weg der Wissenschaft entscheiden. Ja, eben. Das habe ich doch auch gerade gesagt. Du kannst den Weg gehen oder den Weg. Genau. Welchen Weg willst du? Ja. Aber was ist Wissen? Was ist Wissen? Wissen ist Kraft. Wissen ist Weisheit. Wenn du Weisheit hast, kommst du weiter im Leben, oder nicht? Wenn du dumm bist, dann bringt der, Entschuldigung, ich will dich nicht beleidigen, aber so jetzt so logisch gedacht. Wenn du dumm bist, dann bringt es ja nichts im Leben. Da bleibst du auch dumm, wie ein Tier. Ein Tier ist nicht dumm. Kein Tier ist dumm. Jedes Tier hat ein Wissen, um zu überleben. Ich will mal kurz was sagen noch. Soll jetzt nicht respektlos sein, aber ich bitte euch im Chat, einmal respektvoll zu sein und nicht auch, egal welche Religion, selbst die nordische Mythologie nicht zu beleidigen. Richtig. Weil jemand hat gerade als Beispiel geschrieben, ist halt bei euch auch Gott. So, das ist so eine Aussage, die ist einfach. Bruder, kein Thema. Wir sind alle Menschen, wie du sagst, weißt du, wir können uns darüber diskutieren. Jeder hat seinen Glauben, jeder kann glauben, was er will. Man kann darüber reden und ich finde es schön, weißt du. Also, ich finde es auch schön, dass du jetzt reingekommen bist und versuchst, die nordische Mythologie auch so kurz zu verbreiten. Ich habe eine Frage, das interessiert mich jetzt mehr als die Glaubensfrage. Okay. Sprichst du Norwegisch oder Schwedisch? Also ich spreche generell Altnordisch. Also es versteht man eigentlich kaum. Nord? Also Altnordisch. Das ist die Sprache der. Die Leute würden jetzt sagen Wikinger sozusagen, aber das ist ein bisschen älter wie die Wikinger. Also ich weiß jetzt nicht, wie das auf Isländisch heißt, aber auf nicht Isländisch, Norwegisch heißen würde, aber theoretisch würde das ja heißen Altnorsk. Altnorsk, ja. Also sprichst du Altnorsk? Altnorsk. Ja, es gibt aber auch verschiedene Dialekte von Altnorsk. Ich spreche auch Polnisch, spreche Deutsch, spreche Englisch, spreche Französisch, also ich spreche viele Sprachen. Und Altnorsk, also ich spreche es nicht. Ich weiß ja, was Altnorsk heißt. Altnorsk ist ja nicht nur, was viele kennen als Dänemark, Schweden oder Norwegen. Nein, nein, nein.
Altnorsk ist ja Dings. Es gibt ja auch die Leute, die aus Irland kommen, die sprechen ja auch Altnorsk. Oder die aus den Färöer oder aus England, das ist ja auch eine Altnorsk-Sprache. Weltweit. Ja, weltweit eigentlich. Auch die germanische Sprache. Weltweit bekannt. In jeder Sprache hast du die germanische oder Altnorsk-Sprache. Indogermanisch, kann man auch sagen. Daniel macht das Bild weg. Wieso sollte ich? Das ist doch ein wunderschönes Bild, oder nicht? Ist halt, ja, Jesus halt, ne? Was? Ja, Bruder, lass dich nicht ablenken. Wir reden ja, darüber. Aber ich frag, wieso sollte ich das tun, Alter? Wenn ich doch das mal, das ist, doch mache ich doch, das ist einfach mein Stream. Ja, eben. Aber ich finde generell die Altnorsk-Sprache wirklich einfach nur schön. Ja, jede Sprache ist schön, wenn ich so sehe. Ja. Es kommt von uns Menschen, weißt du? Verschiedenheiten. Weißt du, ja, natürlich, das ist wieder Mensch. Weißt du, das ist dieses verschiedene Geschmack. Wieder was anderes. Aber jede Sprache, jede Kultur, jede Natur, es ist wunderschön. Es ist einfach, das gehört zu uns. Weißt du, und das verwechseln die Menschen. Aber meine Frage, also ich will immer noch meine Frage wissen. Ja, was natürlich. Für eine Altnorsk-Sprache sprichst du? Also, welche Altnorsk-Sprache so jetzt vom Norden aus, nicht vom Nordwesten? Also eine richtige Nordsprache, also zum Beispiel in die Richtung Dänemark, Island und so weiter, weißt du? Eher isländisch. Wie? Also es ähnelt eher isländisch, ja. Isländisch, Islandski. Ja. Oh. Ja. Also da wird der nächste Isländisch spricht. Ja, nee, wie gesagt, ich finde es gut, was ihr macht, Burschen. Also so mit den ganzen Fragen und so, aber man muss auch bei den Tatsachen bleiben, weißt du? Also. Wie gesagt, die Bibel ist jetzt nicht so. Christen und Kirche, das ist wieder verschieden in meinen Augen. Weil die Kirche hat sehr viel, sehr, sehr viel von euch Christen, also beziehungsweise wenn du die Bibel liest, wie gesagt, also Jesus kam, ja natürlich, okay, sagen wir mal Jesus. Jesus kam, bla bla, hat gemacht und die Kirche hat es auf ihre Art umgeändert. Es gibt so viele Seiten, was der Vatikan nicht preisgeben will. Und ich denke mir einfach, warum? Wir sind Menschen, warum? Geben Sie es nicht breit. Warum wollen Sie die Wahrheit nicht preisgeben? Was verstecken Sie? Das sind die Fragen, Leute. Das sind die Fragen. Das müssen wir uns denen fragen, nicht unter uns. Wir sind alle gleich. Wir sind Brüder und Schwestern. Ganz normal. Egal welche Glaube, Religion. Wir sind Brüder und Schwestern und es bleibt auch so. Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Ja? Wie gesagt, seit Anbeginn der Zeit, also wie gesagt, vor den Christen kamen die Heiden, vor den Juden kamen die Heiden, weißt du? Und bei uns heißt es auch als Ragnarök. Ich weiß nicht, ob euch Ragnarök bekannt ist, also der Weltuntergang früher, die Götterdämmerung. Richtig. Ja, dann haben ja die Götter, also beziehungsweise die Söhne der Götter, manche Söhne der Götter haben überlebt. Und das waren zum Beispiel jetzt in meinen Augen, das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich oder so, sondern nur in meinen Augen, meiner Meinung. Das sind jetzt zum Beispiel sowas wie Moses, Isaac, Isa, weißt schon. Das sind diese uralten Propheten gewesen. Aber da gab es auch keine Erwähnung von nur einem Gott. Da haben sie nur gesagt, hey, ihr sollt an den Gott glauben, also an die, was heißt Gott? Beziehungsweise an die Naturkräfte. Sie haben viel mit den Naturkräften zusammen kooperiert und gehandelt und die Leute haben es einfach nur falsch verstanden. Ja klar, natürlich, vor 2500 Jahren haben die Leute auch anders gedacht, beziehungsweise vor 3000 Jahren. Weißt du, was ich meine? Was mich generell stört, ist einfach nur diese Kreuzzüge, aber da kommen wir jetzt wieder zu der Kirche. Weißt du, Kreuzzüge, Tötung der Heiden. Warum? Warum immer töten? Warum nur, weil ein anderer einen anderen Glauben hat? Na und? Man kann ja auch so reden, wie wir zwei jetzt. Wir sind trotzdem gute, weißt du, wir reden miteinander, obwohl wir keinen Krieg miteinander haben. Man kann ja die Meinung austauschen, weißt du. Aber das ist dieser Punkt, wo mich einfach stört, weißt du, man liest einfach nur Sachen, hey, hier Moslems haben Heiden getötet, Christen haben Heiden getötet. Und das prägt die Leute bis heute. Und dann, wenn ich mit meinem Jörn hier rumlaufe, hey, ich habe mal diesen Heide. Ja, na und? Lass mich doch, ich bin ein Mensch. Das ist wichtig. Egal, ob du Christ, Moslem, Jude, was weiß ich bist. Du bist einfach ein Mensch. Respektier mich so, wie ich bin. Dann kommen wir wieder zum Respekt. Schau mal, das ist einfach nur Wahrheit. Das ist einfach nur Wahrheit und Realität und sinnvoll. Richtig, ja. Ich kann sagen, diese Aussage ist schon Mieflungs, diese Aussage, weil, ja, die Kreuzzüge haben ja, die haben stattgefunden, aber das war ja nicht im christlichen Sinne. Das war ja nicht im christlichen Sinne.
Das haben die Menschen genannt. Nein, 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 Bruder, es war nicht christlich, es war kirchlich. Das habe ich ja gesagt. Es war die von der Kirche aus. Aber die Kirche, die Kirche ist ja nicht Gott. Ich bin ja selber römisch-katholisch. Ich weiß, was du meinst. Ja klar, die römische katholische Kirche, ja, die muffelt mir selber noch ein bisschen. Aber klar, aber es hat die Kirche, die allererste Kirche mit den Orthodoxen. Die hat eine Tradition, aber klar, der Vatikan. Ja. Ich glaube, mehr der Vatikan ist das Problem im Christentum. Richtig. Er macht Hass zwischen uns. Bruder. Diese, schau mal, diese Sache mit dem Vatikan und bla bla bla, lassen wir das. Schau mal. Das ist ja keine Debatte, wieder locker. Bruder. Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber wieder locker. Du musst dir vorstellen, der Vatikan ist eigentlich das Problem der katholischen Kirche. Der Vatikan hat einfach vieles versteckt, wieder locker. Ja, aber was hat der Vatikan jetzt, weißt du? Er muss sehr klar werden, dass sein Gott nicht Gott ist. Ja, aber die predigen ihn ja Gott. Aber ich sage so, verlass diesen Glauben, nimm Jesus an. Also ich wünsche euch alle einen schönen Tag und Gottes Segen. Danke. Ich gehe mal runter. Die Götter dich segnen, Bruder. Shalom. Dir auch. Ja. Verlass diesen Weg, nimm Jesus an. Rate deine Seele. Also, Gottes Segen. Shalom. Also, Bruder. Möge du dir weiter Ocker, Bruder. Ah? Okay, sind wir nur zu zweit, oder? Jetzt sind wir zu zweit. Also ich finde das gut.